Hallo! Herzlich willkommen zurück am Spieltisch, am Pen and Paper Tisch. We are back mit einer weiteren Runde im Schatten der zweiten Sonne, unser Rollenspiel. Herzlich willkommen bei Dr. Freud. Irgendwas stimmt mit Bolleck nicht. Ja. Ich glaube, der ist halb tot. Keine Käse und Speck mehr. Erstmal schön, dass ihr da seid. Wer von euch die letzten Folgen verpasst hat, für den sei auch noch mal ganz kurz erwähnt. Gibt's alles auf unserem fantastischen YouTube-VOD-Channel, youtube.com/@drfreudlive. Da findet ihr alle Stream-VODs, auch hier unsere fantastischen 4 Folgen, die wir bereits gespielt haben. Heute die 5. Folge, die vorletzte. Damit am Sonntag gibt es das Grand Finale. Und heute wieder mit am Tisch natürlich das Donnerhaus in Spielleitung und in Charakter mit Perücke. Auch heute die Wolperratte mit Perücke, was ich sehr süß finde. Wolpi hat sich auch kostümiert. Ja, ich finde es gut. Jetzt, nachdem wir den Helm haben, haben wir auch die Perücke. So soll es sein. Sehr, sehr schön. Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Was? Tobi, macht bitte nie wieder dieses Gesicht, ich werde davon Albträume haben, sagt Oxer. Hey, du hast den Nistkäfer gecosplayt, komm hier nicht mit Albträumen. Ja, ach schön. Freunde, Freunde, auch heute werden wir, genau wie die letzten Male, spielen, was das Zeug hält. Eine kleine Pause gibt es nachher, auf jeden Fall auf der Mitte. Das ist das Falsche. Ja, das war Vorbereitung. Dich, dass du es rausziehst. Entschuldigung, ich habe dann nämlich schon ein anderes gesehen, was ich mal schon mal anteasern wollte. Aber du hast das da drüben. Wir haben ja diesmal ein spezielles Produkt im Crowdfunding, das sich vor allen Dingen an die Leute richtet, die den Stream gucken, aber das Spiel nicht spielen, sich aber so ein bisschen für die Hintergründe interessieren und das Projekt unterstützen wollen. Und zwar ist das das Willkommen an Bord-Buch. Das ist jetzt hier in doppelter Größe produziert worden, damit ihr es in die Kamera zeigen könnt. Damit ihr es besser sehen könnt, ja. Wir machen da so ein super niedliches kleines Taschenbuch, das dann ein bisschen dicker wahrscheinlich wird als das. Ja, ist nämlich inspiriert von den Welcome to Vietnam Büchern der US Army, mit denen ihre Soldaten vorbereitet haben. Also das ist halt so das kleine Büchlein, das jeder, der an Bord der Maya Victoria geht, von der Reederei bekommt, zur Orientierung auf dem Schiff. Und mit ein paar arktischen Überlebenstipps, für die dann keine Garantie übernommen wird, dass die real funktionieren. Ja, zum Beispiel im Wärmetauscherraum riecht es nach Käse. Sex. Fickmuff. Käse. Fickmuff. Speck und Käse. Speck und Käse, genau. Und Speck und Käse. Und Verrat. Ja, also Verrat riecht nach Speck wir würden uns und Käse. Auf jeden Fall sehr freuen, wenn alle von euch, die unsere Rollenspiel-Streams geil finden, die aber keine Rollenspieler sind, sich dieses Buch holen als Andenken und als Unterstützung für das Projekt. So ist es. Natürlich freuen wir uns auch über jeden, der kein Rollenspieler ist, der die Box kauft. Das ist auch ein geiles Andenken. Und in den Büchern stehen natürlich Unmengen Hintergründe zu der Geschichte, zu den Charakteren. Komm weg. Wer sich also dafür mehr In-Depth-Informationen interessiert, die Maus kann es uns einfach auf rollenspiel.stream. Da ist ein Button, der zum Crowdfunding führt. Genau. So ist es. Ausrufezeichen PNP. Da habt ihr den Link. Rollenspiel.stream kriegt ihr alle Infos über das gesamte Projekt, auch die Livestreams. Donner.house/cf3, das ist der Link für das Crowdfunding. Denn ihr könnt euch, wie gesagt, auch dieses Mal wieder eine fantastische Box sichern. Haben wir euch beim letzten Mal gezeigt. Zeigen wir euch nachher in der Pause auch noch ein bisschen ausführlicher. Da gibt es nämlich eine ganze Menge, was ihr euch ergattern könnt. Wird wieder eine fantastische Box. Könnt ihr im Crowdfunding euch genau angucken. Es gibt Stretch Goals, das heißt, je mehr Leute supporten, umso fetter werden die Boxen für alle Leute, die supporten. Außerdem gibt es da auch, wie gesagt, ne, selbst im kleinsten Tier für alle, die die Box nicht haben wollen, aber trotzdem vielleicht einen kleinen Obolus dazugeben wollen, dieses nette Willkommen an Bord Büchlein, was wir gerade gesehen haben. Das ist auch bei den anderen Paketen überall dann mit dabei. Alle anderen bekommen das ja auch. So ist es. Außerdem wollen wir nicht nur Danke an euch alle sagen, dass ihr immer so regelmäßig einschaltet, sondern vor allem auch vielen Dank für die ganzen Subs, die währenddessen reinkommen. Auch das für uns Support. Ne? Vielen Dank dafür, die ganze Technik hier. Die kostet ja auch einen kleinen Talerchen. Deswegen vielen Dank wirklich für eure Unterstützung. Es ist highly appreciated. Außerdem auch noch einen dicken Dank. Von uns allen, ja, definitiv. Ich finde es wirklich highly appreciated. Ja, ist wirklich so. Ja. Deswegen auch nochmal ein dickes Dankeschön an unsere Partner. Ich fand nur highly appreciated so gut. Das sind nämlich Holzkern, Displayed und Ergotopia, die uns Stühle zur Verfügung gestellt haben. Die zeigen wir euch nachher in der Pause nochmal ein bisschen genauer. Sie sind heute, da sind noch nicht alle da, aber Thorsten und Tobi sitzen heute schon auf Zweien und freuen sich sehr über die gesteigerte Gemütlichkeit auf Rücken und Gesäß. Gibt das nämlich +4 Gemütlichkeit. Von beidem habe ich viel. Ja, ja. aber ihr könnt da gerne auch schon mal, wenn bis zur Halbzeitpause könnt ihr Ausrufezeichen Holzkern, Ausrufezeichen Display, Ausrufezeichen Ergotopia in den Chat ballern, dann
kriegt ihr alle Infos, die ihr braucht. Ja. So ist es. Wir haben heute auch wieder fantastische Fanart, natürlich. Ja, wir haben ein paar tolle Fanart-Einsendungen bekommen, die werden wir dann in der Pause angucken. Die gucken wir uns in der Pause an, so ist es. Freuen wir uns schon sehr, sehr drauf. Ja. Ich bin sehr gespannt nach der letzten Ausgabe. Gab es ja dann doch die eine oder andere Situation, die vielleicht zu kreativen Ergüssen erregt hat. Bin ich schon sehr gespannt drauf, was ihr so Feines gebastelt habt. Und wenn ihr wollt, gibt es auch während des Pen and Paper Zeitraums natürlich wieder Pen and Paper Merch, ein T-Shirt mit dem Hero Shot und einen Hoodie mit dem Augenstern. Einfach vorbeischauen, shop.drfreud.de und euch gönnen. Das sei noch dazu gesagt. Ja, so ist es. Und unter allen Leuten, die das Crowdfunding ab den Box-Tiers unterstützen, also nicht bei dem kleinen Buch allein, aber bei allen, die tatsächlich ein Rollenspiel damit spielen wollen, verlosen wir dieses Würfellederbrett von Kaiju Leather. Also original das, das hier auf dem Tisch liegt. Und auf Wunsch können wir das natürlich auch noch auf der Rückseite alle unterschreiben. Sehr hochwertiges Leder, wenn man das, jetzt muss man in der Hand gehalten haben, um zu verstehen, das ist wirklich ein ganz, ganz schweres, ja, tolles Baby Produkt. Baby von Godzilla gestorben. So ist es. Ja, ganz, ganz toll. Und das ist alles Handarbeit und so. Von uns eingewürfelt, ne? Weil ihr bekommt nicht irgendeins, sondern das. Nee. Gab doch viele Godzilla-Babys in dem Film mit dem Würmermann. Das stimmt. Der Würmermann. Ja, mit Jean Reno war das, ne? Würmermann. Jean Reno und wie heißt er? Matthew Broderick. Ja, genau. Das war der Hollywood-Godzilla-Film. Den ersten, glaube ich, den Hollywood umgesetzt hat. Der erste US-Godzilla. So ist immer noch. Der sah einfach aus wie ein fucking T-Rex. Würmermann. Ja, der Würmermann. Der Würmermann. Stand der aus Würmern? Eine Frage da beantworten. Hat Würmer erforscht. Ach so, okay. Ja. Stand der ja, jemand wollte nämlich wissen, ob unsere Yanasara-Sets Fantasy-tauglich sind. Schön, dass du in unseren Shop geguckt hast. Ja, sind sie natürlich. Deswegen gibt es auch einen Drachenfriedhof unter anderem. Die sind speziell für Fantasy-Rollenspiele. Ja. Ich denke, ich wollte gerade sagen, das ist ja, glaube ich, schon sehr Fantasy. Yanasaras Kartentasche ist Fantasy-orientiert. As Fantasy as it comes. So. Ja. Wollen wir anfangen? Oder nicht? Gehen wir rein in den Aal. Ja, wir haben natürlich wieder für euch eine kleine... Ich habe keine Lust, mir die Schulter auszukugeln. Kleine Zusammenfassung. Wir haben eine Zusammenfassung, wir haben unser Intro und... Wow, das ist viel diesmal. Ist auch viel passiert. Ich glaube, ich schreibe auch groß, damit ich es gut lesen kann. Verstehe ich. Hast du jetzt alles ausgedruckt? Nein, habe ich nicht. So, dann würde ich sagen, fangen wir mit dem Intro an. So ist es. Du kannst gerne die Musik dann einmal beenden, oder? Ja. Je nachdem, was du hören möchtest. Ha, Flo, Alter. Ich habe Stapelchips. Das kann einfach nur Super Mario einem Gegner gestorben ist zum Boss. Weißt du, was ich meine? Mir auch gemütlich. So, Donnerhaus hier, wie wir bei uns immer sagen. Ich fasse zusammen. 1947, kurz vor Weihnachten. Für eine kurze Zeit wehte ein neuer Wind an Bord der Maya Victoria. Kapitän Renard ersetzte Mr. Lambert als ersten Wachoffizier. Und während Gunnarsson sich Sorgen um die Diebstähle machte, machte Renard den Bock zum Gärtner, als er Fritz Struve zum Zahlmeister ernannte. Alles, damit die Moral erhalten blieb, während sie dem vermeintlichen Notruf der Alfhild Sörensen in Richtung Franz-Josef-Land folgten. Die nächsten drei Tage verliefen geruhsam. Bolek stellte Rieke hinterher, während der Aal mit Marsatz eine Flasche Wodka nach der anderen vernichtete. Struve brachte derweil den Schwarzmarkt zum Erblühen. Am Tag vor Weihnachten jedoch rief Monsieur Renard den nichtsahnenden Fritz Struve auf die Brücke und ließ seine Tarnung fallen. Sein Name war eigentlich Reinhard und er kannte sogar Struves Bruder Wilhelm. Ohne viel Aufwand übernahm Reinhard das Kommando über das Schiff. Bei der Lady Liberty begann der Widerstand gegen diese Meuterei, als Lily Sophie dem Ganoven, der ihr Flugzeug sichern sollte, erst die Zigarette aus dem Mund peitschte und ihn dann über den Haufen schoss, als der Siggi den Schiffsjungen mit einer Waffe bedrohte. Die größten Feinde von Bolek und dem Aal hingegen waren die Nachwehen ihrer eigenen karnalen Gelüste. Beide mussten sich aus einer misslichen Lage befreien. Bolek aus dem Wärmetauscherraum, wo Rieke ihn gefesselt zurückgelassen hatte,
und der Aal flutschte angetrunken durch das Bullauge seiner verrammelten Kajüte und kletterte die Bordwand hoch. Lily-Sophie schlich derweil durch die Dunkelheit nach vorn. Auf dem Weg zur Küche konnte sie die Meuterer belauschen, wie sie die Boote bereit machten. Ein paar waren auf Patrouille und unterhielten sich darüber, dass sie hofften, dass sich ihr Vertrauen in Kommandant Reinhard auszahlen würde und seine Versprechen von der ominösen zweiten Sonne wahr würden. In der Schiffsmesse trafen schließlich alle wieder aufeinander und es kam zum Kampf gegen Reinhards Männer. Dabei gelang es Oleg und Bolek, sich gegen Masaz zur Wehr zu setzen, bis Bolek ihn schließlich mit einem kräftigen Hieb mit Old Spikey, dem tiefgekühlten Tiefseefisch, außer Gefecht setzen konnte. Doch gerade als der Druck durch die Feinde immer größer wurde, ich hab ihm dreimal den Rücken gestochen, ging ein Beben durch das Schiff. In all dem Chaos war die Maya Victoria auf eine Seemine gelaufen. Mit offenen Schotten und einer eingesperrten Crew war das Schiff nicht zu retten. Das sah auch Reinhard so, der nicht ohne einen Hauch Selbstironie das Kommando an den erfahrenen Kapitän Gunnarsson zurückgab, bevor er sich absetzte. Es hieß nun, rette sich, wer kann. Bennett machte über die Bordsprechanlage noch eine Warndurchsage und holte medizinisches Material von der Lazarettstation. Die anderen rannten da bereits um ihr Leben, dem Wasserflugzeug Lady Liberty entgegen. Oben bei den Aufbauten machten sich Reinhards Leute daran, das Schiff mit den großen Motorbeibooten zu verlassen. Lotti stand an der Deckreling und schaute den Fliehenden zu. Einer von Reinhards Männern brüllte das Mädchen an, zu schießen. Doch sie hatte nicht vor, das Feuer zu eröffnen auf die Leute, die ihr vor kurzem noch das Leben gerettet hatten. Bolek hingegen sah nur, dass Lotti nun zu den Feinden gehörte und fühlte sich hintergangen. So beschloss er, einen feurigen Abgang zu machen. Er improvisierte einen Molotow-Cocktail, der unweit von Lotti in Flammen zerbarst. Wenige Augenblicke später sprang das Mädchen schreiend und mit brennender Kleidung über Bord. Ein weiterer Mann stand lichterloh in Flammen. Der Kampf endete einseitig, als Bremse mit seinem MG-42 loslegte und unseren Protagonisten keine andere Wahl ließ, als zu fliehen oder zusammengeschossen zu werden. Nur mit viel Glück schafften sie es gerade noch in letzter Sekunde, mit der Lady Liberty zu starten, während Bremse nach mehr Munition brüllte und den heißgeschossenen Lauf seines Maschinengewehrs wechselte. Weg von der sinkenden Maya Victoria und nordwärts, der einzigen Insel entgegen, die sichtbar war. Doch die Maschine hatte kaum Sprit und auch Funkgerät sowie der Kompass waren durch mehrere Schüsse aus nächster Nähe wohl bereits vor Start der Meuterei vorsorglich sabotiert worden. Der Flug dauerte kaum eine Viertelstunde. Im Tiefflug sausten sie über eine künstlich geschaffene Struktur, bevor das Flugzeug zur Landung ansetzte. Nur dank dem gewaltigen Ego der Wettermeier und der tatkräftigen Hilfe ihrer Passagiere gelang ihnen eine Crashlandung in der eisigen Einöde der unbekannten Insel. Vor allem der Scheibenwischer. Benommen wankte die Pilotin aus dem Wrack und verschaffte sich einen Überblick über das Trümmerfeld. Alle schienen am Leben zu sein, auch wenn sie fast alle verletzt waren. Und das arktische Wetter kroch ihnen bereits eisig unter die Kleidung. Nicht nur das. Baslabett, danke schön. Sondern deine Hand bei mir auch, oder was? Ich bin ja ganz woanders. So. Gar nicht bei euch. Im Geiste. Lily-Sophie Wettermeier. Du hast dir die Schulter ausgekugelt beim Absturz. Ja. Und das ist ja eine sehr dramatische Landung gewesen. Das stimmt. Ich verteile jetzt erst einmal Dramapunkte, denn ihr seid alle erfolgreich von der Maya Victoria entkommen. Dafür bekommt ihr jeder einen Dramapunkt. Einen gibt es an Fritz weiter. Ich möchte ganz kurz bemerken, dass unser Australier bereits drei Dramapunkte bunkert. Ja, ich kann maximal fünf haben. Hat er vier. Außerdem bekommt Lily-Sophie Wettermeier für ihre völlig unglaublich heldenhafte Landung einen weiteren Dramapunkt. Denn Stich. Wenn ihr euch erinnert, das ist eine epische Herausforderung gewesen. Ja, das gewesen. War insane. 200. Ebenfalls. Gut, wir haben alle ziemlich viel geopfert auch. Für das größte Opfer bei der Landung bekommt Bolek einen weiteren Dramapunkt. Und dafür, dass er bei der Flucht von der Maya Victoria nicht nur an sich selbst, sondern auch an die Mannschaft gedacht hat, bekommt Warren Spencer Bennett ebenfalls einen zusätzlichen Dramapunkt.
Wow. Und hat jetzt 5 Dramapunkte, wie ich sehe. Mhm. Mhm. Hi, Paul. Okay. Voll ausgestattet. So. Ich fühle mich auch geschadet, obwohl ich so viele Leute retten wollte. Wolltest. Schrieb er in seinen Memoiren. Lügend. Ich hätte auch gehen können. Ich hätte mich auch den Deutschen anschließen können. Das hättest du gekonnt, ja. Vielleicht hättest du dafür sogar Dramapunkte gekriegt. Ich hätte es dann auch gebracht, im Leben rauszukommen. Leute haben tatsächlich in der Community gefragt, was denn passiert wäre, wenn man sich dieser Meuterei und den Männern von Kommandant Reinhardt anschließt. Dafür müsst ihr das Spiel selber spielen, dann könnt ihr das ausprobieren. Das Schöne, wenn man sich die Box kauft, die Wege stehen euch offen. Ne? Das ist wie in guten Videospiel-Rollenspielen, Baldur's Gate, wie auch immer. Ne? Es gibt halt viele Wege, die ans Ziel führen und dementsprechend auch unterschiedliche Geschichten, die man erleben kann. Viel besser als jedes Computerspiel, denn alle Sachen, die ihr euch ausdenken könnt, funktionieren, nicht nur die, an die die Programmierer gedacht haben. Das ist wahr. Ja, Lilly Sophie. Ja, ich will direkt... Weil ich muss mich ja um mein Flugzeug kümmern, was noch übrig ist und alles, was verteilt ist. Und nennen meine nicht Crew. Mehr Flugzeug. Nennen wir es Trümmerfeld. Meine Lady. Ja. Und würde deswegen direkt einen meiner Dramapunkte wieder ausgeben. Mhm. Mit meiner Spezialfähigkeit Hals- und Beinbruch. Mhm. Ich lese mal vor. Du liebst die Herausforderung und das Risiko, dabei fürchtest du weder Tod noch Teufel. Da bist du ganz wie dein Vater, der auch schon aus manchem brennenden Wrack geklettert ist und dabei kaum einen Kratzer davon trug. So will ich auch sein. Wir erinnern uns, das haben wir in FSG ja selbst erlebt, wo Leutnant Wettermeier aus seinem abgestürzten Flugzeug gekraxelt ist und danach direkt ein Schachspiel gespielt hat. Ja. Und damit, das für Teufelsgeil. Damit sorgst du dafür, dass deine ausgekugelte Schulter direkt als vorbehandelt gilt, also erste Hilfe sozusagen erfahren hat. Fachgerecht versorgt. Ja, und fachgerecht versorgt ist. Das kostet mich einen Dramapunkt. Läufst quasi aus dem brennenden Wrack und renkst dir erstmal selber die Schulter ein. Ja, beim durch die Tür gehen. Wild. Tut auch gar nicht mehr so weh. Wir erinnern uns an einen anderen Wettermeier, der auch gut dabei sein war nach seinem Crash. Ja. Ja, die zerfetzten Rotorblätterreste drehen noch langsam am Motorblock aus, den es aus dem Flugzeug halb herausgerissen hat. Überall tropft dampfendes heißes Öl in den Schnee. Eisiger Wind bläst um dich herum. Du kannst sehen, dass die Ausrüstung, die im Flugzeug verstaut war, liegt überall verteilt. Die Sicht reicht kaum 5 bis 10 Meter weit. Dann geht alles in so einen diesigen weißen Schleier über. Du kannst Struve sehen, der sich aus dem Wrack geschleppt hat, sich erstmal abklopft, ein paar Meter weiter wühlt sich Bennett aus einer Schneewehe, schüttelt seinen Hut aus und setzt ihn auf, bevor er sich erst einmal orientiert. Von Oleg fehlt jede Spur, den kannst du nirgendwo sehen. Und Bolek sackt ein paar Meter vom Flugzeug entfernt, gerade auf die Knie, mit der Hand an der Seite und sinkt so ganz langsam in sich zusammen, wie du das schon einige Male gesehen hast in deinem Leben von schwerst verletzten Menschen. Nur Sigi, der Schiffsjunge, scheint physisch völlig unverletzt zu sein, bis auf eine kleine blutende Schramme an seiner Stirn, zittert allerdings wie Espenlaub und hat deswegen große Schwierigkeiten, sich erst einmal eine Zigarette anzuzünden und seinen Flachmann aus der Tasche zu fingern. Was er beides tut, was er beides gerade tut. Ja. Und er ist in der Nähe. Ja, er sitzt noch auf seinem Sitz. Er sitzt noch auf seinem Sitz in dem Flugzeug, das kein Dach mehr hat und dem eine Tragfläche fehlt und dessen Heck weg ist. Mhm. Okay. Wie olle Brad Pitt in World War Z. Ja. Also ich guck mich um, sehe Bennett, sag gut. Fritzi, geht's dir gut? Nur irgendein Metallsplitter in meinem Körper. Aber geht. Geht. Dann laufe ich zu meiner Ex-Liberty. Weber und Mills passt immer noch ein Metallsplitter. Also du kannst sogar durch sie durch und um sie herumlaufen in ihrem aktuellen Zustand. Ich gucke mich dabei auch um und suche meine Skier und meinen Verbandskasten. Ja. Ich kremple erst einmal meine Ärmel runter. Du krempelst deine Ärmel? Jacke habe ich nicht. Du bist kalt, deswegen suche ich noch den Fallschirm noch. Wir hatten ja Fallschirme und Decken an Bord. Ich weiß gar nicht genau, wo die sind. Wir hatten Fallschirme? Also Fallschirme an den Kisten, genau. Ja.
Einer der Fallschirme, der an einer Kiste befestigt war, hat sich losgerissen und weht so als ein knallroter Ballon in diesen Eiswind davon. Einen weiteren findest du einigermaßen also intakt, ein bisschen angefleddert noch, auf der Kiste vertäut, an die er gebunden war. Okay, den schnapp ich mir, ruf nach Bennett, komm, hilf mir, dem Bolek geht's richtig schlecht. Laufe. Was hat der Bolek? Ich glaube, der verliert zu viel Blut. Wo ist der? Ich kann ihn nicht sehen. Komm mit, dann nehme ich den Bennett mit. Verdammter Schnee. Und ich greife meinen Sack. Habe ich den noch in der Nähe? Ja. Mein Sack mit Krempel? Ich nehme meinen Sack mit Krempel mit. Ist gut, ja. Und dann geht ihr zu Bolek? Wir gehen zu Bolek und ich möchte sofort meine Skier in den Boden rammen und den Fallschirm drum wickeln, damit er nicht so im Kalten liegt. Windgeschützt. Gut, während ich sehe, was sie macht, gehe ich zu... Du kommst ja mit, einfach ne? Schnell Lazarett. Ich gehe mit der mal mit. Zu Siggi und gebe dem erstmal eine Backpfeife. Siggi springt auf und backpfeift dich zurück. Gut, das heißt, du bist wieder aktiv. Noch alle Tassen im Schrank? Na, du hattest ja keine mehr. Mann, was stimmt nicht mit dir? Ich rauche nur eine Kippe. Jetzt nicht mehr. Tschüss. Ich nehme Sigis Zigarette. Die hast du ihm gerade aus dem Gesicht geschlagen. Ja, ich nehme, die liegt, oder ist sie sofort ausgegangen? Die ist weiß, die ist schwer wiederzufinden. Ich dachte, sie glüht. Er holt sich eine neue Zigarette raus. Steckt sich hier in den Mund. Okay, dann nehme ich die ihm aus dem Mund. Zieh kurz einmal dran. Ja. Gib sie ihm zurück. Ja. Sag, wir müssen den anderen helfen. Raymond! Er nimmt die Zigarette und wankt wirr herum. Ray! Raymond! Jetzt ein fickes Raymond! Das ist ein Codewort? Yeah, hat irgendjemand Raymond gesehen? Safety word. Bennett? Bennett, hast du Raymond gesehen? Seh, ich habe ein anderes Problem. Der Krack ist. Wer ist Raymond? Noch nicht am Arsch. Okay, vielleicht habe ich mehr Schaden angerichtet als vorher. Where's the all? Siggi. Ich weiß nicht, ich habe den noch nicht gesehen. Bist du klar? Ich bin bei klar. Mir? Ja? Geh mal rum und guck, ob du den Aal findest. Den Aal? Den Paulen. Den Pollack. Ich hab den einen Pollack, find den anderen Pollack. Pollack, der Freund vom Kraken. Ja, der andere Pollack. Pollack und Pollack. Oh, das ist der Aal. Jetzt macht alles Sinn. Okay, wenn du irgendwo Raymond, The Rodent of Ramsgate siehst, sagst du mir Bescheid, er geht los. Of course. Ich glaube, er halluziniert. Geil, sie ja. Ich glaube, Pollack geht's nicht gut. Ich hab hier einen Verbandskasten. Geht's definitiv nicht gut. Was brauchst du? Soll ich noch irgendwas suchen? Decken? Decken sind immer gut. Feuerholz. Ich glaube nicht, dass wir ein Feuer gestartet kriegen. Können Sie sich mal umgucken, welche Kisten überlebt haben? Ja. Okay. Das renne ich sofort auch wieder los. Ich wende mich mal zu dir. Dem blutenden Kraken zu. Hi! Bist du noch bei mir? Hä? Bist du noch bei mir? Kannst du sprechen? Brauchst du eine Zigarette? Du merkst, wie er sagt nein. Du merkst, wie du mit jedem Herzschlag schwächer wirst. Wie du dich immer trüber fühlst. Wie die Kälte so ein Gefühl so ein bisschen nachlässt um dich herum. Mama, nur noch 10 Minuten. Oh Gott. Miss Vettermeier, Lampe. Ja. Schmeißen Sie mal hier rüber. Oh. Lampe fällt runter. Ich kann den Aal sehen, ruft Siggi. Hey, Aal. Aal. Ich höre was. Ich sehe was. Ich folge der Stimme. Ja, Siggi kommt auf dich zu, winkt. Siggi! Ich glaube, es ist Siggi. Ich weiß nicht. Kann auch sein Polarbär. Vielleicht soll ich rennen. Er lebt und er hat noch alle Glieder. Ah, Polarbär. Guter Anfang. Ich laufe dahin. Frag ihn mal, was er sonst noch hat. Okay. Ich habe Batterien gefunden. Hervorragend. Okay, ich würde mich jetzt gerne mal um Bolek kümmern wollen. Erstmal gucken, was der hat. Ja. Was hat der Bolek denn? Also, ich nehme an, er hat seine Hände auf seiner blutenden Wunde. Ich habe Stress, Erschöpfung, Schmerz und vor allem habe ich leider Gottes die Zustände berauscht und du verblutest. God damn. Ja, also du kannst sehen, ihm ist so hier die rechte Seite an den untersten Rippenbögen von irgendeinem scharfkantigen Metallobjekt aufgeschlitzt worden und er blutet wie Sau. Okay, bluten ist erstmal schlecht. Da wollen wir uns als erstes drum kümmern. Was sagt denn, du verblutest auf der Rückseite? Was steht da bei Erste Hilfe? Erste Hilfe, 20, fordernd. Dauer, eine Rast. Oder eine Handlung nötig verbinden. Mhm. Behandlung. Okay. 35 in Klammern kaum zu schaffen. Ja, das kommt später. Erst einmal will ich ihn vom Sterben abhalten. So. Hilfreich. Infusion, Transfusion. Verbinden. Gut. Also, ich nehme erstmal Verbandszeug, das ist ein guter Anfang. Ja.
Sie hat einen Verbandkasten vorbeigebracht, ne? Ja. Den würde ich gerne benutzen. Wie weit weg bin ich eigentlich? Du torkelst da jetzt langsam drauf zu. Also, okay. 20, also ich habe noch nicht gesehen, dass Bolek gerade ausblutet. Nee, aber das ist das Erste, was du bemerkst, dass die alle um den clustern. Nicht? Sigi geht dann auch mit dir direkt dahin. Wettermeier ist da, Bandit ist da und der packt da Verbandszeug aus und sie hält Bolek davon ab, dass er direkt umkippt und in den Schnee fällt. Was macht Fritz? Ich suche Kisten. Okay. Suchst du gezielt nach irgendwas oder erstmal alles zusammentragen? Ich gehe zu dem Nächsten, was ich sehe. Ja. Gut, du findest diese Kiste. Du bekommst einen Punkt Schmerz für deine Suche und das Zurückschleppen der Kiste. Achso, der Punkt Schmerz. Dankeschön. Denn du hast ja immer noch diesen Steckschuss, der dich quält. So. So, ich würde jetzt gerne Bolek versorgen wollen. Ich habe das Gefühl, Lili Sophie hilft mir. Kann ich machen, ja. Du beginnst mit der ersten Hilfe. Ja. So, die Schwierigkeit, wie Flo vorgelesen hat, ist 20 für die erste Hilfe. Ich habe den Eindruck, komm ich schnell in so einem Rauch. Eisiger Wind weht. Gut, hilft ihr schönes kleines Windzelt, das sie da aufgebaut hat? Mhm. Oh ja. Das neutralisiert dieses Problem weitgehend. Ach, sobald dann Oleg und Sigi auch da sind. Ich würde auch ganz kurz, während ich ankomme, ich mache mir natürlich tierische Sorgen. Bolek, geht dir gut? Oh Gott, Bolek! Dann bleibt nur noch die klirrende Kälte selbst. Oleg, du blutest wie ein Schwein. Was? Dann eine 25. Oleg, Ich würde ganz gerne in weiser Voraussicht, weil ich weiß, dass Verbluten während Kälte ganz schlecht ist in Kombination, würde ich ganz gerne Bolek mein Südwester und meine Lederjacke noch umbinden, damit ihm ein bisschen warm wird. Ja, du legst ihm die so über, ne? Wie so eine. Genau, ich würde die ganz kurz zu dir mal rüberschieben. Habe ich Jacke? Ja, ist aber nochmal 3 Punkte Schutz vor Kälte. Ist gut. Dafür friert der gute Aal ein wenig mehr. Ja, ich friere halt ein bisschen mehr. Das ist kein Problem. Ich mache jetzt erstmal notdürftige Erstversorgung bei Bolek, damit er uns nicht abnibbelt. Ich denke, das ist ein guter Anfang. Ja. Ich bin auch gar nicht so schlecht ausgestattet. Ich denke, das wird sich rasant ändern, so wie ich euch mal angucke. Ich verbrauche dieses Verbandpäckchen, logisch. Kann ich mein Chirurgiefeldbesteck benutzen, um die Wunden so ein bisschen zu richten und sowas? Das wäre Behandlung. Und ein Verbandkasten. So, erst einmal machen wir erste Hilfe, weil das ist einfach und geht schnell. Gut. Hey, mach mich mal heil, Alter. Australier, kann ich irgendwas tun? Digga, du hast 5 Dramapunkte zu bunkern. Man muss es nacheinander machen. Australier, ich muss irgendwas. Man muss das erst. Kann ich helfen für Bolek? Erstmal versorgen. Was soll ich tun? Nein, okay. Da gefällt mir die Herangehensweise schon nicht. Soll ich was holen? Soll ich was machen? Erstmal ein Pflaster. Gib mir eine Aufgabe. Find erstmal raus, was wir sonst noch für Equipment haben. Ich hab die Wettermeier, die hilft mir, das reicht. Okay. Scheint mir auch nicht ganz klar zu was sein. Was ist das Problem? Er blutet aus. Alles in Ordnung. Ich hab Blutplasma gefunden. Das ist schön, aber ich werde jetzt kein Blutplasma anmischen. Okay, dann nicht. Dann rett ihn halt nicht. Ich dreh wieder um. Nimm den Scheiß mit. Wir müssen aus dem Blizzard raus. Was für ein Blizzard? Davon höre ich zum ersten Mal. Ah, ich weiß auch nicht. Der da hinten. Der Australier. Der auf uns zukommt. In dem Skierzelt siehst du das, kriegst du das gar nicht so mit. Ist Australien eine Wetterfee? Weiß ich nicht. Aber Wettermeier hat gesagt, sie ist hier gelandet, weil auf der anderen Seite der Insel ein Schneesturm ist. Oleg, kannst du die Plane halten? Ich würde wirklich gerne nach Raymond suchen. Ich kann Plane halten, ist kein Problem. Ja, gib die Plane und geht. Raymond! Okay, ich würde jetzt gerne meine Herausforderung abwickeln wollen. Ja. Erstmal, ich unterdrücke meine Statuseffekte. Ja. Sonst bin ich nämlich echt unfähig, das zu tun. Ich denke, den einen Hunger da, ach, weißt du was, den behalte ich auch gleich unterdrückt. Sicher, sicher. So, damit habe ich keine Statuseffektprobleme mehr. Ja. Ich baue meinen Pool erst einmal aus meinem ganzen Equipment hier. Das sind bereits 14, nur durch Equipment. Ja. Dieses Verbandpacking ist dann verbraucht. Ja. Dazu Medizin 7 und ich würde sagen, geschickt ist keine schlechte Wahl, in dem Fall 6. Mhm. Also 7 plus 6 sind wir bei 13, wenn mich nicht alles täuscht. 13, ja. Plus die, was hatte ich gesagt? 14. Da sind wir bereits bei 27. Ich denke, ich habe die 25 bereits geknackt. Ich habe ja noch ein Verbandspäckchen gefunden. Schadet nicht, werden wir gleich bestimmt noch brauchen. Helfen Lederjacke und Südwester, dass er nicht mehr so, dass die Kälte nicht mehr so stört? Oh, die Kälte kommt noch. Das ist eine schöne Aussage. Ich kaufe einen Würfel und gebe das mal alles. Aha. Ja, so. Das ist der Würfelbunker. Ja. Yeah. Wo ist gut? Ja, das ist nicht gut. Shit. Eine 1 und eine 7. Okay. Das hat sich nicht gelohnt. Wo war ich? Ich war von bei 27. Ja. Doch, sind 8 anstatt 5. Dann war ich 5. bei 22 plus 7 sind wir bei 29. 29. 8. Plus 8. Die 1 zählt ja trotzdem. Ja klar, aber eine davon habe ich bezahlt. Das heißt, ich bin runter auf 22 plus 8 bin ich nur bei 29. Weißt du was, wir müssen mit... 30. Nein, 30. 30? 8 und 22 sind 30. Ja.
Außer in New Math, das ist irgendwas, was kein Mensch versteht. Stimmt, New Math. Gehen wir 5 Punkte bis zu einem, opfer zu einem Jahr. Also, opfer ich was zu einem Jahr. Wie kann ich dir denn helfen? Ich dachte, sie hilft dir, hast du hilft eben gesagt. Aktiv, möchtest oder? Du aktiv helfen? Ja, ich kann aktiv dir aktiv helfen. Dann darfst du einen Punkt Ausdauer oder Moral ausgeben und einen Würfel werfen. Ich würde eine Ausdauer ausgeben. Ja. Weil das ist ganz schön. Bitte, nach allem. Würfel. Und who the fuck is Raymond? Ich glaube, ich habe meinen Hosenträger verloren. Gerade. Australian Math. Ja, Australian Math is down under. Huch, ich habe Blitz. Blitz. Oh, okay. Okay. Stabui. Schau mal einer an. Dann sind wir bei 40 und das ist ein Jahr, 5 Punkte und einem Jahr und. Und er kriegt ein wundervolles, fachgerecht versorgt von mir. Was? Du kannst gerne einmal lesen, was das bedeutet. Aber es sind nur noch 5 Punkte von einem Jahr und entfernt. Ja, aber das spielt keine Rolle in dem Fall. Ja, ein Jahr reicht uns. Aber keine Infusion oder irgendwas gekriegt, das heißt berauscht bleibt, ja? Ja, das müssen wir alles nacheinander noch abarbeiten. Erstmal stoppe ich deine Blutung. So. Das heißt, die imminente Wirkung von Blutung ist gestoppt. Das ist schon mal gut. Okay. Mit dem Südwester sieht er großartig aus. Ne? Wir können fast denken, er ist Oleg. Hat mir Oleg geliehen. Okay, was wir hat haben er? Nicht nur Körper, wir haben auch Herz. Hat er sonst noch irgendwelche Verwundungen? Ich meine, jetzt, wo ich ihn vom imminenten Sterben abgehalten habe, möchte ich gucken, ob ich ihn noch ein zweites Mal vom imminenten Sterben abhalten muss. Naja, sagen wir mal so, bevor die Szene endet, solltest du das tun, weil das bleibt. Ja. Anhalten, bis du stirbst. Also das anhalten, heißt ja, dass du stirbst, weil wenn die Szene endet, habe ich minus 4 Gesundheit, was bei 3 Punkten Gesundheit richtig schlecht ist. Scheiße. Okay. Ja. Ah, Gottdammit. Vielleicht Blutplasma, gute Idee. Ja, du wolltest ja nicht 35 Herausforderungen. Okay. Ich kaufe mal eine zweite Handlung. Ja. Was geht? Mit Drama? Ja, man kann mit Drama unter anderem zusätzliche Erste-Hilfe-Versorgung kaufen. Heroic Medicine nennt man das dann sozusagen. Der ackert da jetzt also wie so ein Wunder-Medic los. Bennett, ich glaube, das reicht noch nicht. Ich glaube auch nicht. Der kratzt mir gleich ab. Genug Hexen gesehen, um das zu gleich verstehen. Gleich unterkühlt er mir auch noch. Ich hoffe, er unterkühlt mir nicht, weil ich krieg den hier nicht warm. Wir sind in einer Eiswüste. Okay. Wir können ja nach Holz suchen. Aber wir kriegen kein Feuer an, ne? Oh Gott, Raymond, da bist du ja. Siggi fischt eine Tasche aus dem Schnee und zieht eine große Kaffeedose, wo so eine dicke, glückliche Mama mit einem Kaffeepott drauf gedruckt ist, raus und schiebt die erstmal unter seine Jacke, macht den Deckel auf und pustet warme Luft hinein. Der Junge ist doch ein Frosch drin. Ich sagte, das ist eine Echse. Siggi, Strohe! Ja. Ja. Das Blutplasma. Hast du Wasser? Siggi. Ich hab Schnee. Hier ist überall Schnee. Schnee ist kein Wasser, Schnee ist doch, ich Schnee. Ich kann das in den Händen zu Wasser machen. Ich hab Schnaps. Ich hab Holz. Ich hab Schnaps. Ich brauche Wasser. Ich muss das Blutplasma rehydrieren. Ich hab auch noch eine Lebensmittelkiste. Guck da mal rein. Hilft Urin? Nein, ich Australia werde kein ist nicht gut. Blut ist nicht aus Urin. Ist nicht gute Idee, Bolleck zu geben, einen Schluck Schnaps macht Blut dünn. Ist so, oder? Wir haben kein Wasser, richtig? Ich weiß nicht. Ich habe eine fade Soße. Oh Gott, damn it. Ich habe eben Holz gesehen. Ihr wart beide zusammen im Krieg. Ja. Hast du ihm irgendwann mal Blut gegeben? Ah ja, ich glaube ja. Du hast ihm Blut gegeben, er ist nicht gestorben wie ein schreiender Hund. Ich denke nicht. Ich kann mich nicht gut erinnern, war wenig Blut in mir, aber ging. Hat er dir Blut gegeben? Ich glaube. Oh, das heißt, sie haben dieses Dings. Sie haben das halt die Klappe, Siggi. Blutsbrüder, ja. Alte Krankenhausgeschichte. Okay. Das ist schon lange her. Das heißt, wir geben ihm dein Blut. Okay. Ah, oh, war fiese Infektion. Das ist keine Jacke mehr. Wie passt? ich krempel bei ihm erstmal Ärmel hoch. Und bei ihm brauche ich das nicht tun, weil er hat seine Jacke abgelegt. Ich will dir meinen Arschlitz an. Brauchst du nicht. Ich habe von Medizin nicht so viel Ahnung. Reicht denn dir? Ich habe von Medizin nicht so viel Ahnung. Ist gut, dass du den nicht hast. Du bist offensichtlich aktuell kein verantwortungsvoller Junge. Aber du musst mich machen auf für Blut. Ich nehme ein Transfusionsbesteck. Ah, ja, raus. Sowas. Okay, gibst du zurück. Danke. Klapp die Kiste auf, hol die Gummischläuche raus, schließ die Nadeln an. Diese wundervollen, großen, alten Nadeln aus der Zeit von damals. und piekste erstmal Oleg, um zu gucken, ob ich das hinkriege. Technische Frage. Ja. Da vorne dran ist sicherlich keine Kanüle, sondern eine Braunüle. Ja. Ich falle in Ohnmacht. Okay. also, hier ist das Bild. Ja, die werden sicherlich Braunhöhlen benutzt haben. Also, Oleg wird ohnmächtig. Nein, nicht wirklich. Oleg wird plümmerant. Ja, plümmerant. Oleg. Miss Wettermeier, könnten Sie den Jungen mal halten?
Oh, ich brauche eine Mutter. Ich kann nicht sehen, eigene Blut, ist nicht gut. Ich brauche nur deinen Arm. Der Schlauch ist rot aus Gummi. Hast du was gefunden? Vielleicht ich habe Raymond gefunden. Ich kann jetzt sinnvolle Sachen tun. Okay, dann such noch nach den Kisten, die hier rumgelegen haben, die wir dabei hatten. Guck, ob du eine findest. Mach ich. Vielleicht kann Siggi singen eine. Das sieht auch nicht gut aus. Eine Lied für den Ablenkung. Das ist ein Schluck aus meinem Flachmann. Ach komm, gib her. Er gibt dir einen Schluck aus seinem Flachmann und du kannst für die laufende Szene deinen Schmerz unterdrücken. Mhm. Dafür gibt dir Tobi einfach einen Punkt Moral, den du als Marker drauflegen kannst. Jo, pop's hier mal da drauf. Das ist doch prächtig. Dann suche ich auch wieder. Ja, und du glaubst, du hast gerade irgendwas gesehen, was sich im Schneewind bewegt hat. Ich, Siggi, kurze Frage nur. Ja. Ist da außer Alkohol noch was drin? In meinem Flachmann? Ja. Yeah. Wasser. Wieso? Okay, also verdünnte Alkohol. Verdünne meinen Schnaps, damit ich häufiger trinken kann. Wie? Die älteren Matrosen schikanieren mich dann weniger, weil sie mich für stärker und mutiger halten. Alles klar, aber... Was hast du gesagt? Sonst nichts. Das ist Raymonds Einfluss. Er macht mich zu einem besseren Menschen. In seiner Jacke rappelt es übrigens so ein bisschen, kratzt. Okay, ich denke, Raymond ist eine Maus oder eine Ratte. Ist das zufällig ein Stück Käse? Das ist das Bolling aufgebrochen. Eine ganz kleine Rieke. Entschuldigung, ich fasel. Das ist nicht das, was du eigentlich wolltest, oder? Hier, bitte. Kekse! Englische noch dazu! Das ist ein Festmahl für Raymond, the Rat, the Rodent of Ramsgate. Ah, eine Ratte. Ich dachte, es ist eine Ratte, ja. Er ist nämlich eine englische Ratte. Ich glaube, du bist besser dran, wenn es Raymond gut geht. Such in der Zwischenzeit bitte. Bitte such nach einer Kiste und lass mich nicht nochmal zugucken, wie du deine Ratte fütterst. Okay. Danke. Wie eine Vogelmutter. Ja. Warum hast du es nicht einfach zerbrochen? Ei, Zahlmeister Strube. Alles klar. Und ich gehe auch nochmal mit ihm suchen. Ja. Weil ich glaube, soweit ich weiß, sind noch zwei Kisten fehlerhaft. Ja. So. Gut, ich will ihn jetzt also versorgen und ihm dabei auch gleich noch ein bisschen Blut geben. Ja. Oleg. Und es schadet bestimmt nicht, Wundnähzeug dabei zu benutzen. Dann sag mir, was du machst. Ja, Moment. Also wenn ich, also erstmal fangen wir damit an, ihm ein wenig Blut zu geben. Und wenn ich der Meinung bin, das war genug Blut von Oleg... Wie blutig fühlt sich Oleg denn? Also ich bin bereit, da ausgereicht rauszuholen, bis er noch, solange er noch selber stehen kann. Ich habe drei Hunger. Ja. Mein Eisenwert ist sicherlich nicht gerade der beste. Also für jeden Punkt den Gesundheit, den er bekommt, bekommst du einen Punkt Erschöpfung. Und verlierst einen Punkt Gesundheit. Denkt ihr euch das gerade aus? Nein, das steht auf dem Transfusionsversteck. Achso, okay, danke. Danke. Ja, okay. Er kriegt dafür jeweils ein... Wie viel Gesundheit brauchst du, um nicht zu sterben? Fünf. Nee, zwei. Dann kriegt er von mir drei Gesundheit. Ich gebe ab drei Gesundheit und drei Ausdauer. Hä, wieso drei? Nee, nicht Ausdauer. Nicht Ausdauer, Erschöpfung. Zwei. Er kann, glaube ich, gar nicht mehr. Nicht zu sterben, zwei. Mach hervorragend. Drei. Nee, geht nicht. Nee, geht nicht. Maximal fünf habe. Ja. Achso, dann kriegst du zwei. Ja, und du kriegst zwei Punkte aber Erschöpfung. Olli war auch bereit für fünf. Du kannst dann versuchen wegzufressen, aber du hast zu viel Hunger. Ich habe Hunger, das würde überbrücken. Okay, also ich transfundiere erst einmal zwischen dem Aal und dem Kraken. Das sind zwei sehr ähnliche Lebewesen, insofern sollte das klappen. Aber du kannst die Transfusion doch einfach nie wieder abmachen und wir sind ein durchgängiger Kreislauf. Genau. Wir nähen sie zusammen. Ihr werdet endlich, ihr werdet zu Aalkrake. Endlich. Wie Catdog. Wir sind Kral. Der Kral. Der heilige Kral. Der heilige. Oder der Alke. Der Kral. Der neunarmige. So, jetzt ist die spannende Frage. Neunalige. Ja. Richtig ein reingeorgelt. Ich habe jetzt hier noch Blutplasma und Kochsalzinfusion. Kriege ich ihn damit stabilisiert? Ja. Okay, wundervoll. Dann pumpen wir das nämlich auch noch rein. Gut, dann würde ich sagen, ist der sein Verblutet danach los, ne? Es ist zumindest erst einmal hier, wie heißt es? Versorgt. Aber nicht mehr bereit. Ja, ich denke, das ist dann... Ist dann weg, ne? Ah ja, stimmt. Und jetzt kriegst du den Folgezustand. Bitte sehr. Bleichsucht. Bleichsucht. I beg your pardon. Ich habe viel Blut abgegeben. Ja. Kann ich mal angetrunken loswerden? Ich nehm's. Kriegt er das jetzt? Kriegen jetzt beide ein bisschen beschwipst, ne? Okay. Ich würde argumentieren, mein angetrunken ist weg. Nein, aber er verliert tatsächlich sein Berauscht. Ah. Durch die hohe Zufuhr an geben. Alkoholisiertem Blut. Ja.
Das ist doch schön. Auch viel besser durch mein Angetrunken. Wie ist das denn mit dem Zustand? Hm? Der bedarf ja nach Heilung. Was wird kommen? Dein Brausch ist weg. Ah. Also üblicherweise läuft es so, dass du ihn wegkaufen musst. Mhm. Irgendwann später. Wenn er gut versorgt wird, ist ein Teil davon bereits von sich aus abbezahlt. Ja. Also eine fachgerechte Erste Hilfe sorgt dafür, dass bereits ein Punkt abbezahlt ist. Wenn du noch danach noch Versorgung kriegst, und die ist auch sehr gut, sind nochmal 3 Punkte davon abbezahlt. Und wenn dein Zustand versorgt ist, sind die Kosten nur noch halb so hoch. Kurz auf der Rückseite der Karte steht unten, was es kostet, um es loszuwerden. Und wir werden das wahrscheinlich noch ein bisschen streamlinen für die also Box. Also bei Heilung. Im Test stellt sich mir heraus, dass das ein bisschen zu kompliziert ist. Ja. So ist das halt mit Alpha-Versionen, die man im Stream spielt, ne? Ja, genau. Kennen wir ja schon. Ja, kennen wir schon. Es ist aber das ist auch das Motto unserer Kochsendung, wir machen es falsch, damit ihr es nicht falsch machen müsst. Ja, das ist ich jetzt die 2 Punkte Gesundheit? Achso, die hätte ich dir geben können. Ach so, ja. My bad. Ich habe sie abgegeben. Bin den offiziellen Weg gegangen. So, er ist jetzt erstmal soweit einigermaßen stabil, ne? Außer es halt Bleichsucht hat, die irgendwann loswerden muss mit noch mehr Blut. Danke, Oleg. Oleg, beste Freund. Kein Problem, gute Freund teilt auch Blut. Ja, so. Nimmst du bitte, Schuwe, na, bitte deine arschschwere Jacke von mir runter. Du hast was gesagt von Teilen in deinem Körper. Ich hab. Dankeschön. Hier, ja. Nimmst Schuwe, du kommst gleich in den Schmerz. Ja. Kein Problem, danke. Dafür, dass ich aber was gefunden habe, hoffentlich. Die 2. eurer Medizinkiste. Geil. Ich hab Medizin und ich hab Schrapnell. Miss Wettermeier. Ja. Können Sie mal ein Auge auf ihn haben, damit er nicht stirbt in den nächsten 10 Minuten? Ja. Wenn er einigermaßen klarkommt, sollte es klappen. Ich aber denke, er sollte nicht selber laufen. Kannst du mir das rausholen? Ja. Frau Wettermeier, hallo. Ganz ehrlich. Jetzt steckt ihn, guckt hier ein bisschen raus. Ich bin am überlegen, ob wir das nicht einfach irgendwo machen, sobald wir Shelter haben und es erstmal nur sichern. Da rausguckt, das ist einfacher. Okay. Ich brauche verbinden und reinigen dann. Ja, reinigen kriege ich hin. Meine Bullock-Frise wieder. Verbandsmaterial habe ich keins mehr. Ich habe jede Menge. Aber du sitzt auf den Medizinkisten. Ja. Ne? Bullock. Dann gib mir doch mal ein Verbandspäckchen raus. Warum starte ich die Wettermeier so? Ich nicht. Ich gucke nur, ob es ihm gut doch, geht. Ich habe ein Verbandspäckchen. Ist alles gut. Gib mir eins. War übrigens gute Landung. Und ich hätte auch im Angebot Wundnähzeug. Davon da habe ich mehr als genug. Wir haben keine alle außer mir an Bord gehabt. Morphin und Glucose habe ich auch. Nur ich. Ich habe überlebt. Ja. So, also das Verbandspäckchen benutze ich direkt, um ihn zu versorgen. Brauche ich für die Erste Hilfe tatsächlich eine Herausforderung an. Du denn? Weil ich glaube, ich bin gut genug ausgestattet. Mache besser nicht wieder. Ja, das kriege ich hin mit dem ganzen Equipment, das ich aktuell noch habe. Okay. Mhm. Er kriegt also auch einfach gerecht versorgt für sein Schrapnell. Genau. Geil. So, damit gilt nur noch der anhaltende Teil von dem Ganzen. Das andere ist unterdrückt. Frau Wettermeier, ist noch Ladung im Flugzeug, die wir holen müssen? Wer? Wer ist wir? Der Bolleck bleibt erstmal liegen. Wer könnte das gebrauchen? Ich meine, ist ziemlich kalt. Ich glaube, Sigi holt gerade die letzte Kiste. Ich glaube, wir sind schon, der Fritz hier und der Sigi sind unterwegs und suchen schon. Fritz. Der Struve. Ja. Ich bin nicht sicher, ob alles ankommt. Ich habe schon 3 Kisten hierher geholt. Oh, fleißig. Erinnert mich an eine gute Esel. Miss Wettermeier. Mhm. Al, Struve. Hm. Wir müssen hier aus diesem Wetter raus. Ich habe nicht mal eine Jacke. Als wir über die Insel geflogen sind, habe ich ein Gebäude gesehen mit einer großen Antenne. Okay. Dort oben auf dem Berg. Alles ist besser als dieses Tal. Sigi schaut in die Richtung. Man sieht nichts außer weißes Gestöber und Wind. Naja, sie sind wahrscheinlich schon durch schlechteres Wetter geflogen. Ja, ich weiß noch ganz genau, wo der ist. Meine Orientierung ist fantastisch. Eine gemeinte Frage. Haben wir diese bescheuerten Skier noch? Natürlich. Okay, packen wir Equipment drauf oder den Aal? Kraken. Ich weiß nicht genau, wie es ihm geht. Können wir nicht Equipment und dann den Kraken drauflegen? Drauf und alles zusammen schleppen. Er sieht ziemlich stabil aus wieder. Ich habe Seile. Das schon Farbe. Ich habe ihn, gerade erst genäht. Er war fast am Sterben. Dann legen wir ihn oben drauf. Okay. Warum sie wie Sorgen? Eine Form von Plattform. Die Kisten sind dafür gut. Ich bin Schwede. Ich war mit meinem Großvater früher mal in den Bergen. Dann auf den Schlitten bauen. Ah, Frau Wettermeier. Prinzessin aus brutale deutsche Märchen. Hey, wie eine ägyptische Mumie. Was sagen Sie, wie weit ist von hier bis da? Ich denke, Sie können gut abschätzen, Entfernung. Okay. Ungefähr 50. Ich mach mir mal dran. Double Flex, ey. Zentimeter. Ich mach mich mal dran, Bolek. Ich dachte, da kommt vielleicht eine Einheit um die Ecke. Fallschirm einzuwickeln. Ja. Damit er nicht friert. Ja, Oleg kann dann seine Jacke zurück. Über den Kopf auch, damit das Gesicht rauskommt. Sigi hatte jetzt die Idee, aus den Kisten und den Skiern was zu bauen. Schlitten. Dann gebe ich irgendwo die Kisten hin. Ja, hier zu uns. Ja. Ja. Wir haben ja auch noch Seile.
Ah, perfekt, ich bin nicht voll. Wir sollten vielleicht schauen, dass wir möglichst schnell finden eine Unterkunft, um uns zu machen wieder ein bisschen warm. Ja, dieses Gebäude, was sie gesehen hat. Haben wir etwas zum Verbrennen? Siggi baut dann baut derweil den Schlitten. Ja, ich würde mitnehmen diese Fallschirm. Vielleicht brennt gut. Wir packen, Bolek packe ich in den Fallschirm. Sehr gut, sehr gut. Vielleicht haben wir Glück und dort gibt es sowas wie Tische, die wir abfackeln können. Oh, das muss jetzt gut. Leider mal zählen bei mir. Und ich muss sagen, ich fange zunehmend an, den Dschungel von Guinea zu vermissen. Den Dschungel von was? New Guinea. Wo ist das? Ah, das ist nördlich von Australien. Weißt du, wo Australien ist? Oh, das ist, wo du gegen die Japse gekämpft hast. Ja, yeah, das ist, wo die Japse gekämpft. Das sind doch alles Emu-Töter, oder? In New Guinea gibt es keine Emus. Gefängnis von England, habe ich gehört? Nein. Ah, das ist nicht das Gefängnis von England, das ist Irland. Ah. Ja, Lilly-Sophie Wettermeier. Ja. Hast du einen Kompass? Ja, hab ich. Du hast immer noch einen Kompass, das ist gut. Ja. Ach ja, stimmt, bei der Ausrüstung des Flugzeugs war einer dabei. Sie muss gerade mal rausfinden, was für Equipment den sie hat. Den können wir vorne an den Schlitten dran machen. Nee, den solltest du benutzen. Oh. Ja, okay, dann benutze ich den. Dann muss ich aber gucken, der weil Schlitten sonst bin weiß, wo es lang geht. Obwohl er genug in die Richtung und rennen hinterher. Sie navigieren. Wir 10. Kannst du 10? Wir haben immer noch die Lebensmittel nicht gefunden. Du solltest doch die letzte Kiste holen, Siggi. Ja, ich baue gerade den Schlitten fertig. Stube. Aus meinen schon gesammelten 3 Kisten. Wo haben wir Seil? Stube, du bist gut darin, Sachen zu finden und aufzutreiben, habe ich gehört. Brauch mehr Seil. Das glaubst du nicht, was ich die letzten Tage gemacht habe, als ich nach Dieben gesucht habe. Ein Auge zugedrückt habe ich. Jetzt geht dieses scheiß Lebensmittel finden. Guck mal, hier habe ich noch Seil. Ah, da ist Seil. So, ich mache 2 Schlaufen, dann können 2 von uns 10. 3. Undankbar, Dreckspenner. 6. Ich gehe die letzte Kiste holen. Zu wem hat er das gerade gesagt? Gib mir Schmerz. 9 Sachen. Ach nee, Schmerz haben, ne? Gibt's nicht mehr. Doch. Was, nee. Läuft dann über? Was ist das Anhaltende? Nee, das ist ja das Imminente. Ah, ja, nee, das Anhaltende muss ich noch machen. Ja. Ist es eine richtige Handlung, so eine schlimme Handlung, die Kiste zu holen? Ja. Okay, dann muss ich würfeln. Ja. Ob Schmerz, Erschwernis oder Ausdauer hinzukommt. Mach mal. Ein Würfel. Ja, ich weiß. Der gequälte Paul. Ich muss hier meinen Schrapnell halten. Obwohl, ich muss es gar nicht mehr halten, ne? Nee, du bist ist doch jetzt mit Verband gesichert. Es ist eine 1. Oh, ja, ja. Eine 1 heißt plus 1 Erschwernis. Oh, okay. Kann ich ihm nicht Spieler helfen? Der Ursache ist nicht gut, oder? Glaub auch nicht. Aber ich habe ja meinen Schmerz unterdrückt. Das weiß ich. Hier ist eine kleine Karte, Paul. So, was steht da drauf? Lies bitte vor. Fick dich. Okay, nein, also du suchst die Kiste und schließlich findest du sie auch. Ja. Du mühst dich ab, damit sie hochzuwuchten und strauchelst gerade so die 30, 40 Meter zurück zu den anderen, die sich da abmarschbereit machen. Brichst dir beide Beine. Kommst kaum voran, kniehoher Schnee. Deine Beine werden immer kälter, deine Füße sind auch unangenehm kühl. Deine Finger frieren dir so ein bisschen ein. Deswegen ist es schwierig, diese raue Holzkiste richtig zu halten. Sie fällt dir einmal runter und geht auf und der Inhalt verteilt sich und du musst sie wieder reinschaufeln. Ich habe Lederhandschuhe, wollte ich nur kurz gesagt haben. Du ziehst deine Lederhandschuhe an. Ja. Gut, Lederhandschuhe helfen natürlich dabei, das ist gut, dann hast du nicht ganz so kalte Finger. Aber plötzlich bemerkst du etwas. Du hast das ungute Gefühl, dass irgendetwas hinter dir ist. Mhm. Hörst du hinter dir im Schneewind? Klingt wie ein Eisbär, habe ich schon mal im Berliner Zoo gesehen. Hier ist Knut, ne? Oh Gott. Ein einschlafender, dicker Typ. Ist es ein Eisbär? Sehe ich irgendwas? Drehst du dich um? Ich drehe mich um und gucke. Du drehst dich um und du siehst. Ich greife aber parallel schon in meine Innentasche. Nach was? Nach meinem Kaviar. Ja. Was sonst? Alles klar, Theo Stratmann. Du siehst, Schwachkopf. Du siehst weiß auf weiß mit weiß in weiß und in diesem Weiß bewegt sich etwas Weißes mit ein paar irregulären schwarzen Punkten darin, wippend und wird größer. Oh ja, das ist ein Eisbär. Die schwarzen Punkte sind seine Augen und der eine Punkt ist seine Nase und er öffnet sein Maul und er rührt. Wenn er babam, babam, babam auf dich zugerannt kommt. Wir hören das alle, oder? Was war das? Ich finde neben dem Kaviar, zum Glück, meine Fresse, bin ich ein Dieb. Ja? Finde ich einen Stockfisch. Ja. Den hole ich raus. Ja. Und werfe ihn nach rechts weg vom Eisbären. Ja. Olli, wirf mal einen Würfel.
Ich bin mir ziemlich sicher, der Fisch landet da und das interessiert den Heißpennen. Scheißdreck. Eins. Es ist ein. Mach mal keine. Eine Vier. Ja. Das war gebrannt, fand ich. Ja, aber eigentlich schon. Komm, ich werf mal richtig. Eine Neun. Guck mal, viel besser. Siehst du? Ja, Moment. Der Eisbär macht einen Satz zur Seite, springt nach dem Stockfisch, schnappt den halb noch aus der Luft und rennt mit dem Stockfisch im Maul weiter hinter dir her. Ist es jetzt mein Eisbär? Der Stockfisch. Da ist der Stockfisch. Okay. Ich nehme mein Gewehr. Ich weiß nicht, ob der Angst davor hat, aber mach einen Warnschuss in die Luft. Der Eisbär stoppt kurz und beginnt den Stockfisch zu zerkauen, als du dein Gewehr rausholst. Ja, du hast das Brüllen gehört. Kurz darauf kracht plötzlich auch ein Schuss. Oh Gott. Fritzi! Und du kannst Fritz sehen, wie er damit mit der Kiste unter dem einen Arm dem Gewehr einhändig steht und offensichtlich gerade in die Luft geschossen hat. Bennett. Jetzt frisst er gerade und bleibt stehen. Ja. Ich verfalle. Solange ich auch stehe, ist mein Status auch stehend gerade? Ja. Okay, ich gucke nochmal in die Lebensmittelkiste. Ja. Was finde ich? Du machst die Lebensmittelkiste auf. Das Erste, was du findest, sind Konservendosen mit bunten Bildern drauf. Mm. Dosengemüse. Nein. Nein. Hartkekse. Es ist noch mehr Stockfisch da drin. Mehr Hartkekse. Malzmilchtabletten in einer Papierröhre. Würfel mal bitte einen Würfel. Nimm den gleichen, der war schon mal gut. Eine Eins. Okay, zwei Packungen Hartkekse fallen dir bei deiner Suchaktion aus der Kiste. Nein, die waren gut für den Kaviar. Eine Dose englisches Dosenrindfleisch. Bully Beef. Einfach zu öffnen? Hat die so einen Verschlussriegel oder muss man einen Dosenöffner benutzen? Was für Verschlussriegel? Was weiß ich denn? Ich kenne mich nicht. Das ist die Zeit von... Ah, okay. Die Geschichtswissenschaft sagt dir, das wäre eine tolle Erfindung in dieser okay, Zeit. Okay, alles klar. Man macht Dosen mit Messern auf oder mit Handdosenöffnern? Ich habe beides nicht. Richtig. Ist da noch was drin? Nochmal Hartkekse. Kein Stockfisch, okay. Ich würde dir helfen, aber ich habe eine Menge Blut verloren. Ich klappe die wieder zu genug. Und gehe ganz langsam rückwärts. Der Kopf des Eisbären ruckt hoch und er lässt den Stockfischrest, den er dann noch hat, direkt liegen und rennt dir direkt einen Meter hinterher. So ein Satz, bam, ist er näher dran. Und brüllt. Stopp, ich möchte an der Stelle gerne Lastentier eingreifen. Was muss ich dafür tun? Was willst du machen? Du bist doch viel zu krank. Nein, ich flüstere Oleg. Oleg! Oleg, ja. Oleg. Ja, Oleg, was? Oleg, hier. Hier. Und ich zeig's so in meine Jacke. Ich greife rein. Ja, du greifst rein. Es ist seltsam warm. Irgendwie ein bisschen eklig schleimig. Oleg, nimm die Reste von Old Spiky. Ah! Die Reste von Old Spiky. Oh, guck mal bitte, Alter, das sind 8 Portionen. Da hat der Eisbär was von. Warum gibst du mir Reste von Old Spiky? Oleg, wirf Old Spiky auf den Deutschen. Auf den Deutschen? Weil meine Wahrnehmung ist viel schlechter als zum sein. Deutschen. Nicht auf den Deutschen. Okay. Würde das aber weitergeben. Australier. Ja. Vielleicht kann ich nicht so schnell laufen. Ich habe gerade das gegeben mit 4 Blut. Du sollst werfen auf Deutsch. Es ist krass fischig. Okay. Fine. Football. ich trete ein großes Stück davon in Richtung Strove. Du läufst also ein paar schnelle Schritte und... Nee, ich mach das im Schnee, lege ich mich auf die Fresse, wenn ich schnell laufe. Das ist ein guter Punkt. Mach aus einer Bewegung heraus einen schönen Tritt. Mhm. Leider ist nicht schön eierförmig. Rufst du auch oder kriege ich das mit, dass du das tust? Weil ich stehe mit dem Rücken zu euch. Das finden wir jetzt mal raus, weil ich bin mir nicht sicher. Blitz! Ich betrachte das als Blitz. Ist ja nur meine Entscheidung. Also sagst du Bescheid. Das ist eine 8. Hey Kraut! Fisch im Anmarsch! Okay. Ja, und neben dir, smack, landet so das hintere Flossenstück von diesem grotesken Vieh, das euer Kühltechniker immer mit sich rumgeschleppt hat, um es allen Leuten zu zeigen, weil es so grotesk hässlich ist. Aber darauf hinweist, wie faszinierend und vielseitig die Tiefsee ist. Schnell wie wir noch zu lernen haben. Schnell und athletisch wie ich bin, trete ich den weiter in Richtung. Ich frage Eisbär. Zwischenzeitlich. Ja. Oleg, warum hast du aufgehoben, diese Fisch? Er hat Fisch dein Leben gerettet.
Und jetzt leben vom Kraut. Ja, du trippst es dem Eisbären entgegen. Ja. Der Eisbär guckt in den Schnee, wo es reingefallen ist, gräbt es aus und beginnt sich daran zu verlustieren. Alles Leben kommt aus dem Meer. Ich habe jetzt aber inzwischen Angst, mich zu bewegen. Struve! Ruft Ziggy. Lauf! Ray sagt, es ist Zeit zu laufen. Ich packe jetzt das Seil von diesem Schlitten. Alles klar, ich laufe. Den haben wir hier, Miss Wettermeier. Ray sagt, du sollst deine Zigaretten zu mir werfen, damit du schneller laufen kannst. Ich hab nur noch eine. Da lang. Das ist meine. Da lang. Ah ja, kommst du? Nimm das andere Seil. Okay, dann packe ich die Kiste. Okay, ich glaube nicht, dass ich viel ziehen kann, nachdem ich eine Bluttransfusion gegeben habe und fast tot bin. Ich hatte nicht gefragt, ob du gut bist zu ziehen. Nach einem Flugzeugabsturz. Ja, du hast 10 Statuseffekte. Ja, eben. Damit minus 20 auf deinen Pool. Ich würde jetzt sagen, ich kann auch ziehen. Zu laufen ist dein Kinderspiel. Okay. Das ist eine Schwierigkeit von 0. Aber wir wissen beide, du würdest das als Herausforderung jetzt nicht schaffen. Mit minus 20 auf deinen Pool. Ich bin mir sicher, dass ich gerade ziemlich am Arsch bin. Deswegen sage ich ich ziehe gar nichts. Ja. Ich müsste mit auf der Pritsche liegen eigentlich. Das macht aber du stehst mit den Zehenspitzen hinten. Können wir ihn so versorgen? Ich hab das, ich hab das. Bitte nicht, dass ich aus dem Flugzeug geflogen bin, während es abgestürzt ist. Siggi greift eine von den Schlaufen und wirft sie sich über die Schulter. Abgesehen davon, dass mich niemand vermisst hat. Das stimmt doch gar nicht. Wir haben Siggi geschickt, dich zu suchen. Alles klar mit dir? Nein? Ich konnte das nicht. Ich schaffe nicht. Nein, kannst du zumindest laufen. Kannst du laufen? Laufen geht. Okay, gut. Dann sollten wir das tun. Weil ich weiß nicht, ob das genug Fisch ist, um diesen Eisbären glücklich zu halten. Für mehr als ein paar Minuten. Knabbel mal kurz deinen Ärmel hoch. 8 Portionen. Ist ein Eisbär. Hol eine Packung raus mit Morphin, hol eine Syrette raus, dreh sie auf und hau sie ihm rein. Ansonsten gucken wir, wie sich Raymond gegen ihn schlägt. Du kriegst plus 1 Moral. Hier. Und minus 1 Statuseffekt deiner Wahl. Dann hätte ich ganz gerne einen Punkt Schmerz weg. Ja. Passt ja bei Morphin. Ja, ein Punkt Schmerz weg und du kannst eine weitere Kategorie jetzt komplett unterdrücken, damit du überhaupt noch einen Fuß von den anderen setzen kannst. Da würde ich du kannst Moral benutzen, ne, um zu unterdrücken. Das könnte ich auch tun, aber ich kann das jetzt for free unterdrücken, eine? Nee, dafür ist die Moral. Das ist ein Punkt Moral. Okay. Genau. Dann würde ich meinen Hunger unterdrücken. Gut, hervorragend. Dann hast du ja nur noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Statusvektor. Ne? Ah. Ich habe etwas Dummes getan, kann ich das ganz kurz revidieren? Ja, was denn? Ich würde ganz gerne statt einen Punkt Schmerz, würde ich gerne einen Punkt Hunger ablegen und 3 Punkte Erschöpfung in einen Punkt Hunger umwandeln. Ah, Gamey. Dann deine Aalfettreservenfähigkeit. Absolut, meine Aalfettreservenfähigkeit. Genau, dann packe ich jetzt einfach einen Punkt Hunger rüber auf einen Punkt Erschöpfung und würde meine Erschöpfung unterdrücken, weil das macht irgendwie mehr Sinn in der Aktion, die ich jetzt machen möchte. Ja. Mhm. Meine Erschöpfung ist unterdrückt, ich habe trotzdem noch Schmerz. Herr Nagt dann. Nee, Moment, das muss ja auf Schmerz und so rum. Ja. Zack, bumm, ich unterdrücke trotzdem meine Erschöpfung und kann jetzt ziehen. So, ich muss kurz noch anmerken, das ist mir alles viel zu schwer. Ich muss mein Holz und eine Batterie loswerden. Du hast Dann kann dir jemand anderes für mich tragen. Ich bin komplett leer. Oh, danke. Ist kein Problem, habe ich große Jacke. Ich nehme, danke. Danke, Oleg. Kein Problem. Habe ich hier keine Taschenlampe mehr, bringt nichts. Oh, ist Holz. Oh, das geht sich gleich viel besser. Holz. So ein Bündel. Holz ist die Seite. Ich und mein Holz. Geht mir jetzt auch viel besser nach die Spritze. Was war drin da? Oleg, wie bist du mit Gewehren? Gewehre nicht gut, Pistole ja, Messer besser. Gewehre kannst du generell nicht? Gewehre ist, ich habe nicht viel geschossen mit Gewehre, ich bin mehr so der Pistole-Typ. Dan Scherz, wollt ihr auf den Eisbär schießen? Ich weiß nicht. Weil, wenn ja, seid ihr wahnsinnig. Wir sollten den Lass uns einfach Dallas gehen. Ich will nicht schießen, aber ich will mein Gewehr loswerden an jemanden, der damit umgehen kann. Ich kann schießen. Fein, gib's mir. Bolek kann gut schießen, Bolek mag Gewehr. Bolek nimmt Gewehre, er kann schießen auch im Liegen. Bolek ist, sagst du, deine Mumie. Er ist Amon Bolktep. Aber er ist jetzt geworden ein sehr weiser Mann. Er sagt viele intelligente Dinge. Ich weiß nicht, ob daran liegt, dass er hat eine gammelige Fischchenjacke oder hat 3 Tage gefickt. Ich kann nicht sagen. Hat der Letter jeweils kluge Sachen gesagt? Er sagt jetzt klügere Sachen. Dann ist es ein Orakel aus dem Meer. Oh, Warren, ich habe nicht gehört, dass du auch kannst. Ich habe es jetzt schon den Polen gegeben. Dir ist klar, dass ich 2 Jahre in Guinea gekämpft habe, oder? Mir egal, du hast mich gerade die 4. Kiste holen geschickt. Du Niemand weiß, wo das ist. Das hast du dir ausgedacht. Guinea ist nicht ausgedacht. Ist dann übrigens die Kiste, die du gerettet hast. Hast du schon mal von Guinea Pigs gehört? Ich kenne Schweine. Okay. Oh, Meerschweinchen. Messer rein, geht einmal raus. Ist wie überall. Fritz, du kannst 9 große Karten Ausrüstung haben und 2 kleine zählen als eine große. Ja. Wie voll beladen bist du? Die Antwort ist ja. Der Kaviar ist eine große. Ja. Ja.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, schreibt gerade, Post nach Clarity hält 5 Tage an. 8,5. Und die ist halt zu viel. Also die Kiste würde ich auf den Schlitten parken. Achso, die Kiste ist... Die Kiste ist zu viel. Kiste könnt ihr später... Orakelkrake. Nicht so, dass ich mir da vielleicht... Ich habe auch angefangen, so komische Sprachen zu sprechen. Zählt Biscuit genau wie Hartkekse? Vertagen. Ja. Vertagen. Okay. Schmeckt nur besser. Das war so ein Fisch, ja? Griggle. Er geht nur darum, weil der Kaviar mit Hartkeksen zusammen für 4 Personen ist. Ach so, ja. Da unterscheiden sie sich tatsächlich. Kaviar mit süßen Keksen ist nicht so geil. Okay, dann klaue ich die nicht aus der Verbrauchung. Bolek redet komische Zeug von große Alte. Hat schon mal jemand gehört? Ich nehme an, er meint seinen Vater. Uschi! Er meint Uschi. Seit wir wach. Come on. Uschi ist eine große Alte. Die ist doch keine 40. Oleg, wir müssen groß. Nach Innsmouth. Innsmouth? Hat jemand schon gehört den Namen Innsmouth? Großalt? Er redet komisch. Gehen wir los? Es wird immer kälter. Der Sturm lässt sich auf sich warten. Denkt ihr, die anderen haben es geschafft? Keine Ahnung. Siggi, wir sind in einer Eiseinöde. Eddie? Wir haben den Kraken hinten auf einem Schlitten, den wir uns aus 2 Scheren gebaut haben, die wir einem Deutschen geklaut haben, auf einem Schiff, das untergegangen ist. Es ist mir egal, was mit den anderen ist. Wir finden sie später raus. Wenn wir leben. Zwar. Eins nach dem anderen, Siggi. Ja. Ich glaube, es hat uns das Leben gerettet, dass wir den Fisch nicht selber gegessen haben. Wir müssen erstmal selber überleben. Ja. Yeah. Also, was uns das Leben rettet? Die Schier. Wusste ich doch. Möchte ich nur noch mal kurz betonen. Weil wenn ich drauf gehe, dann geht Raymond, The Rodent of Ramsgate, drauf. Ja. Yeah. Und wir haben kein Feuer, um ihn dann zu essen. Siggi, du musst. Und dann sehe ich Lisa nie wieder. Wer ist Lisa? Meine Verlobte. Du hast deine Gehen wir du bist, los? Ja. Okay, wir gehen schon. Okay, du bist wirklich ein erschreckend frühreifer junger Mann. Du bist verlobt, du sollst wie ein Loch, du rauchst wie ein Kranke. Ich glaube, ich habe gesagt, du bist gerade verlobt. Ja, ich habe vor, sie in 2 Jahren zu heiraten. Wenn du 17 bist. Hm? Wie alt ist die dann? 15? In Deutschland darf man 16. Den heiraten. Das ist ein komisches Land. Okay, und dann... Ich bin in sie verliebt, seit wir zusammen zur Landschule gegangen sind. Und baust du eine Hütte in Schweden? Ja. Was denkst du, warum ich auf einem Schiff bin? Für Geld verdienen. Um ich habe sogar schon einen Verlobungsring. Um deiner lausigen Existenz zu entkommen. Guck mal, er zeigt dir den Ring. So hier, schau mal. Okay. Der ist toll, oder? Er ist nicht schlecht. Warum ist der Holz dran? Die Existenz gar nicht. Warum ist der Holz dran? Das ist ein besonderer Ring. Ich hab den in Hammerfest gekauft von einem Goldschmied aus Wien. Ja. Von meiner ersten Heuer auf unserer Fahrt. Okay. Den Rest ist für Zigaretten draufgehauen, oder? Innen und der Rand ist Metall. Der Rest ist so eine Art Holzkern. Apropos Alright. Zigaretten, kann ich einen rauchen? Hat das einen Diamanten? Nein. Schade. Ich möchte gerne eine rauchen. Ja? Geht das in dem ganzen Rumlaufen da oder geht das nicht? Wenn du die Zigarette in der geschlossenen Hand hältst, kannst du sie rauchen, der Wind bläst sie dir nicht aus. Gar kein Problem, das möchte ich bitte machen. Ja. Dann verliere ich schon mal einen Stress. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber rennen wir nicht aus Todespanik vor einem Eisbären weg? Ja, rennen könnt ihr gar nicht. Rennen wir eilt. Wir schreiten so zügig wir können in eine andere Richtung, während wir hoffen, dass Old Spikey uns einen Vorsprung gibt. Ja. Ich glaube, der Nährwert von Old Spikey ist gut. Okay. Alle Würfel weg. Old Spikey ist was wert. Da, wo du sie brauch nur einen. Oleg. Was? Ja. Ja. Riech ich Zigarette. Ja, Zigarette. 5 ist. Wer hat Zigarette? Auch Fritz. Erschöpfung verloren. Ja, Fritz, hast du noch eine Kippe? Das letzte. Kannst du vielleicht Wolleck einen Zug geben? Ich meine, er ist fast tot. Nein, greifst du in mein... Alles gut. Greifst du in meine Jacke? Okay. Ich greif in deine Jacke. Da ist eine Packung Zigaretten. Ich ziehe eine Zigarette. Oh, ich habe eine Zigarette. Oh, schöne Zigarette. Uhuhui. So. Ihr lasst das Wrack der Lady Liberty und hoffentlich den Eisbären, so zügig wie es bei diesen Witterungsbedingungen könnt, hinter euch. Lilly Sophie Wettermeier... Ihre Jacke mit einer Hand vorne fest zusammenhaltend, immer wieder den Kompass rausziehen und auf den Kompass schauend, stapft zielstrebig voran, navigiert euch am Boden genauso selbstbewusst und zuversichtlich, wie sie es in der Luft getan hätte. Ihre Haare flattern, oder hast du diese Pilotenkopfhaube noch? Ja. Trägst du die? Ja, mir ist kalt. Ihre Haare flattern so hinten unter der Pilotenkopfhaube ein bisschen hervor. Ich krempel meine Kälteschutz wieder hoch. Geht derzeit cool, vor Huthaare. Ich sehe das und denke mir, was für eine Teufelskerlin. So, und wo wir gerade von Kälte sprechen. Ihr erleidet alle 5 Statuseffekte durch Kälte. Komplett eingewickelt. Minus euren Kälteschutz. 5 hast du gesagt. Der Einzige, der vollständig aktuell noch geschützt ist, ist Bolek.
5 abzüglich Kälteschutz. Ja, 5 abzüglich Kälteschutz. Ich krieg gar nichts. Dieser Hut hat einen Punkt Kälteschutz. Mhm, okay. Also krieg ich 4. Damn. Also mit nackten, haarigen Unterarmen, deiner Haarpracht, die fast einen Punkt Kälteschutz wert wäre, aber und deinem Hut. Also es ist das Teamwork aus. Ja, ich pack das alles auf Erschöpfung und Hunger. Ja. So, wie viel kriegst du? Sigi, habe ich gesehen, dass du hast Flachmann. Aha. Kann ich vielleicht haben eine Schluck oder zwei? Klar, ist aber verwässert, darfst du niemandem sagen. Okay, dann nehme ich 4 Schluck. Und raus reicht dir den Flachmann. Ich nehme 4 Schlücke und würde damit, weil ich habe Almarinade, für jeweils 2 Anwendungen einer Spirituose deiner Wahl verlierst du einen Punkt Hunger. Ja. Ich würde ihn jetzt einfach liegen lassen, ich habe noch 3 Statuseffekte durch meine Klamotten weg, würde noch einen Statuseffekt kriegen. Ja. Ich wärme mich ein bisschen mit Alkohol, angetrunken bin ich eh schon. Ja. Dann kriegst du einen, ne? Ja, einen krieg ich noch. Und den packe ich immer einfach auf Hunger. Ja, und du säufst das Ding halt leer. Ich krieg auch nur einen, weil ich habe meine Ölzeug ist -3 und meine Handschuhe -1. Ach, dein gelber Mantel. Oh ja. Gott. Du bist der Bad Guy aus Sin City. Ja. That yellow bastard. Oh, sind Mods da? Und könnten das mal kurz wegbannen, bitte? Das wäre schön. Oder wir machen es selber. Ich trage meine Bomberjacke, meine Pilotenhandschuhe und meine Fliegerfunkkopfhaube und mir ist gar nicht kalt. Ja, dir ist gar nicht kalt. Ihr legt ordentlich erstmal Strecke zurück zwischen euch und den Eisbären, aber würfelt mal einer von euch einen Würfel und sagt mir, was das Ergebnis ist. Wer hat vorhin Scheiße gewürfelt? Ich hab Scheiße. Olli hat Scheiße gewürfelt. Ich Nadine. Hab eine 8 und eine 1. Ach. Ab sofort würfelt Nadine. Nein. Ihr bemerkt rechtzeitig, dass der Eisbär eurer Spur folgt, bevor er euch eingeholt hat. Du kannst ihn nämlich, als der Schneewind sich ein wenig lichtet, sehen, wie er über eine felsig verwehte Düne hinter euch, eurer Spur folgend, auf die Anhöhe steigt und wittert. Psst, der Eisbär ist wieder da. Der folgt uns noch. Ist noch Fisch da? Australier, du sagtest, keine gute Idee ist zu schießen auf Bär. Nein. Warum? Hast du einen Elefantenknarre? In Krakow hatte nur große Ratten, keine Bären. Ja, hast du einen Elefantenknarre? Was ist? Mit so großen Kugeln? Nein. Dann lass. Okay. Dann machst du ihn wütend, der wird schneller und frisst deinen Kopf. Ich kann versuchen, Messer rein, Gedärme raus, aber sieht sehr groß aus. Muss Messer sehr weit rein. Der hat so viel Speck, dass dein Messer nicht durchkommt, bis zum Teil, der kein Speck mehr ist. Das ist nicht gut. Wir brauchen jetzt ein großes Gewehr oder wir schießen nicht. Haben wir noch irgendwie Fleisch, das er fressen könnte? Ja, wir haben bei den Vorräten noch Sachen. Wir haben eine große Konservendose Rindfleisch, wir haben noch Stockfisch und wir haben 2 Dosen Surströmming. Was zum Fall ist Surströmming? Das ist vergorener Hering. Die Norweger lieben das. Und wir auch. Sind Eisbären sowas wie Norweger? Ja. Geben das. Vielleicht sollten wir den Stockfisch mit dem Surströmming-Sud einreiben. Und ein paar Köder abseits von unserer Spur legen. Alright. Ihr könnt das übernehmen. Haben wir. Ich bin flink. Zufälligerweise aus den Batterien, die ich habe, und ich weiß nicht, was ihr noch so habt, aber ich würde in der Gruppe kurz vorschlagen, dass Bolek ist sehr gut in Bombe bauen. Vielleicht kann Bolek eine Bombe improvisieren, wir geben ihm Surströmming zu essen, macht puff, Eisbär kaputt. Das macht ihn nur wütend. Ich bin für die Leckerlis. Lass ihn erstmal auf Abstand halten. Okay. Vielleicht ist er irgendwann auch einfach satt. Schade, ich wollte Eisbär hochjagen, hat viel Fett, ist gut für uns. Können wir ist ein dich guter an Plan, aber Eisbären sind keine Schlinger. Die zerbeißen alles gründlich, bevor sie es schlucken. Das übersteht keine Bombe. Okay. Ziggy. Ah, das hat eh nicht geklappt. Der kannst du dich an einem Seil festmachen, damit wir dich nicht verlieren? Kani löst im Kopf oder so, Alter. Es gibt kaum 10 Meter Sicht. Du findest uns nicht wieder, wenn wir weitergehen. Das ist eine gute Idee. Ziggy bindet sich das Seil um. Oh ja, und er reibt das da drüben mit ein, ne? Ja. Ja, Ziggy bindet sich das Seil um, gibt dir das Seilende. Mhm. Und dann läuft er los, bis das Seil sich langsam strafft. Und läuft danach, nachdem er den ersten Köder ausgelegt hat, parallel zu euch weiter. Und reinigt sich gründlich die Hände im Schnee. Und kehrt dann also so 20 Minuten später zu euch. Ich habe eine Frage. Wie steht der Wind? Mhm. Ja. Was willst du jetzt wissen, wie der Wind steht? Steht der Wind zu uns, von ihm aus gesehen? Ah, okay. Nee, der Wind bläst so schräg zu euch. Sehr gut. Sonst hätte ich jetzt würgen müssen. Ja. Ach so, du meinst wegen des Surströmming. Ach so, nein, genau das weht er zu euch ja hin. Ach so. Ja. Ach so. Das ist ja, der Wind steht ja zu euch halt in Sigi-Richtung. Ein ganz fürchterlich säuerlicher Fischgestank. Das riecht wie, erinnerst du dich an Ursula? Ich hatte mal ein Lazarett, das roch so.
Paradise sind gestorben. Sollten Lazarette nicht besser riechen? Ja, sollten sie. Ja, der Wind dreht dann nach einer Weile und bläst euch direkt entgegen. Damit zwar dem Eisbären euren Duft, Duft entgegen, aber auch den Duft von dem Soßströmung und dem Fisch. Und ihr setzt euren Weg fort. Den weiteren Verlauf über habt ihr kein weiteres Mal mehr das Gefühl, dass der Eisbär euch folgt. Wahrscheinlich, weil er tot ist von dem Scheißzeug. Sigi, wer ist sowas? Warum? Was ist das? Das ist haltbar. Das kann man dann essen, wenn wieder Sommer ist. Und ihr esst das freiwillig in Schweden? Wer sagt freiwillig? Vielleicht haben sie nichts anderes. Ja, Lilly Sophie Wettermeier. Da du ja vorausgehst, bist du die Erste, die es sieht. Vor euch aus dem Dunst des Schneewindes schält sich die Gestalt eines sitzenden Menschen, der dort an einen Stein gelehnt sitzt. Er trägt einen britischen Fallschirmjägerhelm, die du tatsächlich mit am besten kennst vom Look, weil du ja unter anderem englische Soldaten hin und her geflogen hast während des Krieges, als du eine Wasp warst. Und auch eine Uniformjacke. Und er hat eine Waffe oder sowas im Arm. Sitzt da, als würde er sich ausruhen. Also abgesehen davon, dass er eine ziemliche Schneemumie ist, wie du erkennst, als du näher kommst. Und seine besten Tage definitiv hinter sich hat. Oh, so schlimm. Ich sag, oh. Stehen bleiben! Was ist los? Ich gehe wieder ein paar Schritte zurück in den Nebel rein. Oh. Er sieht also auch nicht besser aus als der Geselle hier. Oh ja. Ach, so gut sieht der aus. Ja. Oh, es ist eine Maschinenpistole. Da sitzt jemand. Aber ich glaube, der lebt nicht kann mehr. Kann einer von euch, ich glaube, ist Deutsch, lesen Deutsch. Ich bin nicht so gut in Deutsch, meine Deutsch ja, nicht so gut. Ja, ich kann sehr gut Deutsch lesen. Ich Fritz, was steht da? Ich bin sowieso näher dran. Und ah, nee, warte, ich glaube, ist Englisch. Das ist Englisch, ja. Kommando. Kommando. Du bist eh näher dran. Okay. Ich bin eh näher dran, ich durchwühle ihn auch. Aha. Oh. Was, du was zerfletterst sagt? Du gerade da den Leichnam? Wir gehen Nein. also dahin, ja, okay, wir gehen dahin. Ja, okay. Ja, ja, ja. Okay. Mhm. Ich gucke nach den wertvollen Sachen. Oh Gott. Was ist das da für ein Symbol? Warum nervt er denn so? Ist seine Jacke noch in Ordnung? Die Jacke scheint in Ordnung zu sein, ja. Ich fange an, den auszuziehen. Ich trage nämlich nichts aus sein Hemd. Das ist eine gute Idee. Will diese Idee. Jacke haben. Du gibst deinen Dramapunkt aus, um eine Jacke zu bekommen. Oh. Gib dir eine Jacke. Mode? Der hat eine gefütterte Robbenfelljacke. Unten. Oh. Ja. Geht's dir jetzt schon genau. besser? Hm? Geht's dir jetzt schon besser? Ich hab nur für Follower irgendwo geht das. Sie ist nur etwas klamm. Nur ja, Follower chat unten weiter. Gut. Runter, runter, runter. Sphere. Da. Noch, da. Ja. Anklicken. 10 Minuten. Nimmt dir das jetzt eigentlich auch direkt was von deinem Status? Nicht. So. Fritz? War das okay? Jo, ich musste da nur kurz. Also ich durchsuche ihn. Du suchst nach Dingen. Du kannst für einen Dramapunkt eines dieser drei Dinge bekommen. Ist sehr interessantes Logo. Bild. Hat schon mal jemand gesehen? Abzeichen? Kennt ihr? Ja, da. Commando kenne ich. Aber diese Abzeichen, ich kenne nicht. Nie gesehen, aber die Commandos hatten verschiedenste Einheiten. Ah, und das soll, ist, glaube ich, soll so sein? Ein ist Schwert von Churchill. Schwert mit Stern? Auge, Stern? Was ist das? Es ist sowas wie ein Dolch. Sieht aus wie ein christliches Kreuz. Nee, problem. Mit einem Auge in der Mitte. Ja, und einem merkwürdigen Stern, aber ansonsten ist es ein christliches Kreuz. Du hast gut aufgepasst in der Kirche. Ja, erinnert mich an Weihnachten, den Stern von Bethlehem. Von hier aus sieht es aus wie eine helle Bade. Nur der Stern von Bethlehem ist gedreht mit dem Schweif. Well, warum ist Tommy Atkins hier? Kann mir das irgendwer sagen? Das ist definitiv ein Tommy hier. Vielleicht ja, mal abgestürzt? Aber du siehst so aus, als hätte er hier gesessen, oder? Ist das ein Maschinengewehr? Nein, normal? Das ist ein normal. Ja, ja, repetieren. Ja, okay. Wie kannst du da nicht die einzige Wahl treffen, wo ich hier sehe, was du ja, hast? Ja, ich denke auch über nichts anderes. Ja, sag nach. Mir, was du in intaktem Zustand findest. Magst du dir umschalten? Naja, das einzig Gute. Was ist das einzig Gute? Ah. Magst du dir umschalten? Was? Wollen wir wieder umschalten? Ja. Fritz, was hast du gefunden? Kleber. Ah, was ist, habe ich noch nicht gesehen, was ist das? Das ist revolutionäres Gewebeband aus den USA. Ah. Panzerband. Panzerband. Ach, von mir zu Hause. Okay. Hm.
Wird sich später herausstellen, bei uns zu Hause im Land werden damit Autos repariert, früher oder später. Oh. Ja, Siggi zieht ein britisches Servicegewehr aus dem Schnee neben ihm, klopft das kurz ab, ruckelt kurz dran rum und wirft es dann wieder in den Schnee zurück. Das Ding ist Schrott, völlig verrostet. Und das Messer, das hat es in der Scheide dahin gerafft. Damit ist auch nichts mehr anzufangen. Der arme Bastard. Können wir ihn begraben? Nein. Nein? Ein Eisbär ist hinter uns her und will ihn dann erfrieren. Ich will den da nicht begraben, deswegen wird er auch nicht begraben. Können wir weitergehen? Können wir die Jacke mitnehmen? Hat er schon. Hat der Bennett schon? Sorry, habe ich nicht mitgekriegt. Denn ich hatte aber keine. Hat er was bewacht oder wurde er ausgesperrt? Hier ist doch weit und breit nichts. Aber doch, wir gehen noch zu der Station. Ja, aber das ist irgendwo da hinten, ne? Oben über dem Schneewind vielleicht hinweg wollte er kann man hin. Die Bergspitzen mittlerweile sehen. Vielleicht wollte er da auch hin, in einem Sturm wie diesem hier. Also ist doch immerhin schon mal gut zu wissen, dass das hier eine englische Insel ist. Right, deswegen sind Deutsche hier eingelandet und er ist tot. Wir hatten auch Deutsche in Schweden während des Krieges. Ja, aber die englische Insel hatte keine Deutschen. Nicht so viele wie die Norweger. Ein Engländer macht es zu einer englischen Insel? Das kommt auf an, wenn du fragst. Wenn du Engländer fragst, sagen die definitiv ja. Wenn er der Erste war? Wo haben die ganze Welt erobert? Das waren die Spanier. Nein, das waren die Engländer. Waren die Amerikaner. Amerika, Indien, Australien. Die Philippinen, ganz Südamerika. Ja, nun. Das waren die Spanier. Ja, nun. Fein. Ja. Wir Schweden haben nicht so viele Kolonien. Sind hier noch mehr Tote? Ich sehe niemanden mehr. Kannst keine weiteren sehen. Ich kann keine weiteren sehen. Dann lass uns weitergehen. Ein Krake. Bist du in Ordnung? Können wir dich noch weiter ziehen? Bist du in Ordnung? Ja. Gut. Wir wärmen dich später. Ich nehme meine Zigarette an. Punkt stresslos. Bin ja warm eingepackt. Ja. Hab was zu rauchen. Ja. Die rauchen. Ich rauche eine Mumie. Eine 9. Neun. Das heißt, ich kriege auch noch einen Punkt Erschöpfung weg. Geil. Schön. Zigaretten sind schon ein tolles Zigarette. Ich heile mich hier langsam hoch mit Hilfe von Zigaretten. Mit Gift. So, ihr setzt euren... Damals ist man mit Husten noch, hat man noch Zigaretten verschrieben bekommen vom Arzt. Stimmt. Mhm. Ihr setzt euren Weg fort und ihr erreicht schließlich den Fuß der Bergkette, auf der sich hoch oben ein Plateau weiter vom Boden entfernt, als ihr leider seid. Die ominöse Struktur befindet, die du im Flug gesehen hast. Gesund. Von unten kann man nur diesen Antennenmast sehen, also diese Zickzack-Struktur aus Stahlträgern, die dort aufragt. Von der eigentlichen Baustruktur selber ist nur eine einzelne, perfekt gerade Kante zu erkennen von unten, die die künstliche Schöpfung dieses Objektes belegt, weil solche Kanten gibt es in der Natur nicht einfach so. Kann ich versuchen, ein bisschen zu schlafen? Ja, kannst du. Nice. Wisst ihr, wie ich mir übrigens diese Antenne vorstelle? Wie das Rückentattoo von Norm. Ja. Ich musste an Goldfinger denken. War das Goldfinger? Die Golden Eye denken. Golden Eye, die Riesensatellitenschüssel. Diese Antenne, ja. Mentholkippen. Die sind alle filterlos. Mittlerweile übrigens eingekracht. Echt? Gibt's nicht mehr, ja. Letztes Jahr oder vorletztes Jahr passiert. Trauriges Side-Fact von Olli. Ihr müsst da irgendwie hoch. Ja. Okay, also ich sehe keinen direkten Weg. Also da führt jetzt keine ausgebaute Straße oder sowas hin. Mhm. Der Fels ist schroff und zerklüftet. Überall sind Schneewehen und loses Geröll. Einige größere Felsbrocken, die sich im Laufe der Jahrhunderte diesen Berghang hinunter gewälzt haben und dabei zu scharfkantigen Splittern zerbrochen sind. Das Gestein selber ist von wechselhafter Beschaffenheit. Einige Teile davon scheinen Schiefergestein zu sein, andere wiederum so ein grau-rosé gesprenkelter Granit. Ich würde... kann man klettern hoch? Ja, man kann da hochklettern. Je besser die eigene Verfassung ist, desto leichter ist das. Und je erfahrener man natürlich als Bergmann ist, desto besser kommt man da hoch. Kann jemand gut klettern? Ich habe ein bisschen Erfahrung in Klettern tatsächlich. Bin relativ athletisch geschickt. Ich habe Klettern und Kraxeln. Aber ich bin gut im Fernmeldewesen. Also wenn da oben eine Antenne ist, sollte ich da auch schon hingehen. Ich habe nur, der hat immer Seil. Ich könnte hochklettern und lassen runter Seil und euch ziehen hoch. Ja, wir können das Seil vom Schlitten benutzen. Das ist vielleicht eine gute Idee. Vielleicht hast du etwas zu essen. Ich habe sehr viel Hunger. Siggi, was hast du mit dem Saal gemacht, womit wir dich angebunden hatten, damit du nicht verloren gehst? Nee, Einöde. Wir haben hier ganz viele Lebensmittel in unseren Lebensmittelkisten. Aus unserem Schlitten. Also wenn du was zu essen willst
hol dir einfach was raus. Mhm. Wenn da oben ein Haus ist, lass uns da oben essen. Aber wenn er jetzt Essen braucht, um überhaupt hochzukommen. Wir haben ihn sehr. Wir stecken den besten Kletterer hoch, machen das Seil fest und hieven dann den Schlitten hoch. Aber das ist meine Idee. Greif in die Kiste, hol das Dosenfleisch raus. Und aus einer Dose machen wir eine Seilwinde. Dosenfleisch, was für ein Fleisch? Aber bist du. Aus der Dose machen wir eine Seilwinde. Mit 8 negativen Statuseffekten. Deswegen ich esse was. Der beste Kletterer. Ist kein Problem, ich unterdrücke ein bisschen meinen Schmerz. Ich bin relativ gesund. Ich bin auch relativ fit. Ich bin fachgerecht. Aber hast du Klettern? Ich habe Athletik. Ich habe Klettern. Ich weiß nicht, ob du machen kannst Salto nach oben. Können wir dich gesünder machen? Ich klappe die Kiste auf und hole ihm das Dosenbeef raus. Also wenn ihr jetzt hier eine größere Mahlzeit einlegen würdet, wäre das eine kleine Rast? Dann wäre das eine Rast und während dieser Rast kommt weiterer, nennen wir es mal Frostschaden auf euch. Deswegen ist mein Gedanke, dass er einfach eine Dose Fleisch kriegt, die er wie so ein Tier einfach, ich möchte nur schnell eine Sache reinschieben, dass mein Hunger so ein bisschen wie Popeye. Du wolltest 2 Portionen englisches Dosenrindfleisch hinunter. Dann gebe ich dir die gleich zurück, ne? Oh, gut. Ja. Corned Beef, nein, geil. Du sollst die Dosen aufheben. Ich heb die Dose mal auf, die leere. Ja, gib her. Brauchst du keine Dosen aufheben. Okay. Das heißt, mein Hunger ist um 2 Punkte reduziert. Ja. Fantastisch. Und ich würde mit einem Punkt Moral meinen Schmerz unterdrücken, weil ich jetzt eine große Herausforderung vor mir sehe, die Gruppe vorwärts zu bringen. Deswegen geht das mit Moral. Also ich habe jetzt 3 negative Statuseffekte, würde mein Geschick von 8 und Klettern und Kraxeln 4. Willst du deinen Stress noch mit einem Schluck Alkohol bekämpfen oder geht das nicht mehr? Ich könnte noch einen Punkt Hunger könnte ich tatsächlich mit 2 Schluck Alkohol. Nee, aber du kannst ja mit Alkohol unterdrückt eine Kategorie Statuseffekt deiner Wahl. Oh, das hätte ich vorhin auch machen können, als ich daraus getrunken habe. Ja, aber das hat sich jetzt eh erledigt, weil es dann immer nur für eine Szene gilt. Das stimmt. Ist es weg? Also ich könnte dir einen Schluck... Das gilt noch. Schluck Alkohol anbieten. Hast du? Dann würde ich 2 Schluck Alkohol daraus nehmen, einen Punkt Hunger weg und meinen Stress unterdrücken. Du musst aber würfeln. Okay, was brauche ich denn? Eine 1 ist die Flasche leer, dann haben wir ein Problem. Eine 2. Eine 2 ist super. Du hast den Status angetrunken, den hast du eh und du kannst eine Kategorie Statuseffekt unterdrücken. Will der jetzt besoffen die Wand hochklettern? Dann würde ich. Nach nicht besoffen, mutig. Ist er bisher jemals unbesoffen geklettert? Ich wollte gerade sagen, ist ein Pole jemals nicht angetrunken? Jackie Chan macht Drunken Fighting und der Pole macht Drunken Climbing. So, also mein Punkt Hunger würde ich dir zurückgeben. Mein Stress nehmen wir jetzt mal einfach als unterdrückt. Ich packe das mal einfach über beide rüber. Alle Polen. So, Frage, das Seil. Grün. Können wir das jemandem geben? Ja, Sigi. Sigi, das Seil. Ich schlafe ja. Du hörst manchmal nur so ein vereinzeltes. Ole grüne Kabel. So. Pass auf. Du alleine. Nicht rote Kabel. Oh. Du alleine da hochklettern. Graue Kabel. Du alleine hochklettern. Das ist gar nicht so schwierig. Mhm. Das ist Routine, ja. Für jemanden, der einigermaßen klettern kann. Plus Erschwernisse natürlich durch den eisigen Wind und die Kälte. Aber die ganze Gruppe da hoch zu schaffen, die alle keine Bergsteigererfahrung haben, das ist kaum zu schaffen. Das ist eine 35 mit 2 Erschwernissen. Mhm. Für loses Geröll und für den eisigen Wind. Alles klar. Pass auf. Ich würde das, ich habe noch die Bonuspunkte, also sag mir erstmal die Zahl. Das ist dann 70. 70, okay. Ich würde das, Seil hat noch plus 4, ich würde meinen Aalschlitzer als... Alle dürfen übrigens helfen, außer Bolek, denn... Oleg! Ja, du musst ja nicht nur mitschleppen, sie können ja aktiv daran teilhaben. Oh, du hast Kletterhacke? Ja. Ist fantastisch. Eine Kletterpickel. Wie praktisch. Das ist fantastisch. Ich helfe. Ist praktischer Allzweckwerkzeug. Wussten Sie, Frau Wettermeier, man kann sich damit an Sachen hochziehen. Ja. Kann man gedacht, dass wir so gut ausgestattet sind. Erdreich lockern und sogar möglich damit einen Nagel einzuschlagen und sich im Notfall verteidigen. Ja, hätten wir jetzt auch noch die Survival-Kiste, wären wir vielleicht nicht am Arsch. Ich tue mein Bestes, um Bolek da hochzukriegen, indem ich mich richtig ins Zeug lege und Oleg helfe, indem ich einen Punkt Ausdauer ausgebe. Ich helfe. Ein Punkt Moral, ihr addiert? Ja. Okay, warte mal, dann haben wir jetzt 8 Geschick hattest du, 4 Klettern hattest du. Ja. Die 6 des Kletterpickels und die 4 des Seils. Ja. Jeweils 5 von der Hilfe, right? Ja, nein. Nee, wir würfeln einen Würfel. Ihr dürft einen Würfel dazu machen, ja, ganz genau. Ist viel besser. Das ist wahr. Das ist 22. Das sind 22. So, das du reicht hast alle deine Statuseffekte unterdrückt. Ja. Du bist aber angetrunken. Das ist wahr, das heißt, ich kriege, anhalten, du musst bei jeder Herausforderung deinen besten Würfel nochmal würfeln, das schlechtere Ergebnis zählt. Ja. Ja, das ist nur für den Besten. Ich habe wie viele Punkte? 22 plus 1W.
Dann würde ich... Mit einem Drama kannst du eine Erschwernis wegmachen, ne? Nur für den Kopf. Oh ja, das ist auf jeden Fall etwas, was ich tun möchte. Dann sind wir aber nur noch 50. Ja. Das möchte ich auf jeden Fall machen. Könnte ich 2 Dramapunkte einsetzen? Kannst du. Ja, kannst du. Das war dann gar würde ich das mehr. Nämlich tun, weil ich sehe das tatsächlich gerade okay. als Olex großen Moment. Ich du gebe gibst dir 2 Dramapunkte aus. Ja, du also schwingst dich davon. Stein also, Oleg. Ich wette, es gab auch weg nach oben und wir haben einfach nur nicht gesehen. Oleg peilt die Lage. Und in seinem völligen Suff mittlerweile, denn er war ja angetrunken und ist jetzt nochmal angetrunken. Er ist tatsächlich sternhagelvoll. Ihr bemerkt davon nichts, denn er ist ein erfahrener Trinker. Er kann das vor Offizieren verstecken, vor Kapitänen verstecken, vor Freundinnen verstecken, vor Freunden verstecken. Aber in seinem völligen Stupor entwickelt er plötzlich eine absolute Klarheit. Und er wird eins mit diesem Berg. Er sieht diesen Berg als das, was er ist. Er atmet den Berg. Stupor. Und in diesem Wirrwarr aus losem Geröll und scharfkantigen Steinen und kaum zu erklimmenden Eisflözen entdeckst du den einen Weg, den du sie alle hochahlen kannst. Denn so würde ein Aal dort hochklettern. Aale sind ja imstande, wenn sie genug befeuchtet wurden, einige Distanzen über Land zurückzulegen, wenn sie überleben müssen oder sich paaren wollen. Und du willst gerade beides davon. Ja, oder mindestens eins davon. Ich will mich paaren. Wenn du dich jemals wieder paaren willst, musst du jetzt überleben. Also, die Schwierigkeit ist noch 35. Du hast 22 und einen Würfel von dir und 2 Leute, die mit einem Würfel helfen. Dann, ich kaufe einen Würfel. Ja. Der Pole, der klettert, ist gekommen zu siegen. Dann nehmen wir nochmal diese 2 da raus. Ja, die sehen mir nämlich nicht der gut Ahlende aus. Muss erwachen. Manche Oleg. Der muss erwachen. Und ich, immer ich habe eine Blitz und eine 9. Wow. Okay. Und du musst den Blitz nochmal werfen. Ah. Weil es dein bester Wurf ist. Wieso? Weil er scheiße, weil du besoffen bist. Ach so. Der ist eine 9, ist kein Problem. Ist auch in Ordnung. 2 9. Okay, ich würfel mal. Ich nehme gerne. Ist eine 9. Jetzt ist aber Druck. Der Druck ist hoch, da. 44, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Oh Gott. Übrigens ist gerade sehr ikonischer Moment. Ich bin tatsächlich schon mal einen Berg besoffen hochgeklettert. Oh. War's gut? Es war fantastisch. Hast du gelebt? Ja, gut. Nee, ist nicht gut genug. Ich sitze hier. Das ist gut. 49. Eine 49, ja. 49? Was hab ich umgeschmissen? Ich brauche 35. Was habe ich umgeschmissen? Du brauchst 35. Ihr seid jetzt bei einem Jahr. Ihr seid 6 Punkte unter einem Jahr und. Das reicht. Aber du könntest. Ihr könnt das Seil opfern dabei. Das wären genau die 6 Punkte, die ihr für das Jahr und braucht. Brauchen wir diese Seil für ja. Tage? Und? Dringend? Nein, braucht ihr nicht mehr für dann die Tage. Dann opfern wir Seil, ist kein Problem. Kletterpickel ging auch. Oder der Kletterpickel. Na, das ist Waffe. Ich gebe zurück, Frau Rettermeier. Ich lasse lieber Seil zurück als Kletterpickel. Also es ist viel einfacher natürlich, bei sowas hochzuklettern, wenn man Teile des Seils Stück für Stück zurücklassen kann und sie nicht überall wieder entfernen muss. Ist wahr. Ja. Ihr opfert das Seil. Gut. Und das erspart euch allen einen zusätzlichen Punkt Erschöpfung, um da hochzukommen. Aber. Monkey Oleg! Es kostet euch insgesamt 2 Punkte Erschöpfung, die ihr auf euch verteilen könnt, wie ihr wollt, um Bolek da hochzuschaffen. Entschuldigung. Bei mir ist nicht viel Platz für Erschöpf. Und alle außer Bolek bekommen ich geb eine Erschöpfung. 6 Punkte. Statuseffekte durch die eisige, so. Klirrende Kälte während dieses gesamten Aufstiegs abzüglich ihres Kälteschutzes außer Bolek. Also 3. Also richtig kacke. Ja. Soll ich beide nehmen? Kann ich Punkte auf 6 Punkte hast du gesagt? Auf Unterdrückte packen? Du kannst, ja. Wenn die noch bleiben frei dann Platz unterdrückt? Ist, ja, die sind dann immer noch unterdrückt. Okay, dann würde ich hier schon mal 2 nehmen. Ich bin gerade richtig und dann froh, nehme dass ich noch diese Robbenfelljacke habe. Nachdem ich was getrunken habe, kriege ich schnell wieder Hunger. Ja. Hä, wieso? Ich dachte, jeder von uns muss 2 nehmen? Nee, nein, wir kriegen alle 6 durch Kälte, aber wir müssen noch mal welche auf uns verteilen. Was ist das für eine wundervolle Jacke, Mütze und Handschuhe? 2 unterschiedliche Sachen. Ja, 5. Minus 1. Dann kriegst du nur 1. Wirklichkeit. Dann kriegst du noch 1 Punkt durch Kälte. Ach komm, wo? So wie kannst ich auch. Ja, Erschöpfung. Also Erschöpfung. Hier läuft es über auf. Erschöpfung, oh solange du hast und danach andere Sachen. Ich glaube, jetzt es ist wird also Schmerz. Immer kälter, ja. Ja. Ah, jetzt es wird immer kälter. Je weiter ihr aufsteigt, desto klirrend kälter wird es und der Wind bläst stärker. Aber ihr kämpft euch diesen Berg hinauf. Oleg führt euch, als wäre er dazu geboren, Bergführer zu sein. lallt irgendwelche unverständlichen Befehle, aber immer in die Richtung, in die er zeigt, erkennt ihr sofort, was er meint.
es ist ein Mysterium, wie ihr das schafft, dort hochzukommen. Aber oh, es kann erklären. Ich hatte Klettern gelernt von guten Freund von meinem Vater. Kam nicht aus Polen, kam aus Nachbarland. Ich habe den Namen nicht mehr genau im Kopf. Svato, ich weiß nicht. Konnte gut klettern. Und schließlich erreicht ihr das Plateau. Mhm. Oleg als erster und dann nach und nach, einer nach dem anderen, der Rest von euch. Als letztes kommt bibbernd und zitternd Siggi hoch, der sich nur noch die Arme um den Torso geschlungen hält und einen Schritt vor den anderen stolpert und direkt oben einfach auf die Knie sackt und sich gegen einen Felsen lehnt. Seine Lippen sind... Nein. Sind blau. Er bibbert und er greift nach seiner Wollmütze und nimmt die ab. Ich gehe hin. Die ist so heiß. Nein, die ist nicht heiß. Ich schmeiß die Wollmütze weg. Ich greife sie, setze sie wieder auf. Die ist so heiß. Ich muss mich abkühlen. Okay. Seggy. Seggy. So heiß. Seggy, du und der Krake, ihr seid jetzt beste Freunde. Komm mal mit. Ja, ich... Komm mal mit zum Kraken. Ich und der Krake sind beste Freunde. Ihr seid nämlich beide voll mit Zigaretten. Und ihr kuschelt jetzt. Mir geht's gut. Australier, fass mal seine Stirn an. Ich weiß nicht, ob er hat Fieber. Nein, er ist eiskalt. Das nennt man Kälteidiotie. Ich bin kein Kälteidiot. Ja, genau. Du warst schon vorher nicht der Typste. Hat jemand geschaut, ob Ratte echt? Die Ratte ist seltsamerweise echt. Raymond, es rappelt in der Dose. Raymond, the rodent of Ramsgate ist in Ordnung. Das macht mich glücklich. Ja, the rodent of Ramsgate. Während die über Ratten reden und sich um Siggi kümmern, sehen Fritz und Lilly-Sophie Wettermeier, was ihr da erreicht habt. Ein Bunkergebäude, der Eingang zu einem Bunker, um genau zu sein, eine schwere Betonkonstruktion, verstärktes, überragendes Dach mit 1 Meter Dicke, ein riesiges, wie so ein Garagentor, im Prinzip aus Stahl, das den Eingang versperrt, daneben eine stählerne Tür, schmale Feuerschlitze, durch die man von drinnen nach draußen schießen kann. Und, Tür offen oder zu? Zu. Mhm. Das Gebäude ist in die Felswand hineingebaut. Es erhebt sich ein Stück dahinter nochmal ein größerer Komplex aus dem Fels. Scheint achteckig oder sowas zu sein, so schrägen, wie so eine Art Kuppel mit gewaltigen Stahlplatten oben auf der Spitze, die das Ganze krönen wie die Cheops-Pyramide, nur halt mit einem achteckigen Grundprofil. Und daneben ragt dieser windschiefe Funkmast auf, an der da so vor sich hin rostet im eisigen Wind. Ich gehe zur Tür. Ich komme mit, da ist bestimmt ein Funk. Ihr geht auf die Tür zu. Neben der Tür könnt ihr sehen, dass eine Strickleiter vom Dach runterhängt. Die Tür ist beschossen worden zu irgendeinem Zeitpunkt. Bestimmt 50 Schuss oder sowas wurden auf Teile der Tür abgefeuert. Kurze Frage. Irgendwas ist da auch explodiert. Da sind also Schrammen und Kratzer und Ruß- und Dreckspuren. Die Schießscharten sind alle unter Beschuss genommen worden zu irgendeinem Zeitpunkt. Das Beton abgesplittert. Hatten wir bei dem Soldaten, den wir gefunden haben, war das relevant, dass man erkannt hat, dass es ein erster Weltkriegsgewehr war? Das ist ein zweites Weltkriegsgewehr. Zweiter Weltkriegsgewehr? Okay. Gut. Das ist das SMLE Mark IV. Alles klar. Das ist das Lee Enfield-Gewehr des Zweiten Weltkriegs für Fallschirmjäger. Alles klar, ich hatte gehofft, es wäre schon eine alte Geschichte. Ein Versuch war es wert. Eine dumme Gun. Vielleicht haben die Einschlaglöcher schon gerostet oder sowas. Sieht das frisch aus oder ist das schon ein bisschen angegammelt? Ich versuche die Tür zu öffnen, trotzdem. Die Einschusslöcher. Sämtliche Beschussspuren an der Tür sind angerostet. Das ist schon längere Zeit der Witterung ausgesetzt. Also ich versuche, die Tür zu öffnen. Ja, da ist keine Klinke oder sowas. Ich kletter da das Seil hoch. Da ist nur so ein Handgriffrohr. Ja. Und abgesehen davon, dass es ziemlich kalt ist, zum Glück hast du Handschuhe an, aber diese Tür rührt sich keinen Millimeter. Okay. Ich fange an, diese Leiter hochzuklettern. Ja, du steigst die Strickleiter hoch. Das ist recht mühelos möglich. Die ist oben mit so recht primitiven Wurfankern, die da vor sich hin rosten, an der hinteren Dachkante angehakt und führt dich auf das Dach dieses Gebäudes. Und ich gucke mich nach einer Luke um. Mhm. Lilly, was siehst du? Du findest eine Luke. Du findest eine Öffnung, aber die sieht
Und zwar hat jemand dort mit Werkzeug und sehr grober Gewalt so ein Lüftungsaufsatz aus Metall komplett kaputt gehackt und weggerissen. Darunter klafft jetzt also ein rundes Loch in dieser Bunkerdecke, das ein Stück runtergeht, aber dann sofort scharf 90 Grad um die Ecke winkelt. Und das sieht ziemlich eng aus. Also vielleicht könntest du dich da durchquetschen. Mhm. Also um genau zu sein, von euch allen, du und Oleg hättet wahrscheinlich die besten Chancen, da durchzukommen. Bolek aktuell sowieso nicht, Bennett nicht. Ja gut, der Schiffsjunge, der käme ich da vielleicht auch durch. Ich bin ganz ehrlich, ich glaube, ich komme nicht durch. Mir tut alles weh, ich glaube, ich kann nicht. Mir tut alles weh, du weißt gar nicht. Also ich gehe wieder rüber zur Dachkante und rufe runter. Ich habe hier nur, dass ich das gefunden habe, diesen Schacht und ob Fritzi die Tür aufgekriegt hat. Nee, die Tür bewegt sich nicht. Dann soll ich da reinkrauchen? Ich komme erstmal auch nach oben. Ich kletter auch die Strickleiter hoch. Da wird Schruwe noch zum Seemann, ha? Huh? Plötzlich klettert er. Ja. Gut. Mhm. Dann. Statuseffekte hast du aktuell nicht unterdrückt? Ich habe Erschöpfen 3 insgesamt nicht unterdrückt. Also 3 Statuseffekte, die du nicht unterdrückt hast. 2 Statuseffekte, ja. Oder? Nee, es sind insgesamt. So, naja, es sind. 3 Tokens. 3 Tokens, ja. Einmal Stress und 2-mal Erschöpfen. Mhm. Machen wir eine Herausforderung, um darauf zu klettern. Oh, echt? Und würfel mal wegen deiner Verletzung, was helfen? Passiert. Ach, stimmt. Oh, muss die Hand reichen? Ich muss ja erstmal damit anfangen. Ich hasse diese Verletzung. Scheiß Engländer. 8 heißt, ich krieg einen Schmerz. Du bekommst einen weiteren Punkt Schmerz. Und 9. Dann für die Herausforderung dann. Ja, aber du bekommst einen weiteren Punkt Schmerz. Ja. Das heißt, du hast jetzt -8 auf deinen Pool. Da hochzukommen ist trivial. Die Schwierigkeit ist eine 5. Ja, okay. Ich habe. Aber erschwert wegen eisigem Wind um eine Stufe. Und weil das ganze Ding ja auch so ein bisschen überfrostet ist, also es ist einfach, es ist eine 10. So, gut. Du hast -8 auf deinen Pool. Ich habe eine 9 gewürfelt. Das ist 1. Ja. Also habe ich 1 und ich habe Geschick 6 und Athletik 5, dann habe ich 12. Mhm. Das ist dann ein Ja, aber. Das ist ein Ja, aber. Ich würde ihm die Hand reichen. Du willst ihm dabei helfen? Ich habe. Nein, nein. Nee, aber nur so auf den letzten Schritten. Okay. Nein, nein, ich habe gar keine. Symbolisch. Ja. Ich habe gar keine. Ich stehe ja eh schon da. Mhm. Ich opfer noch einmal Moral, damit ja. Warte mal. Vielleicht kann ich auch einfach rufen zu Fritz und ihm werfen. Kletterpickel gibt +6 bei Klettern. Bei einer Strickleiter glaube ich auch nicht. Aber egal, ich bin durch. Ich bin ja dann hoch. Ich bin ja beim Ja dann, ne? 17? Was? 17? 17 ist 7 Punkte über einer 10. Das sind 3 Punkte zu wenig. Gar keinen Bock. Kannst du noch einen Punkt Moral ausgeben? Soll ich dir helfen? Könnte, nee. Ganz kurz, Moral kriegen wir schon wieder. Ja, Moral, ich habe halt alles, was ich habe. Gerne. Mein Kaviar gibt Moral, meine Spielkarten geben Moral. Dann gibst du sie aus, dann kriegst du keine neue. Moral ist übrigens die dankbarste Ressource, um sie zu verfeuern. Moral ist extrem leicht zu regenerieren, durch diverse Dinge. Ja. Nee. Ist also immer ein guter Ratschlag, mit der Moral als erstes runterzugehen, dann mit der Ausdauer, dann mit der Gesundheit. Also 22 jetzt. So. Du hast, ja, die anstrengendste Strickleiter meines Lebens. Es ist zum Gott erbarmen, wie schwierig die einfachsten Dinge werden können, wenn man auf dem Zahnfleisch geht. Ja. Ja, du kommst da auch oben an. Gut. Jetzt, wo du das übrigens einmal geschafft hast, bist du sicher, du kriegst es besser hin, wenn du wieder runter musst. Da, guck, Fritzi. Ich glaube nicht, dass du da reinpasst. Nee, ich habe zugenommen auf dem Schiff als Einziger, glaube ich. Aber was ist denn, wenn ich jetzt da reinkrauche? Wenn man dich schüttelt, klapperst du. Wenn ich jetzt da reinkrauche, kannst du die Tür von innen aufmachen? Da ich Experte in Bunkern bin. Das, ha, witzig. Witzig. Gehe ich davon aus? Ja. Fritz? Ja. Du bist zwar ein Experte im Bunkern und zwar nicht in Bunkern, aber du hast gewisse Erfahrungen mit Einbrechern. Ja. Du hast mit welchen mal gearbeitet, du hast auch selber mal was entsprechend gemacht. Natürlich
ist das nicht so ganz dein Ding gewesen als Schwarzmarkthändler, aber du hast da Erfahrung. Du kannst sehen, hier ist definitiv schon mal jemand durch. Da sind ein paar Schleif- und Abriebspuren, und zwar so von wahrscheinlich so von Gürtelschnallen oder Messingteilen oder Ausrüstungsteilen. Irgendjemand ist da schon mal durch. Und wer auch immer da durch ist, war vermutlich kein Kind. Ja. Es müsste also möglich sein. Es müsste durchaus möglich sein. Muss ich dir irgendwas? Nee, du hast. Brauchst du irgendwas? Ich weiß nicht, wenn ich weiß nicht, womit ich die Tür aufmachen soll. Die sah so verbeult aus. Ich habe eine Axt. Du hast eine Axt? Ich habe eine Axt, ja. Ja, naja, dann hast du. Verbeult wegen Beschuss und Explosion ist nur die Tür gewesen. Nicht das doppelt große Garagentor daneben. Ah, okay. Da hat sich offensichtlich niemand Illusionen gemacht, das aufzukriegen von außen. Okay, dann glaube ich, dass ich da einfach reinkrauche und versuche, von innen irgendwie dieses Tor zu öffnen. Okay, du schlüpfst da rein und durch. Ja, passt genau. ja, also bequem ist das nicht, aber du schaffst es, dich da durchzuwinden. Wie machst du das? Rückwärts, also mit den Füßen voran oder mit dem Kopf voran? Mit dem Kopf voran. Okay, du windest dich da also durch, drehst dich um diese 90-Grad-Biegung und es geht fast 2 Meter durch diesen Schacht, weiter bevor ein zweiter Knick kommt und es nach unten geht. Und dort ist eine Öffnung in den Raum. Dort war mal ein Rohr angesetzt, aber das ist abgerissen, denkst du, weil du kannst es nicht mehr fühlen, dann ist nur noch die Ringfassung von da, hast du Licht. Sie hat eine Taschenlampe. Ich habe meine Taschenlampe. Denn es fällt nur erbärmlich wenig Licht durch die Schießscharten in das Innere hinein. Du wurmst deine Taschenlampe an dir vorbei nach vorne hoch. Du machst sie an, du leuchtest und du siehst eine Garage. Ein Fahrzeug, ein Geländewagen mit Halbkettenantrieb, irgendeine Art groteskes Motorradmonstrum, ein Laufsteg an der Wand entlang und dann fällt dein Lichtschein direkt auf einen englischen Soldaten, der ein Maschinengewehr auf dich gerichtet hat und dich aus eingefallenen, leblosen Augen mit gebleckten Eismumienzähnen anstarrt. Der sitzt dort halb auf der Treppe an das Geländer gelehnt mit einem Brennmaschinengewehr auf dem Schoß. Direkt auf dich gerichtet, der Blick genau zu dir. Aber er ist tot. Ich glaube, ich erschrecke mich trotzdem ganz schön dolle. Ja, du bekommst einen Punkt Stress. Okay. Du hörst ein kurzes abgehacktes Quietschgeräusch, denn eine Wettermeier kreischt ja nicht. Und kurz gefolgt von etwas Schnappatmung, die sich dann langsam wieder beruhigt. Lilly, alles gut? Gut. Ja, natürlich. Okay, dann weitermachen. Okay, also ich habe festgestellt, der ist tot. Ja. Und ich versuche mich jetzt da so runter zu hängen zu lassen. Du schlüpfst raus und runter und landest sicher auf dem Betonboden der Vorhalle. Das ist so eine Art Ladedock. Mit dem Tor vorne und der Tür. Und abgesehen von den beiden Fahrzeugen ist da nichts weiter. Vielen Dank. Okay, ich habe auch in jede Ecke reingeleuchtet. Also weitere Türen sind da noch, die führen raus aus diesem Raum. Gesundheit. Wenn auch jemand niest. Ja, süß. Also ich sehe da jetzt, ist das auch schon das Garagentor, ja? Also ich gehe zu diesem Garagentor. Daneben befindet sich ein elektrischer Schalter und eine Handkurbel mit Getriebe. Na, das betätige ich doch. Was davon? Na, die Handkurbel, also erstmal den elektrischen Schalter. Du drehst den Knopf auf Öffnen, in Potsdam geschrieben. Und es passiert nichts, es macht einmal leise Krieg. Redest du von einer Schriftart? Ja, eine Schriftart. Geil. Die Schriftart Potsdam ist super nazig. Macht einmal Klick, aber nichts passiert. Also betätige ich die Handkurbel. Ja. Oh, kein Strom. Und mühsam kurbelst du dieses Tor auf. Du bekommst eine Stufe Erschöpfung, um es weit genug aufzukurbeln, dass ein Mensch da durch kann. Das ist halt voll fies hier zu mir. Ja. Es muss überlaufen. Licht kommt von draußen herein, kalter Nach Wind pfeift herein. Schmerz. Krieg ich langsam Schmerz. Ja. Tut mir weh. Ja, vor allem deine Schulter, ne? Gut, das heißt, ich kletter wieder runter und gehe da rein. Ja. Du kletterst runter. Das klappt besser als hochzuklettern. Und du gehst rein. Drinnen ist es kein Stück wärmer als draußen, aber wenigstens bläst kein Wind mehr.
Und du siehst ebenfalls das, was sie gesehen hat. Und jetzt, wo noch mehr Licht von draußen reinfällt, könnt ihr außerdem noch etwas lesen, nämlich an der euch direkt gegenüberliegenden Stirnwand der Halle steht ebenfalls in dieser Potsdam-Schrift an die Wand etwas geschrieben, nämlich Ankerstation Alberich. Alberich. Ankerstation Alberich. Rauchen verboten, Motor nach dem Parken abstellen. Kein offenes Feuer. Ich schleife erstmal den Schlitten rein und suche querz, ruckend, ziehend. Ach, davon wache ich auf. Ja, Bolek. Ich habe so richtig, ich hab so richtig keine Peilung, bin so richtig schlecht drauf. Krieg leider zwei Stress, also noch einen Stress. Nee, ich krieg. Ach so, ja. Du wachst auf und. Den einen kannst du wieder haben. Ja, ein deutscher Soldat packt dich am Kragen und sagt: Ich sagte Papiere, Pole! Papiere! Ich schlag in die Richtung. Ja, du schlägst in sein Gesicht direkt unterhalb des Stahlhelms in Richtung Auge. Er wankt zurück und während er zurückwankt, löst er sich so in die Nebel des Erwachens auf. Bennett. Mhm. Kurwa, ich hab einen Zaun geschlagen. Du zerrst ihn rein, beugst dich über ihn, um nach ihm zu gucken, und er schlägt dir mit der Faust ins Auge. Ach Gott, war der Australier. Du bekommst einen Punkt Schmerz. Tut mir auch so leid. Pollack, du Bastard. Oh. Du hörst noch die Hunde irgendwo in der Ferne bellen. Gut, war Entschuldigung. Aber dann entschwindet es. Entschuldigung. Wir sind in dem Haus. Ich hab gedacht, du bist... Weißt du, was Struve gesagt hat, dass er das da gelesen hat? Weil ich glaube, er liest mal leise sprechend. Rauchen verboten. Ist die Hölle. Warum musst du mir Angst machen jetzt? Und Motor abstellen. Vielleicht zwei Dinge, die du nicht kannst. Ich schleife ihn erstmal weiter rein. Wenn alle drin sind, mache ich die Tür erstmal wieder zu, damit die Kälte nicht reinkommt. Ja. Zusammen mit Siggi, wenn er helfen kann, aber ich glaub's ja nicht. Siggi kann nicht helfen. Der setzt sich kurz auf die Treppe, steht wieder auf, geht auf und ab, zieht seinen Pullover aus. Siggi! Mir ist heiß. Zieh dich wieder an. Mir ist heiß. Unanständig. Frauen sind im Raum. Oh. Das stört mich nicht. Ja, können wir nicht... Das stört sie? Das ist nicht decent. Das ist nicht gut, dass du so nackt bist. Mein Unterhemd drunter, zieht seinen Pullover. Jetzt erzähl ich deiner Verlobten. Lisa, nein! Nein, dann will sie mich in 2 Jahren nicht heiraten. Yeah. Oleg? Ich habe schon den Verlobungsring gekauft. Was ist denn das Feuerholz? Ich habe hier, ist Brennmaterial. Hab ich hier, ist guter Kiefer. So, Fritz. Ja. Brennt schnell und viel. Ich will mich da umgucken, wer hätte das gedacht. Irre. Findest du eine Heizung? Wobei, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, es ist Eiche. Von Farbe aus, ich denke, es ist Eiche. Öffnest du geschlossene Türen oder erkundest du erstmal den Bereich, wo die Türen offen sind? Na, erstmal erkundige ich, ist ja jeder Bereich, in den ich komme, der neu ist. Ja. Kann ich ja mich umgucken. Für mich ist jetzt erstmal dieser offene Bereich neu. Ja. Und ich möchte das sozusagen zweimal machen. Genau, also erstmal erkundest du und dann öffne ich Türen und erkunde nochmal. Nein, nein, das ist dann schon eine Location. Aber direkt neben dieser Garagenhalle befindet sich ein Raum mit einem Wassertank, mit einem kleinen Generator und mit der Belüftungsanlage, die beschädigt wurde, als jemand sie von außen aufgebrochen hat. Das ist so eine klassische Handkurbel-Bunkerbelüftung. Ja. Der nächste Raum, der abführt von dieser Garagenhalle, ist ein Wachraum, der eine weitere Schießscharte hat in diesen Garagenraum. Und dort befindet sich nicht viel mehr als ein Tisch, einige Stühle, ein Bild des deutschen Reichskanzlers bis 1945, das jemand sehr gründlich mit einem Messer zerschnitten hat und einen Dartpfeil draufgeworfen hat. An der Wand hängt eine englische Fahne direkt daneben. Auf dem Boden darunter liegt liegt eine Fahne, die nicht die Fahne ist, die du vermutet hättest. Aber da liegt jedenfalls eine zusammengeknüllte Fahne auf dem Boden. Das ist nicht die deutsche Fahne von bis 1945. Irgendwas anderes.
Eine gepanzerte Tür führt weiter nach rechts und nach links ist ein Aufenthalts- und Schlafraum mit insgesamt 8 Betten, also 4 Doppelstockbetten, nochmal einem Tisch, einer Tür, auf der steht in Potsdam geschrieben Toilettenraum und eine Tür, auf der steht Vorratskammer, betreten nur mit Befugnis. Ich bin Offizier, gar kein Stress. Mhm. Das ist der Kiosk. Offiziersgleis. Und da sind Tote. Und zwar an dem Tisch sitzt ein toter Brite, zusammengesunken am Tisch, noch mit einem Füllfederhalter in der Hand. In dem einen Bett liegt eine Leiche, ein Toter liegt mitten im Raum. Ich bin ja doch ein bisschen auch durch die Drogen- und Gaunerszene und so, habe ich vielleicht doch die ein oder andere tödliche Verletzung in meinem Leben schon mal gesehen. Ja. Kann ich bei denen irgendwie erkennen, dass da eine Außenwirkung war oder nicht? Also du kannst sehen, hier wurde gekämpft. Also okay. in dem Vorraum wurde gekämpft. Ja, die Einschuss, ja. Da sind Schussspuren, da sind Blutspuren, da sind Explosionsspuren. Aber keiner von diesen Briten, die du jetzt hier gesehen hast, ist erschossen worden oder mit einer Klingenwaffe erstochen oder erschlagen worden, dass du etwas nämlich erkennen könntest. Okay. Die sehen aus, als wären sie schlagartig gestorben, wo auch immer sie gerade waren, als es passierte. Durch die Toilettentür kannst du tatsächlich sehen, einer von ihnen sitzt tot auf dem Klo. Mhm. Halb verdorrt und gefroren. Mhm. Auf dem Tisch haben sie einige Vorräte zusammengetragen. Ja. Da stapeln sich Konservendosen. Gut, gute Leute. Sollten wir nicht erstmal die Toten rausbringen? Und ich bringe das ja alles ein. Im Vorratsraum übrigens findest du keinerlei Vorräte. Dafür findest du dort weitere Leichen. Nämlich unter einem Tuch abgedeckt. Nimmst du das weg? Mhm. Ja. Gut, unter einem Tuch abgedeckt findest du 8 tote Soldaten in deutschen Uniformen. Einige mit Mützen, einige mit Helm, die eindeutig zersprengt und oder erschossen wurden. Mhm. Sie tragen Armbinden am rechten Oberarm, die du noch nie gesehen hast. Mhm. In so einem purpurrot. Ist das das und gleiche einer wie der die Flagge? Toten, was? Ist das gleiche Rot wie die Flagge? Mhm. Und einer der Toten trägt einen weißen Kittel und einen Anzug mit Krawatte. Und hat eine Schusswunde seitlich in der Schläfe mit Schmauchspuren. Mit Schmauchspuren? Ja, aufgesetzter Schuss. Die wird so ein bisschen anders. Bei so viel Tod. Ja. Okay, ich nehme trotzdem, ich weiß, welche Vorräte da sind. Aber ich brauche die ja nicht, weil die liegen da. Exakt. Das heißt, ich gehe zurück. Ja. Also finde ich noch, sagen wir, Gegenstände, die ich glaube, aber der hatte so viel. Hattest du noch Werkzeug? Habe ich das in meiner Erinnerung? Ich habe eine Werkzeugtasche und einen Engländer. Ja, ich brauche kein Werkzeug. Im Zweifel tue ich einfach seit Beginn der Sessions immer so, als hätte ich einen Hammer. Ich habe eine Axt. Du hast ja auch einen Hammer. Mir ging es nur darum, ob wir noch Werkzeug aber brauchen. Aber Fritz ist gerade solo unterwegs mit Frau Wendemeyer. Ja, aber ich wollte jetzt einfach nur... Nee, Fritz solo. Mit solo unterwegs. Wir packen gerade so ein bisschen aus. Erstmal macht es hier, losgezogen, weil er macht es hier noch Sinn, ja, nochmal nach wertvollen Random-Gegenständen zu suchen? Weil zielorientierte Gegenstände habe ich nicht. Weil macht ja schon mal Sinn. Du hast ja auch so einen Instinkt, was du so findest, was brauchbar sein könnte. Ja. Gibt es irgendeine grobe Richtung, die dich interessiert? Lebensmittel, Waffen, Ausrüstung, Munition. Briefe. Na, es geht eher so in Richtung Ausrüstung. Liebe Mama, heute war kein guter. Prio ist Ausrüstung. Wir hatten halt 2 Lebensmittelkisten und hier liegen Konserven rum. Es ist kalt. Ja, deswegen Ausrüstung. Das ist, also zähle ich auch Kleidung und so weiter dazu. Ja. Und dann geht es schon weiter in Waffenrichtung. Aber ich mache mir zum Beispiel, wir haben ja gesehen, da liegt ein Maschinengewehr. Ich weiß nicht, ob das noch funktioniert. Was Paul eigentlich antworten wollte, ist in dieser Reihenfolge. Ja, genau. Oh, er findet Young Spikey. Der Schon von Old Spikey. Ein kleiner, hässlicher Fisch. Also, erst Ausrüstung, dann Waffen, dann alles andere.
Okay. Dann kannst du ja mal bei den Sachen gucken, ob du auf irgendwas davon würfeln möchtest. Glaubst du was? Was ihr an Waffen in jedem Fall finden könnt. Das beides hier, nämlich das Brennmaschinengewehr, das vorne in der Halle liegt, und eine Sten-Maschinenpistole, die auf dem Tisch liegt. Oh mein Gott. Habe ich Maschinenpistole gehört? Mich schaudert es ein wenig. Ja. Okay. Oh, hier, das kannst du auch noch finden. Muss ja da mit deiner Fähigkeit, ne? Das gibt's da auch. Sortieren. Man kann das nicht machen, nachdem wir Statuseffekte abgebaut haben, aber wir haben keine mehr. Ja. Wir haben vergessen, welche mitzubringen. Ach so. Ist egal. Im Zweifel kriegst du Nachteilstokens. Jetzt weiß ich wieder, was die Sache war, die ich heute Morgen noch machen wollte: Statuseffekte mitnehmen. Ich habe dreimal dran gedacht und es vergessen. Gut. Ich habe. Ja, gut. Wir wissen einfach, ich habe eine komplette Schmerz-Variante, die hier unterdrückt ist mit meinem Moral. Das heißt, ich nehme die drei, aber ich möchte mehr. Das heißt, ich unterdrücke nochmal mit Moral mein Erschöpfen. Dafür, um Tokens zu sparen. Das ist sehr nett von dir. Und nehme 5 Würfel. Ja. Also nehme ich 5 Statuseffekte auf mich. Ja. Was? Das ist ja kein Problem. Er sucht das jetzt alles sehr gründlich ab und versucht, möglichst viele von diesen Gegenständen zu bekommen. Genau. So, das heißt, oh mein Gott. Im Icarus-System ist das jetzt grundsätzlich so, es gibt 2 Arten, an Gegenstände zu kommen. Grundsätzlich nämlich, ich sage, was ihr definitiv kostenlos sozusagen bekommt. Und alles andere ist nicht zwingend tatsächlich da und tatsächlich brauchbar. Das ist in Potentia da. Und man schaltet das entweder mit Dramapunkten frei oder mit Spezialfähigkeiten, wie Fritz sie hat. Das ist meine Reihenfolge von... Sagt er in Reihenfolge ist eine Robbenfelljacke, englischer Tee, Schneeschuhe, Fliegerschokolade und ein weißer Kittel. Ja. Ominös. Dann würfeln wir doch mal. Und ich muss jedes Mal... Über den Opferwert, ne? Über den Opferwert kommen, um das zu haben. Bei der Romfeljacke ist das eine 8. Ja. Also du müsstest die 9 würfeln, um das zu kriegen? Nee, ich muss die 8 reicht. Ja. Ach so. Das ist eine 1. Die Romfeljacke fängt an zu brennen. Als das ist die 9. Du hast schon mal eine Romfeljacke gefunden, die etwas taugt. Englischer Tee ist eine 6 oder höher. Ja, solange ich... Er kann Würfel kaufen, bis zu 5 Stück, nicht geklappt. Aber es sind mit dem weißen Die Einsen rollen heute. Ja, immerhin der englische Tee ist safe. Aber achso, das nur in der Reihenfolge darf er das anbieten. Ja, in der ich das selber festlege. Da wer gierig ist und ganz nach vorne das Teuerste packt. Ja. 2 Stück hast du bekommen, Robbenfeljacke. Ja, man geht damit halt auch nur mal sicher, dann die besten Sachen vielleicht definitiv zu kriegen. Das ist clever, finde ich. Ja. Kannst ja aber verschiedene Sachen weisen taktieren. Und in der Robbenfelljacke findest du etwas gratis. Was? Nämlich ein Feuerzeug. Die ziehe ich auch übrigens an, die Robbenfelljacke. Und ich habe hier jetzt... Dann bist du dieses widerliche gelbe Ölzeug los, nehme ich an. Ja, aber das verteile ich natürlich. Also ich komme jetzt damit zurück. Ich erzähle den Leuten, was ich gefunden habe, was ich entdeckt habe. Tote. Jede Menge Tote. Ganz viele Tote. Lila Nazis? Ich weiß es nicht. Oh nein, Lila Nazis. Das sind lila Nazis. Es sind so purpur, lila, also sie haben andere Binden, sehen aber eindeutig... Weil sie sind schon dort etwas länger, oder? Sigi geht... lila Haut? Geht zu diesem am Boden liegenden Banner in dem Wachraum. Ja. Und hebt es auf. Eindeutig Fan... Hält mal Bolek auf, damit auch mal schauen kann. Ich glaube, genug gesessen, ne? Hält das so langsam hoch gegen das Licht. Nochmal Entschuldigung, bitte. Ich dachte, ich zeige euch mal, wie das aussieht. Ja. Das sind beide Männer, hä? Ja. Das sieht nämlich so aus. Moment mal. Hat irgendjemand schon mal gesehen, dieses Zeichen? Bisschen wie Sonne, hat Hörner, ist verwandt mit Stern? Was zum Teufel ist das? Ist das ein Krake? Ja. Das ist aber nicht das Nazi-Ding, richtig? Wo ist es oben, wo ist unten? Ist das allsehende Krake. Sieht ein bisschen aus wie Flattermaus. Es ist. Was ist oben, was ist unten? Das ist eine gute Frage. Ich finde es auf jeden Fall gruselig. Unter den Blinden ist der einäugige König. Er dreht es so ein bisschen rum. Ah, es hat in alle Richtungen Zähne. Ja, aber auf der anderen Richtung ist kleinere Zähne.
Hä, hat Nazi-Kapitän nicht gesprochen von schwarze, zweite, nein, zweite andere Sonne? Ja, huh? Yeah, oh, schwarze Sonne. Sonne, ja, korrekt. Luke ist ja definitiv Sonne. Ich erinnere mich, ja, ja. Pyramidenkraken, Dagel-Auge. Ich warte, ich habe mir notiert. Ich aber glaube, es war zweite Sonne. Sonne. Nein, zweite war Sonne. Zweite Sonne. Zweite Sonne. Aber vielleicht ist das, wir wissen nicht, vielleicht ist das liegt zweite Sonne. Liegt noch irgendwo erste Sonne? Ich weiß nicht. Sehe ich da drüben einen Ofen? Ein Ofen? Ja. Ja, ich hab auch schon, wollte hi, dem... ihr kommt aus primitiven Ländern, richtig? Ihr seid in einfachen Verhältnissen aufgewachsen. Was will uns der Australier sagen? Du meinst der Typ, der hat Krieg verloren gegen einen großen Laufvogel? Ja. Könnt ihr mal den Ofen in Betrieb nehmen? Gucken, ob da auch Abzug frei ist und so. Findest du nicht auch, er sieht ein bisschen aus wie... Du hast mir ins Gesicht geschlagen, ich hatte einen gut. Wie er hat einen Punkt, ich mach Ofen an mit dir. Oleg. Ja. Während ihr euch da jetzt einrichtet, entdeckst du, was Fritz bereits längst ja gesehen hat, die aufgestapelten Lebensmittel, die dort auf dem Tisch sind. Kannst dir diesen schönen Fächer mal inspizieren. Und sofort wird dir das Herz warm. Freunde, wir haben gemacht Jackpot, wie ihr sagt in Australien, glaube ich. Du bekommst einen Punkt Moral, weil da alle Sachen sind, die du brauchst Freunde, heute Nacht, wir werden speisen, als wäre Weihnachten. Wer kann kochen? Heute Nacht, isst du Weihnachten? Ja, es ist Weihnachten. Zufall gibt's. Heute ist Heiligabend. Ich werde machen Bigosch für euch. Guckst du, hier. Bolek, ist Sauerkraut, ist Schwein, in das Pik, ist Dosengemüse, ist mein Gott. Kekse und ein bisschen Milchtablette. Wir können machen billige Bigosch. Wir machen Bigosch. Gute Bigosch. Machen wir Feuer und wir brauchen einen Topf. Wir müssen uns jetzt erstmal ein bisschen sammeln. Siggi ist am Abkratzen. Er da braucht eine Infusion oder zwei. Wir wollten ein Feuer machen. Wieder warm. Nein, mir geht's ich muss mich um Struves Schrapnell kümmern. Generator, kannst du den reparieren? Oh, wir haben genau, ich habe Erfahrung mit Generatoren. Lass uns erstmal den Ofen anmachen. Aber dafür braucht man doch keine zwei Leute, um den Ofen anzumachen. Ja, aber er braucht vor ein bisschen Flüssigkeit in den Adern. Guck ihn hier an, der ist bleich wie der Käse, den er geklaut hat. Fritz, hast du geguckt, hast du gesehen irgendwas, wie es aussieht wie Topf? Da sind Töpfe. Ja, Topf ist da. Topf ist da, sehr gut. Kannst du mir zeigen, Generator, bitte? Und du machst das Feuer an? Ich mach das Feuer mit ich gebe Oleg dir an, Brennmaterial hier. Weil ich hab Brennmaterial da, bitte. Ich hab Sturmfeuerzeug in erster Linie. Also es gibt keine Heizung in dem Bunker. Ein graviertes Sturmfeuerzeug. In der Bunker keine Heizung. Fritz, sagtest du vorhin so etwas wie du hast Brühe? Das hier ist das, der Sanitätskissen. Aber ja. Vielleicht Brühe. Ah, das ist spannend. Brühe ist gut für Bigosch. Ich habe Dosenbohnen. Oh ja, das ist nicht typisches Rezept, aber Brühe ist vielleicht gut. Nee, da steht halt drin, in einer Fadensoße sind die eingelagert. Ah, die Bohne. Ja. Ah, nein, das brauche ich nicht. Ja. So, hat irgendjemand, Papier und so liegt da bestimmt rum. Ich brauche keinen Anzünder für das Feuer, oder? Du hast ein Feuerzeug und du hast echtes Brennmaterial, das nicht improvisiert ist. Das Feuer macht kein Problem. Sofort geht in diesem Ofen ein schönes Feuer los. Es breitet sogar eine wohlige Wärme aus. Ja, ich suche. Es wird ewig dauern, um diesen Betonraum Raum richtig durchzuwärmen, aber in der direkten Nähe ist es toll. Der Generator? Ja, genau, den würde ich mir gerne angucken. Wie sieht der aus? Ja, das ist ein ganz einfacher Dieselgenerator. Okay, ich check mal. Oder ist Benzin, denn, das ist eigentlich egal. Ist Sprit drin? Nein, die Spritanzeige ist auf null. Schlecht. Und alle Kanister, die da rumstehen, sind leer. Schlecht. Geht's mit Alkohol? Ja, wird nicht gut laufen mit Alkohol. Ich guck mal. Du suchst nach Alkohol. Das macht Oleg. Such nach Treibstoff. Möchtest du einen Dramapunkt dafür ausgeben? Auf keinen Fall. Dann findest du keinen Treibstoff. Schade. Niemand ist bereit, hier einen Dramapunkt wegzugeben. Ich stelle mich ans Feuer. Ich habe keine. Geht dann der Schmerz, die schmerzende Kälte aus meinen Fingern? Ja. Kriegt so, kommt er irgendwann wieder? Noch nicht. Okay. Oh, das tut gut. Wollen wir erst einmal eine kurze Getränkerückgabe machen? Ja. Ja. Dann machen wir an der Stelle eine kurze Pause. Ihr habt erfolgreich die Ankerstation Alberich erreicht. Dafür habt ihr erstmal alle einen Dramapunkt verdient. Siehst du, ich finde doch noch Sprit. Na für ihn. Und wir machen eine kurze Pause. Dabei spielen wir Karten. Oh ja, lass uns Karten am Feuer spielen. Ich kann es nur mit vier spielen.
Also wir machen eine kurze Pause tatsächlich in physisch. Also jetzt ja, ist ja, Spiel. Aber wir machen ja auch eine Pause dann. Holt seine Spielkarten raus. Genau, ich hole meine Spielkarten. Fritz holt seine Spielkarten raus. Ja, und ich würde bin nicht dabei, ich rauche gerade eine. Ich okay, das heißt, ich mache mit Oleg, Warren, Lilly und mir, Siggi ist raus. Ja. Eine Kartenpause und haben wir Hartkekse? Ja, ich habe jede Menge. Gut, können wir die mit Kaviar essen? Ja. Das reiche ich als Essen. Während er neben Gosch bereitet. Aber ich brauche trotzdem die Hartkekse. Aber ja, lass uns das nach der Pause machen. Ja, lass uns nach der Pause machen. Das zählt ja als, also ja, so, ich, ja, aber glaube, wir müssen uns ewig rechnen. Ja, ja, das machen wir nach der Pause. Nach der Pause machen wir eine Spielpause, okay. Genau, so würde ich das sagen. Wickeln wir das ab, genau. Fangen wir also mit Fanart an. Und zwar fangen wir an mit Lilly Sophie Wettermeier Fanart. Oh! Und zwar hier, ich habe es zweimal gezeigt, die Kippe weg Szene, einmal das gesamte Bild, geil, wo sie mit einem Tau dem Mann die Zigarette aus dem Gesicht geschlagen hat, bevor sie ihn erschossen hat. So, da sieht man rechts also, was er gesehen hat. Und das finde ich richtig nice, auch mit dem Tuch und alle wieder, das finde ich sehr cool. Mein halbes haben. Sehr, sehr cool. Mhm. Fantastisch. Mhm. Ja. Das war auch wichtig, dass er da nicht raucht. Ja. Mhm. Ja, und ich finde es auch schön, dass von allen Charakteren tatsächlich immer wieder Fanart kommt, was uns natürlich zeigt, dass ihr alle Charaktere irgendwie mögt. Dann haben wir... Frisur auch gut getroffen hier. Dann haben wir hier Krake Aal und Krake Rieke Fanart. Nämlich einmal Rieke als holländische Maus mit dem Käse und dem Speck und der Krake, der mit Speck als fängt die verräterische man ja Mäuse. Ratte, die sie ist. Rieke war doch kein. Ach doch, war sie. Das impliziert das, glaube ich, auch ein wenig. Ja, aber sie hat dich nicht umgebracht oder sowas. Ich meine, sie hätte ja jede Gelegenheit dazu gehabt. Weil sie überzeugt von meinen Qualitäten. Das meiste ich mir von den Dingen, die sie getan hat, also etabliert hat sie am Vorabend getan. Und die beiden hatten ja eine tolle Zeit miteinander. Ja, aber ich bin ganz ehrlich, das rechte Motiv finde ich so geil, das würde ich mir tatsächlich als Tattoo stechen lassen. Das rechte ist schon sehr geil, ne? Mit den Hämmern und dem Aal. Der Blick vom Aal. Der Sauerkrautdose auch, ist alles fantastisch. Der Blick vom Aal ist schon sehr gut. Ja, ich liebe den Blick vom Aal. Ganz toll. Und wo wir bei Aal sind, also haben wir hier nämlich noch mehr. Wow. Nämlich einmal das rechts ist ein Wolper-Aal. also unsere Wolper-Ratten-Maskottchen Wolper-Aal. In Aalform. Und links nochmal die Ölszene aus der zweiten Sitzung. Wo Digger. Bolek bei der Rettung von Lotti. Lotti. Da. So eine okay. geile Style, bei der Rettung von Lotti das Öl aus seiner Ölkanne ins Gesicht gelaufen ist. Sehr, sehr geil. Ich mag wirklich die Mimik, die auch immer einfängt, ist wirklich fantastisch, ne? Das ist wirklich geil. Stil erkennt man natürlich schon wieder. Und wo wir bei Bolek sind, haben wir hier noch mehr Bolek-Fanart. Rechts ist was da passiert. Digga, ist das der eine Käsereibe? Explizites Bolek. Ist das ein holländischer Käse oder freust du dich nur, mich so zu sehen? Ach so, das ist ein Käse. Das ich hatte ist Angst, der Käse. Ist Käsereibe. Nein, das ist ein Käse. Da haben wir also zwei schöne Interpretationen. Das ganze Gehirn weggelutscht. Ich wollte gerade sagen, ich frage mich, wie hält der Käse da? Dann sage ich, dass er große Löcher hat. Exakt. Nee, guck mal, ich bin in ganz... How to Käse your man. How to cheese your man. herrlich. Finde ich gut. Gerne mehr davon. Und rechts einmal so die spirituelle Essenz dieses ganzen ja, absolut Themas spirituelle Erfahrung. Digga, das muss aber auch eine Flexhülle gewesen sein, du, ey. Und dann haben wir noch ein letztes Fanart für heute. Ihr erinnert euch an die Punch Me in the Schlag mir ins Gesicht und sing die polnische Hymne. Der kleine Fehler. Das war nicht Bolek, das war Oleg, der gesagt hat, aber. Aber es passt. Es ist witzigerweise auch exakt die Szene, die ich im Kopf hatte. Ja. Ja. Sehr schön. Schön. Also auch, könnt auch gerne als Fan halt gerne Memes einreichen. Freuen wir uns auch sehr. Memes sind so, geil. Und damit sind wir dann wieder reif für die Insel, die wir reif für die Insel. In der letzten Sitzung kennengelernt haben. Aber ich möchte ganz kurz anmerken, aber das ist schon in Falschfarben, ne? Das ist jetzt in Falschfarben, genau. Denn es ist ja die Polarnacht. Und da ist ja alles sehr viel blauer. Habe ich aufgepasst letztes Jahr. Das ist jetzt noch die Insel, wo ihr noch nicht so viel gesehen habt, weil alles von Wolken bedeckt war. Oh. Und hier haben wir nun die Insel mit sich klärenden Wolken in der Polarnacht. Die Wolken haben sich geklärt. Aber wir sind hier. Ganz kurz. Cool. Sehen, wo ihr seid?
Genau ja, da. In der Mitte ist genau ein kleines rundes Gebilde. Ganz kurz, man hört nur aus dem Gang ein wenig entfernt vom bunten Treiben des Kartenspiels ein. Ah! Das sieht gut aus. Und ich opfere einen Dramapunkt. Ah, ja. Für einen Kanister Treibstoff. Ja. Was? Was bekommen wir noch für das wundervolle Kartenspiel? Was bekommen wir von dem wundervollen Kartenspiel? Das machen wir ja jetzt erst. Ja. Mhm. Na, wir machen eine kleine Rast oder. Oder ist das schon eine es gibt ja richtige Pause? Na, ich will auf jeden Fall, ich mache weiter Generator. Willst du den gesamten Treibstoff in den Generator füllen oder eher so nach und nach immer so ein bisschen mit dem Risiko, dass er ausgeht und nicht wieder an? Nee, ich habe mein Problem ist, liegt da irgendwas, wo ich mir so ein bisschen Benzin abzapfen könnte? Ja. Das sind leere Flaschen, die man finden kann. Und Kanister stand rum. Leere Kanister, sagtest du. Leere Flasche mit Benzin. Da stehen auch leere Kanister. Leere Kanister auch. Ja, aber ich hätte gerne eine leere Flasche mit Benzin, bitte. Was du nicht so alles trinkst. Nein, weil ich werde da auch noch einen fetzen Stoff in diese Flasche stopfen. Du möchtest einen Molotow-Cocktail bauen in deiner freien Zeit. Ja. Und den Rest der Zeit kippe ich, den Rest vom Benzin kippe ich natürlich in den. In den Polen, neben dir. In den Polen. Der den trinkt gegen in den Generator. Ja, ist kein Problem. Schmeckt ein bisschen streng, aber ist gut. Also Bolek setzt den Generator wieder in Betrieb. Ihr habt den Ofen, der Wärme produziert. Und kurz darauf habt ihr auch ein wenig Licht. Und die beiden elektrischen Heizlüfter im Wachraum sind damit auch betreibbar. Mm. Ich gebe dir schon mal einen Molotow-Cocktail, weil es ist garantiert, dass du den baust. So. Doch gewürfelt. Und ihr spielt Karten? Wir spielen Karten und es gibt Kaviar mit Hartkeksen. Ja, erzähl mal, was macht denn Kaviar mit Hartkeksen? Kaviar mit Hartkeksen gibt ein Moral für alle vier Personen, die dabei sind. Das sind Oleg, Lilly, Warren und ich. Ich muss jetzt dazu sagen, ich habe nur zwei Portionen Hartkekse. Ich brauche nur eine. Ja, das ist egal. Ihr könnt die ja trotzdem vertilgen. Okay. Ich brauche aber trotzdem nur eine. Dann gebe ich schon mal eine ab. Naja, ihr könnt auch die beiden einfach essen. Ich nehme beide, ja. Natürlich. So. Und gibt es jemanden, der würzig mag? Falls ja, weiß das jemand? Warte. Habe ich gar nicht. Oder vegetarisch. Ist gar nicht mit, Bolek. Würzig ist eine FSG-Sache. Ich wollte gerade sagen, ich habe Fleisch. Ja, das ist eine Karte aus FSG. Ich habe gar nichts angekreuzt. Grundsätzlich. Ich glaube, ich mag vegetarisch. Ich mag Fisch. So, also ich nehme gerne einen Punkt Moral. Du bekommst auch einen Punkt Moral, wenn ich das richtig weiß. Oder bist du voll? Nee, ich bin voll. Ich brauche auf jeden Fall einen. Ich brauche einen Punkt Moral. Da sieht man mal, wie wichtig es ist, Moral zu verbrauchen, damit man nicht voll ist, wenn man welche zurückkriegt. Ja. Ich glaube, denn Moral regeneriert sich am leichtesten. Beim Kartenspielen übrigens, damit ist es aber auch weg, ne? Wir kriegen das Kartenspiel? Auch, nee. Achso, der Kaviar. Ja, der ist damit verzehrt. Beim Kartenspielen verlieren wir alle einen Statuseffekt Stress und kriegen ein Moral auch nochmal dazu. Und wieder sehen wir, wie wichtig es ist, Moral auszugeben. Frage, ja? Der Hartkeks befriedigt Hunger oder da kommen wir gleich zu? Ich koche ja auch Bigosch. Wir haben jetzt also für euch noch... kann ich währenddessen eigentlich meinen Statuseffekt Erschöpfung unterstützen? Ich bin voll jetzt mit Moral. Danke. Voll. Okay. Dann hätte ich das. Ja. Moment. Der Kaviar selber reicht nicht tatsächlich, um irgendwen satt zu machen. Eine Portion, glaube ich, ne? Aber ich mache ja noch. Aber die zwei Hartkekse. Gar nicht. Nee, die ist gar nichts. Nee, dann ist es gar keine Portion. Ach so, stimmt, gibt nur Moral, ja. Vier Personen auf aber die zwei Portionen Hartkekse sind zwei Portionen Essen. Das heißt, zwei von den Essenden können einen Punkt Hunger abwerfen. Ich habe schon einen abgeworfen, muss ich gerade fairerweise sagen. Ich würde gerne einen loswerden. Ja, Oleg war gierig und Bernhard ist hungrig. Es tut mir leid, weil Flo hat drei Punkte Hunger. Ja, aber es kommt ja noch richtig. Ich mache ja noch richtiges Essen. A, bin ich gar nicht da. B, habe ich null Punkte Hunger. Achso, ich dachte, du hast drei Hunger. I'm sorry, habe ich falsch gesagt. Ich habe drei Hunger, Punkte aber das Schmerz. War Warren egal. So, ich bin erschöpft. Ich möchte nebenher noch Leute versorgen, Thorsten. Ja. Er da ist angetrunken, ne? Ja. Ja, möchtest du erste Hilfe oder behandeln? Ich denke, ich behandle das jetzt einfach. Das ist 20 fordernd. Ja, ich denke. Nötig ist nichts, aber hilfreich wären Lebensmittel oder Getränke aller Art. Ja, tatsächlich kombinieren wir das. Ich mache dir eine schöne, aufgewärmte Glukoseinfusion. Geil, das klingt fantastisch. Ja. Das ist nämlich ganz wundervoll. Das sollte nicht nur dafür sorgen, dass es ein bisschen warm wird, sondern auch noch. Ich habe übrigens ein Ölzeug übrig, was gegen Kälte -3 wirkt, falls jemand was Schlechteres als Jacke hat. Siggi hat nur einen Wollpullover. Ich habe eine Lederjacke, die macht -2.
und so eine schlabberige Jacke, die nicht viel bringt. Ein schönes, zu großes Ölzeug für Siggi, damit sieht er noch sexier aus. Und seine Ratte lebt viel schöner in diesem Palast aus also Öl. Sigi. Also erstmal, du bekommst, du kannst für einen weiteren Punkt hungerlos werden. Durch die Glukoseinfusion. Ich habe keinen Hunger mehr, den hatte ich ja schon abgelegt. Okay. Ja. Ja, dann ist es eine Portion Lebensmittel extra und er kann einen anderen, er kriegt theoretisch einen Punkt Ausdauer. Ja, du kannst einen Punkt Ausdauer Oh, sehr kriegen. Gerne, sehr gerne. Ausdauer ist bei mir dann außerdem wärmt dich das auf. Ja. Und dafür kannst du einen Punkt, was hast du jetzt alles? Stress, Erschöpfung, Schmerz. Ja, Erschöpfung abwerfen. Hätte ich meinen unterdrückten Kopf auch wieder nicht mehr Leuten Infusionen verpassen, aber nur weil Leute es brauchen. Und ich gebe einen Punkt Erschöpfung ab. Der kommt einfach nicht wieder. Komm gerade wieder. Ich sage, kurze Frage in die Runde. Hat jemand gemerkt? Habe ich Licht gemacht? Gern geschehen, bitte. Danke, Oleg. Ich muss kurz sagen, Australien, mir tut alles weh. Hast du irgendwas nur gegen Schmerzen? Ich habe nur einmal Morphin. Morphin hilft nicht so lange und macht duselig im Kopf. Das ist richtig. Aber weißt du was, du kriegst jetzt erstmal etwas Blutplasma. Oh. Das klingt auch. Glaube, ist nicht so gut wie Zeug von mir. Stimmt, wir haben ja jetzt Wasser. Ich weiß, als guter Deutscher stehe ich immer stramm und so, aber ich habe 3 Hunger, 3 Schmerz. Warst du nicht ein schlechter Deutscher, wenn es nach 2 guten Deutschen geht? 2 Stress und 3 Erschöpfung. Ich brauche irgendwas. Ich mache Bigosch von euch. Der kann auch viel Morphin. Ja, ich setze ihm erstmal eine Infusion an. Mit ja, das musst du aber würfeln, weil ich will, dass du mich behandelst. Ja. Ja, so, okay. Das kann ich ja dann hier abgeben. Dann muss ich würfeln. So, da gibt es nicht viel zu tun, außer halt, wie schwer ist das, hast du gesagt? 20. 20, okay. Mhm. Ich denke, das Transfusionsbesteck hilft, das Blutplasma sollte auch helfen. Ja, der versucht, die Karte hier aufzuheben. What? Ich habe die Ausrüstungsbeispielkarte gedruckt. Ja, also ist eigentlich ja nur Blutmangel, ne? Ja. Behandeln wir den erstmal so ein bisschen. Weißt du was, ich könnte nochmal in Oleg rangehen. Hey, Fritz. Oh. Erst einmal behandle ich den da. So, wie viel hast du gesagt, das ist schwieriger als 20, ne? Du hast viele Statuseffekte, ne? Ja. Hey, Fritz. Ja. Ich habe gesehen, wie du vorhin hast mit dem Bär da Sachen gemacht. Und ich habe bekommen, wie du mir hast ganze Kisten reingeschleppt, obwohl du selber blutest wie Schwein. Erst einmal, Thorsten. Guck mal her. Ist ja aktuell ein Feierabend de facto, ne? Also eine Pause. Ja. Ich möchte gerne 2 Statuseffekte Moral kaufen. Denn ja. Ich darf dir mehr als verdient. Spezialfähigkeit. Aha. Damit sind alle meine Statuseffekte bedrückt. Ja. Ich habe Medizin 7. Blutansetzen, was ist das? Was benutze ich dafür? Ich denke, das ist Intellekt. Das war lieber 5. Gut sein. Ich glaube, ich habe hier fette Nadel im Arm. Ich kann jetzt nicht mal davon. So, nochmal 8. Sind wir bei 20. Damit ist ja schon das fast geschafft. Was macht ihr eigentlich mit den ganzen toten Briten, die da überall rumliegen? Die stinken. Ich kaufe die wollen wir raus. Problem ist, die schmelzen. Die wollen wir alle vor die Tür ziehen. Ja, wie lange sind die denn schon tot? Also in welchem Verwesungszustand befinden wir uns? Die sind ja die ganze kaum verwest und so. Es gibt da keine relativ Tiere. Es ist ständig gefroren. Eisig kalt. Ja. Die sind eher gefroren. Die tauen ja jetzt auf. Das ist ja das raus, kann der Eisbär lutschen. Aber ich wollte die eh schon rausbringen. Ja. Ja, gut. Lilly, Sophie und schönes Kunstwerk draußen. Lilly, Sophie und Siggi. so ein Held aus Lilly, Sophie und Siggi tragen die raus. Genau. Ich behandle den Kraken. Ja. Mit 15 plus 2 W. Mhm. Eine 3 und eine 2. Ja. Lausig. Du würfelst echt schlecht. Ja, das ist der schlechteste Arzt, den ich kenne. Das ist Brett. Ja. Brennt. Himmel, Arsch. 4 okay. Und eine 3. Das hat sich nicht gelohnt. 22 hast du jetzt. Reicht aber. Grundsätzlich. Mhm. Hey, Australier. Ja. Kannst du danach bei mir was machen, bitte? Kommt drauf an. Eine Frage vorher. Wie lange dauert das Essen noch? Mehr als 30 Minuten oder weniger? Ich möchte die ganze Zeit schon anfangen, aber ich brauche Hilfe vielleicht. Eine Hilfe in der Hand wäre gut. Du machst Bigosch? Warte, eine Hilfe in der Hand habe ich. Ich habe ja hier noch die. Ja. Hilf ihm mal. Das ist ja gut. Das heißt, ich bin gerade mit den Leichen fertig. Siggi, geh weg von Bigosch. Kann sich Siggi vielleicht ihre Zähne waschen? Ach so, ja, mach ich. Siggi, kümmere dich um... Kochen mache ich immer gerne. Kann ich nicht gut, aber mache ich gerne. Okay, du bist raus. Kümmere dich um große Maus. Gut, okay. Oder sitzt große Maus also mal unter deiner Mütze und hilft beim Kuchen? Bei mir 25. Hä? Okay. Wie ist denn das hier Raymond? Mit dem, wenn ich das mal kurz zwischenfragen darf, mit der fachgerecht versorgten, ausgekugelten Schulter?
Ist das könnte man auch noch weiter behandeln, grundsätzlich. Oder? Brauchst du zufälligerweise, also bei mir steht hier Reinigen, Nähen, Schmerzmittel, Antibiotika. Ich habe Antibiotika in meiner Tasche gefunden. Also erstmal ist das praktisch. Bolek versorgt, ne? Ja, Bolek ist versorgt mit einem Amateurhaft behandelt. Sexy, nicht wahr? Aber damit bin ich hier, guck mal. Okay, du nee, hast halt Antibiotika? Ja, die Amateurhaft behandelt behältst du. Geht jetzt nur darum, dass mich, da drauf. Dass mich der Australier, da drauf, dass der Australier da das... Du kannst die Behandlung jetzt auch opfern. Ach ja, das ist rausholt. Das ist übrigens eine schöne Sache, man kann Behandlungen opfern. Mm. Behandlung ist ja ein eigener Zustand. Stell dir vor, du hast eine blutende Fleischwunde und du verarztest die, aber du überanstrengst dich dann kannst du die wieder opfern. Mm. Das ist deine Entscheidung, was zu tun. Ne? Genau. Solange es behandelt ist, hast du kein Problem mehr mit dieser Wunde. So. Gut. Okay. 25. Mach mal deine Jacke weg. Ich geh mal die Hände waschen. Boah, wann Opfer wird von 10. Ich geh mir mal die Hände waschen. Ein guter Anfang, denke ich. Du hast Antibiotika-Tabletten? Ich habe Antibiotika-Tabletten. Und Verbandszeug? Verbandszeug habe ich leider nicht mehr, das habe ich dir eben gegeben. Egal, wir haben Wundnähzeug, das sollte reichen. Gibt es irgendwelche Möglichkeiten, eigentlich schmerzlos zu werden? Das ist verbraucht, ne? Ja, das ist verbraucht, das kannst du wegnehmen. So, was? Möglichkeiten, schmerzlos zu werden? Warte mal ganz kurz, ich brauche... Ja, man kann Morphium nehmen. Das hilft nicht hier. Ich habe eine Frage. Mhm. Weil einmalig, es werden 3 Punkte gratis auf das Abbezahlen des Zustands angerechnet. Das raff ich gerade nicht. Ja, du hast unten, wie viel Gesundheit das wegnimmt. Wenn du Heilung, Doppelpunkt, und dann steht da... Genau, das sind die Kosten. Ah, okay. Da steht dann 6 Gesundheit, 5 Gesundheit. Ja, 4. Und jetzt sind 3 schon weg. Das heißt, wenn du jetzt... Für einen Punkt Gesundheit bist du es los. Dann hast du keine Blutarmut mehr. Bist du komplett los. Jetzt. Aber dann verliere ich die Möglichkeit, es zu opfern, wenn ich komplett los bin. Ja, gut. Das ist aber dann fängt der, hast du den halt Status weg. Ja wieder. Ja, aber wer weiß, wofür es ist. Okay. Es ist ja nur, der Status Bleichsucht. Also mein niemand Gott. Zwingt dich, das abzukaufen. In der Zwischenzeit. Ja. Also wenn es halt für Lau irgendwann weg ist, dann... Ich schnapp mir einen großen Topf. Ja. Ein Feuer brennt. Ja. Ich glaube, Frau Wettermeier hat ein Feuer entzündet, wenn ich mich nicht täusche. Ja, nein, Feuer entzündet, aber Fritz war das. Genau. Und ich würde gerne, ich habe hier... eine Fähigkeit, polnische Fischgerichte und lausiges Bigosch. Darin bin ich tatsächlich... Wie heißt deine Fertigkeit? Polnische Fischgerichte und lausiges Bigosch. Das ist eine interessante Fertigkeit. Andere Leute haben Kochen. Ja, bei mir ist es lausiges Bigosch. Also ihr könnt euch auf ein lausiges Gericht freuen, Freunde. Außer ist sehr erfolgreich. Dann ist ein sehr gutes lausiges Gericht. Ich würde gerne mit meinem... ich weiß nicht, ob wir daraus eine Challenge machen müssen oder nicht. Nö. Aber ich habe hier... Ich kann das grob abschätzen. Ja, außer du möchtest wissen, wie lausig es wird. Schwein in Aspik. 2 Portionen. Mhm. Ich habe Sauerkraut... 1 Portion. Und Bully Beef, 2 Portionen. Also ich mache ein sehr fleischiges Bigosch für uns. Ja. Ja, aus Schwein, Rind und Sauerkraut. Da gibt es 5 Portionen. Bist du sicher, dass du nicht dein... oh, Entschuldigung, ich mache so ein Sauerkraut dazu. Du hast mehr Sauerkraut und mehr Schwein. Ja, also. Aber wir sind ja exakt 6 Leute, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Eine Portion extra wären aktuell sehr kräftig. Extra Portionen können Ausdauer zurückbringen. Gut, dann packe ich nochmal Schweine, das Pik, 2 Portionen obendrauf. Dosengemüse. Damit wir ein paar Vitamine in uns reinkriegen. Mhm. Das sollte reichen. Das sind dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Portionen Essen. Ah, guck mal, wenn ich noch eine Sache draufpacke, dann sind wir 10er, die da 2 Portionen können uns richtig satt essen. Gibt's noch mal... Das sind 6 Leute. Außer Siggi. Siggi isst auch. Siggi braucht nur eine. Malted Milk. Ja, der kriegt auch ein bisschen was. Der kriegt einen Nachtisch, okay. Keine Ahnung, die gibt es zum Lutschen davor. Ja. Das ist Hors d'oeuvre. Gruß aus der Küche. Gruß aus der Küche. Moltet Mittag. Räudige Gruß. Daraus koche ich lausige Bigosch. Ist sehr lecker. Mit Sauerkraut und Schwein. Ich freue mich schon drauf. Gut ist dein Kochenskill in polnische Fischgerichte und lausiges Bigosch. Ja, ich glaube, er ist mittendrin. Das ist ziemlich gut. Ich denke, da können wir uns einfach darauf einigen, dass du machst das, du erreichst ein Ja, aber. Es ist ein lausiges Bigosch. Aber es schmeckt allen sehr gut. Ein sehr gutes, lausige Bigosch. Oleg? Aber Teile des Kochgeschirrs sind danach ruiniert. Oleg? Oh nein. Kann ich nachher ein bisschen von Kruste an Topf wegknabbern? Kein Problem, hier habe ich extra gemacht. Was da unten mit meiner Behandlung, ne? Ja, also ich wollte jetzt eigentlich wie so bei der Inquisition mein Chirurgiefeldbesteck ausbereiten. Ja. Oleg, eine schöne große Zange rausholen. Behandlung ist gut, das ist eine Operation, ne? Ja. Oleg ist vielleicht in den Aal. Ja, Bigosch, was je gekocht ist. Hin. Dankeschön. Mir wurde richtig warm um Herz. Dankeschön, ist wie zu Hause. Deswegen habe ich dir Antibiotika gegeben. Ja. Was war die Schwierigkeit, dass du das sagst? 25. Ja, ein bisschen lausig. 25, ja, kriegen wir hin. Erinnert mich an die Straßen von Krakau. Ein bisschen stinkig, schmutzig. Aber herzlich. Aber schön. Ich möchte
Ach, weißt du was? Nein, ich verwende nicht mein gesamtes Wundnähzeug, das brauche ich bestimmt noch. Hab ich okay. Ich kenne euch. So, also ich habe Wundnähzeug, ich habe Sulfertabletten, ich habe mein Chirurgiefeldbesteck und einen großen Verbandskasten. Ich habe eine Frage. Ja. Ja. Was macht mein Bigosch? Ja, und bin ich schmerzlos geworden? Nicht. Durch wir sind Uli. Während der Esstisch ist gerade. Während ihr kocht, macht ihr was. Entschuldigung. Ja, der Esstisch ist gerade noch im Gebrauch. Ach so, schön. Ich werde ihn danach vielleicht einmal abwischen. Kurze Frage. Ja. Yeah. Das Blut. Mhm. Wird das noch gebraucht? Wovon wird das noch gebraucht? Leck auf. Oh Gott. Welches Blut? Okay. Was er vom, ist gerade in mir drin Fritz. Und er will auftischen. Wir haben einen kurzen Diskurs hier. Fritz, du bist hinweg. Australier, geh raus aus Fritz. Kann das nicht noch 15 Minuten länger? 10? Ich kann noch machen. Ich habe noch meine Kuh ausgeschoben. Oleg, ist ein bisschen mehr Kruste dann. Kruste. Das ist gut. Kruste ist Rest Aroma. Kruste, gut. Okay. Ich gehe da jetzt in, diese Wunde rein, hol die Schrapnell raus. Ja. Ich habe allein ein Equipment, erst einmal einen Pool von 18. Ja. Ich denke, das ist Geschick. Ja. Das sind 6, damit sind wir bei 24. Mhm. Dann ist da noch Medizin 7, damit sind wir bei 31. Ja. Haben wir irgendwelche Erschwernisse? Nein, ich habe Licht angemacht. Ihr habt Licht angemacht. Licht und warm. Ist warm. Ihr habt Licht, ihr habt grundsätzlich Wärme, ihr habt Windschutz. Das sind grundsätzlich akzeptable Bedingungen. Ich kaufe 2 Würfel. Im Sigi im Hintergrund mit einer Leiche, der man so mit dem Arm der Leiche winkt. Mittermeier, ich gebe Ihnen zurück Ihre Kletterpickel. Sehr hilfreich, vielen Dank. Ach, du würfelst sie gleichzeitig? Oh, ja, ich würfel sie gleichzeitig. 5. Wie ein erfahrener Rollenspieler. 20 nochmal dazu. Würfel ich die. Damit sind wir bei 40. Das ist ein fettes Ja. Ja. Ein Scheiß würfel ich das nochmal. Das bleibt genau so. Das riskiere ich nicht. Wird sich auch nichts dran rütteln. Nee, das ist gut so. Das ist ein schönes Ja. Und ein, fachgerecht behandelt für dein Schrapnell. Wunderbar. Oh yeah. Mir tut die Schulter noch so weh. Die Antibiotika nimmst du für die nächsten 48 Stunden. Alles klar. Wie viele? Gib zurück. Du brauchst die Packung auf einer Möglichkeit. Ey, du bist verbraucht, ne? Man sagt, es ist ein Verbrauchsgut, aber... Bennett, yeah. Meine Schulter. Oh Gott. Nach dem Bigosch? Nach dem Essen? Nach dem Essen? Nach dem Essen. Wenn ich brauche auch meine Pause. Na gut. Dann gib mir doch wenigstens für kurze Essen guten Spaß. Das einzige Morphin? Ja, dann nicht. Ich habe getan, was ich konnte. Ich habe keinen Schmerz. Nur die Schulter tut so weh. Hast du sie gehört? Das war ganz offensichtlich kein Schmerz. Aber das... Die Frau ist unerwartet tough. So. Sollen wir mal den Tisch abwischen? Ja? Ja. Dachte ich mir. Hast du Lappen? Ich hole etwas Schnee, um meinen Lappen feucht zu machen und wische einmal den Tisch gründlich ab. Das tust du. Ja, damit wir. Bitte nicht Schnee von Leichen, wo liegen. Und dann? Ugh. Dann esst ihr. Hast du draußen Eisbär gesehen? So. Nein. Ganz kurz, hier steht was drin. Wenn du Reserven ausgibst, um den Zustand wegzukaufen, zählen sie doppelt. Yep. Das heißt, wenn ich 2 Gesundheit brauchen würde, um sie wegzukaufen und ich muss nur einen benutzen, weil er doppelt zählt. Absolut korrekt. Das ist der Vorteil von einem Arzt, der Arbeit macht. Ich bin raus. Tada! Aus okay. Er ist gesundet. Also er ist tatsächlich so John McClane. Ja. Wie in Die Hard. Die war schon irgendwie war noch doch da, nicht so schlimm. War doch damit nicht so kommt jetzt klar. Warte, ich nehme das Schrapnell raus. Übrigens wunderschöne Kette von Holzkernen. Ich mach dir eine Kette Holzkern draus. In den Chat. Ja das, kann dir einen Kettenanhänger und ist damit stärker. Kann dir einen Kettenanhänger draus machen. Die ist wirklich schön. Ja, ist sie. Mhm. So. Gut, jetzt gibt's das geile Bigosch. Lausig. Aber gute lausige. Exzellente lausige Bigosch. Es ist genauso lausig, wie er es mag. Ja. So. Was das lausige Bigosch angeht. Schmeckt, wie man denkt. Also, so wie Schwein und Sauerkraut zusammenschmeckt. Also für dich ist das ein grandioses Bigosch. Ah, oh, es ist fantastisch. Ja. Also du bekommst +1 Moral dafür. Kurva, ich bin schon voll. 4 hast du nur? Crazy. Ja, es ist nicht so viel Moral in Oleg. Ausdauer ist auch voll. Sorry, Gesundheit ist leer. Welche Effekte dann, noch weggemacht? Wie Stress oder Erschöpfung vielleicht oder so? Macht Bigosch, okay. Vielleicht macht Bigosch mich gesund.
Nein, dann, also es macht dich glücklich, aber ich habe viel Stress, Erschöpfung und Schmerz. Das ist mir klar, den kannst du mit Moral nur unterdrücken, was du vermutlich beim Kochen auch getan hast. Also eigentlich hast du wahrscheinlich welches verloren und jetzt direkt wieder gekriegt. Oh, dann kriege ich eine wieder, ich unterdrücke meine Schmerz, weil ja. Macht mich glücklich, ich kriege noch einen Punkt Moral. Thorsten? Ja. Ich kaufe jetzt mal 3 Punkte Erschöpfung mit 1 Punkt Gesundheit weg. Vielen Dank. Denn so. Wir können jetzt Statuseffekte wegkaufen. So, ja, bedenke, also. Das geht nur noch in Rast- oder Feierabenden. Genau, wenn man eine richtige Pause hat, kann man Statuseffekte wegkaufen. Achso, wie? Ein Punkt kostet dich 1 Punkt Ausdauer. Ja. 1 Punkt Gesundheit killt davon 3 Punkte. Oha, das heißt, aber ich kann mit meinen Moral Schmerz kann ich nicht wegkaufen. Außerdem bekommt Spezialfähigkeit. Ihr am Ende dieser Rast, also dieser richtigen, dieser Feierabendspause, 1 Punkt Gesundheit. Ei. Und? 2 Punkte Moral und 2 Punkte Ausdauer. Oh, okay. Ich gebe dir 2 Punkte. Fühl dich, als hätte ich dir 2 gegeben, ja. Aber 1 kriege ich ja wieder. Ja. Das heißt dann also, für 2 Punkte Gesundheit kann ich mir 6 Status-Tokens entfernen. Ja. Aber wir essen ja jetzt erstmal das Bigosch. Das gibt uns ja auch noch Sachen. Ich würde. Also ich kann mit einer Moral mal hier meine Erschöpfung unterschütten. Ich würde ganz gerne, ich frage mich, ob das meine funktioniert. Erschöpfung hier unterdrücken kannst du mit Moral, ja. Das ist du kannst ja. Auch 1 Punkt Gesundheit ausgeben, ziehst du es komplett weg. Ich würde ganz gerne mit der Gesundheit, die ich jetzt kriegen würde, ich bleibe auf dem Level, würde ich meine 3 Schmerz wegkaufen. Ja. Die ich gerade unterdrückt habe. Ja. Aber ich kriege auch 2 Moral. Ja. Das heißt, ich würde einfach Stress und Erschöpfung jetzt mit der Moral, die ich jetzt schon voll habe, würde ich einfach noch. Mindestens solange ihr hier seid, bist du, fühlst du dich gut. Ich mache das mal aus Token-Schutzgründen einfach hier rauf, so auf beide. Ja. Du kriegst 2 wieder, also kannst du 1 ausgeben. Stimmt. Erstmal richtig durchatmen. Man kriegt 2 Ausdauer wieder? Ja. 2 Ausdauer und 2 Moral. Das macht die Pfeffer in den Bigosch, die nicht drin ist, aber ausgeht. Schmeckt wie als ob du. Nasefrei auch. Okay, Hunger geht wahrscheinlich weg jetzt bei dem Bigosch, oder? Kommt von dir angebrannt. Das sollte es. So, ja. Moment. Was das Bigosch angeht. Ja. Ihr seid ja nun ohne Frühstück heute Morgen aufgebrochen. Ah. Und habt jetzt im Prinzip das Mittagessen erreicht. Das heißt, für das ausgefallene Frühstück und die Mittagsessenszeit würdet ihr 2 Punkte Hunger bekommen insgesamt? Ja, trotz unserer Kaviar-Biskuit-Nummer. Da kam ja Hunger schon weg. Und Bigosch. Bei mir kam gar nichts weg. Ja, ich habe ja auch mehr gegessen als du. Genau. Es wurde ja 2 Punkte Hunger verteilt. Ihr hattet ja andere Esser. Das vereitelt jetzt also erst einmal schon mal das Bigosch. Hat noch wer Hunger? Ja. Du hast wie viel Hunger? 3. Noch 3 Hunger, okay. Dann würde ich vermuten, dass das niemand anderes betrifft, dass Fritz einen Nachschlag isst. Deutlich. Mhm. Ja, und eine extra Portion, für die du dann 1 Punkt Hunger los wirst. War noch was in Kelle. Und für den Nachschlag einen weiteren. Du hast immer noch Hunger, aber nicht mehr so schlimm wie vorher. Ich hoffe, hat geschmeckt, wie in Deutschland. Ich habe zur Not noch Dosenbohnen in meiner Tasche. Gibt Bigosch in Deutschland? Ist er deutsch? Ich weiß nicht. Was macht ein Deutscher auf belgisches Schiff? Ich verstehe nicht. So. Fliehen. Ich habe gehört, das schwule Bruder. Ich würde dann, ich meine, wir sind schon eine Weile unterwegs. Ich denke, wir werden uns jetzt erstmal ein bisschen ausruhen und dahin legen. Ich meine, wir haben jetzt gegessen, der Ofen ist aufgewärmt. Ich gehe nochmal rum, würde alles ein bisschen versorgen, die ich noch versorgen kann. So ein paar Wehwehchen halt, ausbessern, nenne ich es mal. Ich habe geschlafen, ich kann aufpassen. Gut, okay. Wir haben einen Aufpasser. Wir sammeln mal die Waffen ein, die da noch rumfliegen. Also so ein bisschen Aufräumarbeiten, hätte ich es mal gesagt. Ne? Oh ja, ich gebe übrigens, wer hat denn die Maschinenpistole? Die liegt da, da rum. Ich hätte die gern und dafür würde ich Bennett den Karabiner geben, weil er ja vorhin noch großtönig meinte, er kann schießen damit. Ja, das stimmt. Finden wir auch Munition? Ja, die haben auch Munition. Hervorragend. Passende? Ich brauche mehr Munition. Und dann patrouilliere ich halt so ein bisschen mit der Maschinenpistole, fühle ich mich sehr sicher. Und ich passe ein bisschen auf, dass hier nicht ein Eisbär kommt. Halleluja. Du bist gar nicht mehr Statuseffektmäßig. Einer von euch Statuseffekte? Mir geht's blendend. Hat einer von euch 2 Pistolen? Nee, hat keiner sonst mehr von euch Statuseffekte? Doch du. Ich bin wie neu geboren, Alter. Ich habe noch eine Signalpistole. Ich trinke noch mit Oleg einen kräftigen Tee. Mhm. Ei. Das heißt, wir kriegen eine Ausdauer, Moral und einen Statuseffekt weg. Mhm. Ei. Falls du voller Ausdauer hast, habe ich.
kannst du ja einmal was wegkaufen mit einer Ausdauer und dann kriegst du eine Ausdauer zurück. Das stimmt. Mhm. Das heißt, dann mache ich 2 Punkte Stress weg. Machst du 2? Achso, ja. Weil der andere noch wegkommt, dann mache ich so zack rum. Wunderbar. Sehr gut. Puff, hier vielen Dank. Das war eine fantastische Pause für mich. Thorsten, wenn ich so ein bisschen Erste Hilfe mache und einfach mal Leute ein bisschen pflege, kriege ich irgendjemandem Gesundheit zurückregeneriert? Du kannst 2 Punkte Gesundheit regenerieren. Insgesamt. Okay, wer ist denn angeschlagen? Ich habe 4 von 7. 4 von 7, die ich Wettermeier ist offensichtlich angeschlagen. Ich habe 3 von 5. Und ich wollte mir eigentlich nur um ihre Schulter kümmern. Ich habe 3 von 7. 3 von 7? Du kriegst einen und du kriegst einen. Und ihre Schulter kann ich dir auch noch versorgen, wenn ich dir einen Dramapunkt dafür gebe. Ja, dann ja. Okay, dann ja. Ansonsten hätte ich gesagt, es stört deinen Feierabend. So, wie machen wir das denn? Hätte ich auch gedacht. Wie schwer ist das denn? Was steht da unter auf der Rückseite unter behandelt? Unter behandelt. Da, Behandlung. 20. Nee, ich habe keinerlei Statuseffekte, ich bin exzellent ausgestattet. Ja. Ich denke, wir können sagen, das ist behandelt. Damit darfst du das auf deine Wunde legen. Gut. Okay. So. Ah, fantastische Pause. Ich habe mich schon lange nicht mehr so gut gefühlt. Ja, die Pause gibt ja jetzt noch andere Sachen. Wie viel Sachen, kostet das ne? jetzt, um das alles loszuwerden? Aber hieß es nicht, es gibt eine Gesundheit für so eine lange Pause? Dein Zustand hat eine Heilungskosten von 4. Okay. Ach so? Du wurdest einmal gut versorgt. Die habe ich auch noch nicht gemacht. Mhm. Doch, du hast einen Punkt für Lauf. Ah, ich habe darauf verzichtet, ja. So, dann hab nur Moment, ich erkläre gerade was anderes, Thorsten. Sie ist fachgerecht behandelt worden, das sind nochmal 3 Punkte für Lau. Du bist tatsächlich das Ding einfach los. Ich bin durch. Danke. Kann ich das abgeben? Arzt. Oh, Bennett, oh, Wunder. Schulter, wie neu. Hm, ist das gut. Gab es auch einen Ausdauer? Das habe ich von einem alten Indier in New Guinea gelernt. Verzeihung, weil ich habe keinen Effekt dieses Feierabends bekommen. Gab es auch eine Ausdauer oder gab es... 2 Ausdauer, zwei Moral. 2 Ausdauer. Ja. Und 2 Moral. Nee, Ausdauer habe ich aber auch nicht zurückbekommen, muss ich an der Stelle. Das heißt, du könntest, wenn du Moral frei hast, kannst du natürlich eine Moral unterdrücken jetzt. Insgesamt? Da drauflegen. 2 zurück? Wenn du sonst voll bist. 2 Ausdauer. Dein dann geht's mir ja wirklich gut plötzlich. Dann leg die Moral auf deinen einen Statuseffekt. Was ist dein maximaler Moralflow? Ja, habe ich. Habe ich auch so gemacht, weil ich voll war. 6, okay. Nee, so. Ich kann sogar, ich habe 8. 8 Moral? Ja, Mann, weißt du, wie gut ich mich fühle? Wir können den Krieg ziehen. Ja. Okay, ich will diese Brand Gun. Du holst dir das Brand-Maschinengewehr. Schön, dass du mir einen alten, lausigen französischen Karabiner mit zu wenig Munition gegeben hast. Aber das ist ein Maschinengewehr. Ja. Ja, aber das wollte er ja. Nee, nein, ich habe Maschinenpistole. Maschinengewehr, viel zu groß. Bin ich nicht so große Pole. Okay. Bist du kleine Pole? Ja, ich bin okay Pole. Ich bin genau ausgestattet. Kleine Pole. Mein Ausweis, also mein Ausweis steht 1,80 Meter. Ihr spielt Karten, ihr macht Bigosch. Skat? Bennett operiert Fritz und entfernt die Kugel. Verarztet ihn ordnungsgemäß, kümmert sich danach auch noch um Lili Sophie Wettermeier. Man merkt, dass Bennett zunehmend ebenfalls aus dem letzten Loch pfeift. Und nachdem er sich dann noch diese Brand Gun geholt, sie einmal durchgecheckt, geölt und alles verstaut hat, haut sich Bennett erstmal eine Runde aufs Ohr. Ne? Lassen? Ja? Ich würde mir gerne eine Glukoseinfusion verpassen. Dann mach das. Also tatsächlich denke ich, trinke ich die einfach. Ja. Nach und nach das Getränk verdünnt. Ja. Lecker. Ist grauenvoll, aber es ist warm. Und ich habe Hunger und ich kriege dafür einen Punkt Ausdauer zurück, das ist der eigentliche Grund. Ja, okay. Sterbt einfach nicht. Wer ausblutet, kriegt keine Glukose. Bringt auch nichts. So eine Fliege, Alter? Zucker. Es geht. Zucker. Ist ein Rettungssanitäter-Tipp, den wir bekommen haben, dass man das machen kann. Ja, dass man das auch essen könnte. Ja. Ich weiß nicht, ob es lecker ist. Ich muss mir irgendwann mal eine mitbringen lassen. Etliche Stunden vergehen jetzt natürlich derweil. Da ist noch diese eine Tür, durch die ihr nicht gegangen seid. Die geschlossene Tür, die tiefer in diesen Bunkerkomplex führt. Ich guck mir die mal an. Ah, stimmt, du bist ja alleine nachts unterwegs. Also Bennett schläft. Ich denke, Lili Sophie Wettermeier ist auch völlig platt und schläft. Ich auch. Oleg hat sich so voll gefressen und ist so glücklich über sein Bigosch. Sein Weihnachts-Bigosch. Ja. An einem Mittwoch. Siggi singt Weihnachtslieder auf Schwedisch und auf Deutsch, weil O Tannebaum singt man ja seltsamerweise überall auf Deutsch. Und du schaust dir das mal an. Ich guck mir die mal an. Ich höre vor allen Dingen ich nehme so eine Dose und höre mal an der Tür. Du kannst nichts hören. Absolut nichts hören. Was sind denn da, hat das Ding eine Klinke? Das ist so eine Art Schiffstür. Das heißt, die hat so 4 Hebel, mit denen man sie verriegeln kann. Und zwar von der anderen Seite, aber die Riegel sind alle offen. Ah ja. Und es gibt eine Klinke im Prinzip, mit der man sie dann öffnen kann, wenn sie nicht verriegelt ist. Was sie nicht ist. Okay, so gar nicht. Was hat die Scharniere erkennbar? Die Scharniere sind auf der anderen Seite. Okay, das heißt,
die geht aber nach auf die andere Seite auf. Das heißt, genau. Die wird eigentlich von der anderen Seite geöffnet. Ach so, nee, und dann die gezogen. Geht in deine Richtung auf. Aber die Scharniere sind, das sind so eine Halbkreisscharniere, die nach drinnen gehen, damit man sie nicht aufsprengen kann, weil Druck von außen drückt sie nur fester in den Rahmen. Kriegt das? Pocky. Ja. Stockfisch. Geht die auf? Ja, schwerfällig, quietschend, aber sie geht auf. Ja, okay, ich höre auf zu quietschen, damit die Leute nicht aufwachen, tatsächlich. Du hast ja deinen Öli verloren. Ja. Ja. Mal wieder. In einem Raum, ich denke, das ist kein Problem. Öli, der Dritte. Das ist ein anderer Raum. Das ist ja der Wachraum dazwischen. Ah, okay. Gut, aber da ich keinerlei Licht oder irgendwas habe, Du weißt, dass ich Licht habe, ne? Kannst du mir die aus meiner Tasche holen? Ja, tatsächlich ist mir das aber auch so, ich guck so. Also in dem Gang dahinter ist Licht. Ach so. Der Generator scheint auch eine Lampe hinter dieser Tür mit Strom zu versorgen. Aber wir erinnern uns noch, ich hatte der ganzen Truppe mitgeteilt, was ich Seltsames entdeckt habe, dass sie kein, also du bist da alleine auf weiter Flur. Okay. Aber ich, wie gesagt, es ist auch wirklich. Ist auch ganz schön ruhig. Nimmst du Glas? Mhm. Danke. Und ist auch ganz schön. Dann ist vielleicht auch ein bisschen unheimlich. Ich warte. Ich mach Tür auf keinen Fall auf. Ich warte bis. Ich warte. Einfach bis wieder Leute wach sind. Erstmal lass schlafen. Zeit vergeht. Du bist froh, dass du nicht schlafen musst. Aber ist auch langweilig. Aktuell schläfst du ja mitunter nicht so gerne. Ja, habe ich schon auf dem Weg hierher gemerkt. So nach gut anderthalb Stunden hörst du was. Irgendwo draußen, irgendwo auf dem Bunker. Ganz komisches Geräusch. Scheiße, Eisberg. Als wenn jemand so mit so einem Eispickel so ganz leicht auf das Betondach des Bunkers hackt. So hack, hack, klack, 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 klack. So als wenn eine Frau mit Stilettos auf sandigem Beton läuft. Oder als wenn jemand mit einem Messer in so einer Kachelfuge schabt, stichelt. Ganz seltsames Geräusch. Kannst du das nicht einordnen? Sehr schwer nervig. Es verstummt nach einer Weile wieder. Ja, bloß gut ist vorbei. Zeit vergeht. Du döst so langsam, aber sicher doch dem Schlaf entgegen. Als du plötzlich ein Geräusch hörst. Sehr leise. Und für den ersten Moment denkst du dir, du bist eingeschlafen und hast das geträumt. Dring, dring. Dring, dring. Was brat mir einer? Das brat mir einer. Ein Hund, da ist der Storch gefroren. Das ist ein. Und dann hört's wieder auf. Oh. Bin ich dumm? Was war das? Ich war Operator. Siggi kommt zu dir mit einer dampfenden Tasse. Hey Siggi. Hey, ich hab mir heißes Wasser gemacht. Willst du auch welches? Siggi, hast du gerade zufällig dieses Ring-Ring gehört? Nein. Ring-Ring-Ring-Ring-Ring-Ring. Ich versuch gerade diesen Brief zu lesen von dem toten Briten, der an dem Tisch saß. Aber Mein Textenglisch ist eher lausig. Mein Englisch ist ziemlich gut. Ist es? Ist es. Gebe ich den besser dir. Oh, ist ein ganz schön langer Brief. Steht bei dir auch mit Akzent? Ja. Soll ich die Maschinenpistole halten? Nein, danke. Ich kann das. Ich bin Seemann. Das glaube ich, aber ich habe schon oft geschossen. Wo hast du das gelernt? Habe ich gelernt, als ich versucht habe, Deutsche zu töten, viele. Im Krieg? Mhm. Warst du in der Exilarmee? Oder in der polnischen Heimatarmee? Oder ist es die gleiche? Ich war an der Stelle nicht so viele Fragen, wir reden nicht so gerne drüber, Truppe. In Ordnung. Ich habe jetzt eine Handgranate. Er geht. Ich gucke ihm so hinterher und denke mir aber auch so, Granate. Siggi! Ja? Was willst du für Granate? Krieg ich die Maschinenpistole? Ich mag Granate. Na. Ich tausche die Handgranate gegen die Maschinenpistole. Nee, ist schlechter Tausch. Mach mal. Sicher? Nicht. Mit einer Maschinenpistole kannst du drei Leute umnieten. Mit einer Handgranate kannst du einen ganzen Trupp wegsprengen. Mit der Maschinenpistole kann ich
Oder du kannst auf der Straße stehen und Reinhard Heydrich blöd angucken und dann von ihm fast erschossen werden, wie die Tschechen. Weil es die gleiche Maschinenpistole, die taugt nichts. Das ist ein Stan. Das Attentat auf den Typen wäre fast schief gegangen, deswegen. Das ist eine Handgranate, ist echt zuverlässig. Ziehst den Stift raus, schmeißt das Ding, boom, Leute tot. Aber ohne Explosion, glaubt nicht den Filmen. Ich überlege mir kurz, Sigi anzuzünden. Ich lasse es dann aber. Gut, meine Handgranate, er geht wieder. Außerdem hätte das mir damals geklappt, wenn nicht einer hätte falsche Kabel gebunden. Habe ich gehört. Kurva. Ich habe noch nicht eine Zeile gelesen übrigens. Sind wir inzwischen auch aufgestanden? Ja, du kannst ja während der liest erst einmal. Einen Moment, also, weitermachen. Mein Englisch doch nicht. Ja. Du liest mal in Ruhe. Ihr wacht schließlich einer nach dem anderen recht erholt wieder auf. Ja. Die Anwesenheit von einer funktionierenden Toilette ist ein wahrer Segen. Lindert das meinen Stress? Kurva, sollte keiner draufgehen. Ich war Stress. Gerade. Das erzeugt keinen zusätzlichen. Ich hab nur noch Stress. Ja, ich weiß. Kauf ihn doch weg für Gesundheit oder Ausdauer. Ist viel zu teuer. Dann bleibst du gestresst. Das ist deine Entscheidung. Nur ein Punkt. Kannst rauchen, wenn du noch Zigaretten hast. Nee. Gut. Ich gehe mir mal in dem Vorhalle dann. Der Generator beginnt übrigens langsam abzukacken und Leistung zu verlieren. Das Benzin reicht wohl nicht mehr lange. Ich gehe kurz in die Vorhalle, check, ob die Tür noch zu ist. Ja, du gehst an dem Kettenkratt, das dort steht, und dem Kettenkübelwagen vorbei. Sind die betankt? Für einen kurzen Moment glaubst du, dass sich irgendwas vor dem Schießschlitz neben dem Eingang bewegt hat. Irgendwas ist vorbeigeholt. Aber es könnte auch eine Schneewehr gewesen sein. Willst du rausgehen? Bestimmt. Nein, verstehe. Alt und nicht Bunker. Ja. Nicht Bunker ist der relevante Part dabei. Ich finde, Lilly hat eine wichtige Frage gestellt. Also ich hab ja die Gewohnheit, mich um technische Geräte zu kümmern. Ja. Deswegen würde ich mal gucken, wie es diesen... Was sind das? Quatz? Okay, das ist ein Kübelwagen. Der Kübelwagen ist der deutsche Jeep des Zweiten Weltkriegs. Nur, dass er statt zwei Hinterrädern hinten so eine Ketten hat. Überlesen. Also Raupenketten wie ein Panzer. Olli. Ist die Schneeversion davon. Hat der rumliegen lassen, habe ich ein bisschen gelesen. Und das zweite Fahrzeug ist ein sogenanntes Kettenkratt. Das ist ein Kettenmotorrad. Das hat einen Motorradlenker vorne und dann Panzerraupenketten. Da können so drei Leute drauf sitzen. In Kübelwagen passen 4 bis 5. Ah. 4 bis 5. Und ist da noch Sprit drin? Ja, da ist Sprit drin. In beiden. Und die funktionieren noch? Gehen die an? Ich muss das ja mal ausprobieren. Okay, also die brauchen wohl ein bisschen Wartung. Die stehen da jetzt seit einer ganzen Weile rum, aber sie sind halt gut witterungsgeschützt gewesen. Du könntest die betriebstauglich kriegen. Ja, habe ich Interesse Arbeit, dran. Aber was kriegst du hin? Hast du Werkzeug? Eine Pionier-Axt und eine Kletterwinkel. Ja, wir haben noch eine. Damit kannst du Windschnittigkeitslöcher reinhacken, aber mehr bringt das nicht. Aber ihr habt grundsätzlich Werkzeug. Ja. Ja, wir haben Werkzeug. Bolek hat Werkzeugtasche. Ja, du kannst Boleks Werkzeugtasche nehmen. Die steht ja da in dem Schlafraum wahrscheinlich. Die trägt er ja nicht die ganze Zeit mit sich rum. Das würde ich dann machen wollen. Das ist ein Punkt der Schöpfung? Ja, für einen Punkt der Schöpfung kannst du eins der Fahrzeuge flott machen, für 2 Punkte beide. Wir sind 6 Leute. Könnte knapp werden. Jetzt, wo wir. Ja, ich brauche auf jeden Fall beide. Fällt mir ein guter Witz ein, den ich Fritz erzählen möchte. Ey, Fritz! Ja. Aber es ist immer gut, wenn man ein Gerät bereit hat. Was macht ein Russe auf dem Eis? Einbrechen. Hab ich gehört. Russen klauen. Guter Witz, ne? Ich dachte, Russen haben keinen Besitz. Die sind doch Kommunisten. Deswegen klauen sie alle. Wenn alle, das alle gehört dann immer noch jemand anderem. Dann gehört keinem irgendwas. Ja, stimmt. Bam, komm hier. Fritz hat nicht gelacht. Doch, ich hab gelacht. Ah, sehr gut. Fritz hat gelacht. Ja, ich kann das Rumsitzen nicht leiden. Ich helfe Frau Wettermeier. Ich will irgendwas lernen und schrauben. Ja, Sigi geht dazu, fragt, was er machen kann. Ja. Macht die Drecksarbeit für dich. Wagenheber, Hebeln oder sowas, die Werkzeuge reichen. Ja. Geh mal in die Observationsplattform. Ich sag Sigi auch, er soll mal so ein bisschen ein paar Lebensmittel darauf schaffen. Ich gehe zu Bolek und frage, wie die Nacht immer war. Immer preppen. Sekunde, ganz kurz. Bolek, was ist los?
alle soweit gewesen, Toilette und so, kurz zuhören. Ja. Mehrere Sachen. Erstens, irgendwas war draußen diese Nacht. Ist nicht reingekommen, aber irgendwas war komisch. Ich weiß nicht genau. Einzige Sache, Sigi hat gefunden, diesen Brief hier ist auf Englisch. Ich gebe dir das mal, aber ich habe soweit zumindest verstanden. Die Leute, die hier waren, von denen wir viele ja rausgeschafft haben, danke Sigi nochmal an dieser Stelle. Ich habe gehört, irgendetwas von draußen, und die Jungs hier auch sehr nervös gewesen, weil haben in ihrer Zeit hier auch gehört, Sachen von draußen, auch nicht reingekommen. Den Bären? Deutsche vermutlich. Na, hier sie wissen nicht genau was. Sie sagen, es ist Polarbär, aber wissen nicht genau was, weil Geräusche nicht passen. Außerdem, Polarbär hat ganze Gruppe von ihnen quasi macht, weggemacht, getötet. Kurva Marge. Und Problem auch, hat wohl auseinandergenommen, Medizinstation. Das ist ein Bär. Nee. Ist wohl ein Bär gewesen? Vielleicht wir haben auch Bär gesehen. Hi. Problem ist nur, ich habe Frage, was ist das für eine Insel? Karnak? Karnak? Ich habe keine Ahnung, was Karnak sein soll. Das ist hier unterstrichen. Ich glaube, heißt Insel hier. Oh, ich glaube, ich habe es schon mal gehört. Insel, Main Target. Ich bin mir nicht sicher. Fest steht nur, heftige Kämpfe hier gewesen überall. Haben gesprochen von Project Stargazer. Weißt du? Object Stargazer steht was da. Was ist denn? Ich denke, das ist das hier. Aber was ist ein Stargazer? Sowas wie ein Observatorium. Ist hinten nicht dieses große Gebäude? Ja, es sah von außen aus wie ein Observatorium. Es hat so was Kuppelartiges weiter hinten. Zwei Sachen noch schwierig. Das sind wir noch gar nicht gewesen, oder? Das Oktaeder? Zwei Sachen noch schwierig. Haben gesprochen von blaues Leuchten am Himmel. Polarnacht. Ist normal? Und na, du kennst doch hier... Polarlichter. Polarnacht ist Polarlichter. Eher grün. Aber gesprochen von blaues Leuchten am Himmel. Problem ist nur mit blauem Leuchten auch so wie Erdbeben. Hm. Und dann Funker wohl nur noch hat gehört, Geschrei überall, egal wohin gefunkt. Und seitdem dann auch ziemlich letzte Nachricht gewesen. Okay. Ey, der Generator geht gerade aus. Wir sollten mal noch mehr Treibstoff gucken. Denkst du, hinten ist noch was? Wir sollten, ich wollte nicht riskieren, irgendeine Art von Überraschung, aber wir könnten gucken hinter verdammt schwere Tür. Ja, ich bringe das Maschinengewehr mit. Weiß jemand, wo diese Karnak ist? Ist das nicht eine Beleidigung für your people? Lilly Sophie Wettermeier hat den Begriff Karnak natürlich schon mal gehört. Eigentlich alle Australier. Ist ja gebildet und weltgewandt. Das dachte ich mir. Und weiß, dass das eine Tempelstadt in Ägypten ist. What? Ach, Karnak. Mm. Wo ist das? In Ägypten. Ah, Ägypten. Da, wo Pyramide. Ja, gehört, da, wo die Tempel sind. Diese... Habe ich gehört, sind riesige Flugzeuge. Diese Flagge, die wir gesehen haben, dieses Bild, sah ein bisschen aus wie Pyramide, fand ich. Ihr steht hier, seid ihr im Aufenthalts-, also im Schlafraum oder in diesem Wachraum, der, wo es weitergeht, durch die Tür, durch die ihr noch nicht gegangen seid? Ich bin noch bei dem ersten Raum, weil ich möchte unter der Bedingung, der Garage. Noch in der Garage. Dass wir da jetzt weitergehen, würde ich gerne irgendwie mit Krempel und so, der da rumliegt, von unserer Seite irgendwie das Loch verstopfen, wo wir reingeklettert sind. Ja, das ist leicht. Okay. Kannst Benzinkanister reinstecken und verkanten. Benzinkanister reinstecken, verkanten und ein bisschen Glassplitter. Du zerschlägst Glasscheiben. Und mach wieder rein. Müsste da nicht wieder raus. Das kann man ja wieder raus. Ich würde gerne währenddessen mir die Flagge nochmal anschauen. Die ist ja direkt da in dem Raum irgendwo, ne? Kann ich da mal einen Blick drauf werfen? Ja, kannst du. Ich würde sie gerne nochmal zeigen. Das geht bestimmt den anderen genauso. Ich preppe weiterhin. Ich gucke mir nochmal an. Ich lade die Bramgun durch und gehe zu Bolek. Weißt du, was ist mein Problem? Vielleicht haben sie nicht gehabt, blaue Faden und deswegen schwarz. Aber pass auf, Oleg, ganz kurz mal. Entweder, guck mal, wir haben hier so Teufel oder irgendwas, was hat obendrauf Sonne. Ja. Problem ist aber, wenn wir umdrehen. Könnte wir sein haben, Pyramide. Wir haben vielleicht Pyramide, aber dann ist Sonne unter Pyramide. Das macht gar keinen Sinn. Ich glaube, wir haben Sonnenfresser, eindeutig. Sonnenfresser? Oder guck, wir haben... Aber ist nicht wirklich... Ist nicht bei euch gang und gäbe? Kennt ihr die Sonnenfresser nicht? Ganz wilde Geschichte. Vielleicht ist wie bei dieser neuen... Habe ich gelesen, ist sowas wie die Bibel von diesem Hover... Sigi kommt, zeigt auf die kleine Sonne oben. Andromeda. Das ist oben. Ich habe gerade nachgesehen. Bei den Armbinden ist das immer oben. Was ist oben? Die Sonne. Die Sonne in der Sonne ist oben. Dann ist aber nicht Pyramide. Dann ist oder eine umgedrehte Pyramide. Raumschiff aus Andromeda. Reiches Flugscheibe.
Ich suche jetzt nach Treibstoff, sonst haben wir gleich gar kein Licht mehr zum Gucken. Meinst du, ist reich? Du weißt, diese verrückte Deutsche in Krakau hat erzählt. Ja, der hat gesagt, ist kalt. Kalt, ja. Ich gehe hinten zu dieser Tür mit der Brand. Weil der Treibstoff ist gleich alle und ich will nicht ohne Strom dastehen, dann sehen wir gar nichts mehr. Hey, Krake, kommst du jetzt mit? Ich will da jetzt durch, wir gucken jetzt nach Treibstoff, sonst haben wir gleich kein Licht mehr. Ja, sicher. Der will schon mit nur einer einzigen Taschenlampe hier existieren. Ja, ich habe gar nicht Licht. Ja, wir haben noch Licht von oben. Du machst auf, ich halte mit der Brandgun rein. Oh, ich habe eine Batterie. Frau Wettermeier, Ihre Batterie. Soll ich noch tragen oder? Ja, bitte. Okay, bitte, ich trage bitte. Batterie. Kein Problem. Sagst du, wenn du brauchst. Kannst du auf die Fahrzeuge legen. Gut. Okay. Tür auf. Also mit einer feuerbereiten Sten-Maschinenpistole und einem lässig auf Hüfte gehaltenen Bren, so wie Australier das gerne gemacht haben im Dschungelkrieg, auf Hüfte halten und draufhalten, öffnet ihr die quietschende Tür. Direkt dahinter befindet sich eine kleine Schleuse, die links und 90 Grad um die Ecke winkelt und eine weitere Tür. Diese Tür ist aufgesprengt worden und steht halb offen. Scheinbar mit einer konzentrierten Sprengladung, professionell gemacht. Also das für dich aus? Wollten die hier rein oder wollten die hier raus? Wer gesprengt hat, wollte da rein. Das sind vier rein. Gut angebrachte Schweißsprengladungen also gewesen an den Riegeln. Jemand wollte von da, wo ihr seid, weiter hinein. Ja, ah. Ja. Guck mal, Bolek, hat nicht gezündet. Ich bin mir ziemlich sicher, sie haben ein Kabel falsch gemacht. Bist jetzt also auch dabei, Al? Ja, vielleicht hat wieder jemand vertauscht. Grüne Kabel mit rote Kabel. Was grüne, rote Kabel? Ist grau. Es Kabel sind rot und schwarz. Kabel und es war rote Kabel. Es ist immer grüne Kabel und rote Kabel, wenn ich baue. Es war beide grau. Ich verstehe nicht, warum du mir gibst graue Kabel und graue Kabel. Wisst ihr, warum das schiefgegangen ist bei euch? Ihr habt zu lange gequatscht. Vielleicht deswegen. Dann haben sie euch überrumpelt, oder? Ihr würdet gerade ganz andere Sache klar. Aber wisst ihr was? Moment, du glaubst, alle Kabel, die ich verbaue, sind grau. Okay. War graue Kabel, ja. So wie deine Shirt, deine Pullover, wie meine, wie grau und grau. Ah, fuck it. Ich mach die Tür auf. Du denkst, wir haben selbe Farbe Shirt. Wir tragen selbe Farbe. Wenn Polak und Polak hinten rumquatschen. Wie lange glaubst du, verbaue ich graue Kabel? Schon immer. Ich dachte, ich mache von dir. Oh Gott, ich weiß, was da mal schiefgegangen ist. Und ich was? Das lachen alle. Ich hab das all die Jahre nicht gemerkt. Er ist dumm. Er ist hier dumm. Na du, wenn du rot nicht von blau unterscheiden kannst und grün was nicht von rot, blau, was? Schreib, was dumm. Redet er? Schreib dich nicht ab, Lernfarben. Er ist nicht dumm, ich befürchte, wir haben uns jahrelang nicht darüber unterhalten, dass er kann nicht sehen, Farben. Du hast ein rot-weiß gestreiftes Hemd, er hat ein blau-weiß gestreiftes Hemd. Das ist viel auf einmal jetzt, ich trage ein rotes Hemd. Du trägst schon immer ein rotes Hemd. Wie die Ruski? Hi. Ein bisschen so, aber auch wie unsere. Ein bisschen wie Polska. Aber auch ein bisschen wie unsere Flagge. Die diskutieren da irgendwas über Farben und sind da weiter weggegangen. Du bist mit dem Kübelwagen jetzt fertig und willst dich gerade dem Kettenkratz zuwenden. Dass du etwas bemerkst, nämlich du siehst von der Werkstatt aus in diesen Wachraum. Und dieser Wachraum, der hat eine kleine Treppe nach oben zu so einer versenkbaren Stahlkanzel. Die kann man hochfahren und dann durch Schlitze rausgucken. Beziehungsweise man kann sie einfahren, wenn man beschossen wird, weil aktuell ist sie ausgefahren. Und durch diese Schlitze siehst du plötzlich ein heller werdendes, bläuliches Licht in diesen Wachraum scheinen. Willst du dir das näher angucken? Ja. Du gehst also die metallenen Stufen dieser engen Wendeltreppe hoch. Mit voller Überzeugung. Zu dieser Beobachtungskanzel, wo auch ein fest angebrachtes Fernrohr ist, also so ein Einzelding mit Winkel, dass man auch so ein bisschen von unten gucken kann und einem nicht ins Gesicht geschossen wird, selbst wenn eine Kugel das Loch trifft. Aber durch den Schlitz siehst du etwas. Erstmal, das Wetter hat sich geklärt. Dieser ganze Sturmwind hat massiv nachgelassen. Die Sicht reicht bis zu der größten Bergkette der Insel. Und dort... Ich sehe das übrigens und gehe hinterher. Dort sticht etwas in den Himmel hinauf oder aus dem Himmel hinab, was du noch nie gesehen hast. Ein haardünner, gleißend blauer Lichtstrahl. Er ist so unglaublich dünn, dass du denkst, wenn das ein Flakscheinwerfer ist, dann muss der absurd weit weg sein und absurd hell sein, um so dünn zu sein. Aber das könnte er nicht sein. Und dieses Licht strahlt, soweit du durch diesen Beobachtungs-
Schlitz sehen kannst, in den Himmel hinauf und verschmilzt da regelrecht mit den Polarlichtern. Der ganze Himmel glüht um diese Lichtnadel herum, bläulicher als weiter sonst. Das ganze Land ist in ein heller werdendes, ganz langsam heller werdendes, blaues Licht getaucht. Und irgendetwas macht draußen auf dem Bunker Geräusche hinter der Beobachtungskanzel. Oh, dasselbe Geräusch wie gestern. Hörst du, Oleg? Bennett, hörst du? Ist Geräusch wie in der Nacht. Und entschwindet. Gibt es hier einen Vogel? Hast du das gehört? Hast du das gesehen? Der Trauma. Ich habe nichts gesehen. Ich habe nur ein blaues Licht gesehen. Hi. Aber ein ganz seltsames blaues Licht. Was habt ihr gesehen? Blaues Licht. Blaues Licht. Was macht das? In die Nadel, in den Himmel stechen. Oh. Krake, hier ist ein Haufen Geräte. Kommt hier mal nach. Ich brauche mal dein Maschinengehirn. Ja, Bennett ist den gesamten Korridor hinter dieser Tür, der fast 10 Meter weiter in den Bunker hineinführt, vorgerückt und steht bei so einer kleinen Winkelneigung an der nächsten Tür, wo hinter ein Raum ist. Und da flackert, blinkt und leuchtet es. Ja. Yeah. Und das ist alles irgendwie an. Jawohl. Und das ist eine Tür, über der steht Lebensgefahr. Nur betreten mit Schutzanzug. Typ D. Eif. Mein Deutsch? Ich kann kein Deutsch. Ich kann genau 6 Sachen. Alle davon haben... Kannst du 6 Sachen mehr als ich. Alle davon haben mit Rieke zu tun. Also Käse, Speck und Pariser Gummi. Ich bin mir ziemlich sicher, Lebensgefahr ist eine davon. Naja, ich denke, der Choking Hazard. Der Totenkopf da ist eine universelle Sprache. Das ist eine große Scheibe, die ist ein bisschen schmutzig. Das heißt, entweder das dahinter macht uns alle unbedingt tot, ja, aber oder nur SS darf rein. Lass uns mal durch die Scheibe gucken. Ihr folgt ihm? Ja, was sind das für Geräte? Ich würde mich gerne im Raum umschauen, weil meine Intuition und meine Wahrnehmung von 7 muss mir ja irgendwas bringen. Deine Technik von 2? Nee, aber meine Technik von 3. Ja, hinter diesem gewinkelten Ende des Raumes führt die Tür in einen Kontrollraum. Schaltpaneele mit großen Schaltern, Knöpfen und Hebeln. Überall blinken und leuchten Lampen. Während wir dran vorbeigehen, kann ich nicht anders als auf ein paar Knöpfen drücken. Du drückst ein paar von den Knöpfen. Ich baue mal hier wieder Würfel. Weiß nicht, ob wir sollten fragen, Frau Wettermeier. Ach, sieht aus wie ihre Cockpit. Nur im Vorbeigehen. Alle, an die ich so rankomme, drücke ich so willkürlich. Klick, klick, klick. Ich habe einen Blick erhascht. Klick, klick, klick. Oh, das ist nicht gut. Hinter einer Observationsscheibe, die diesen Kontrollraum mit einer, wie du siehst, du guckst mich an, ich stehe so. Halle verbindet. Dahinter ist irgendeine Halle hinter diesem Fenster. Das ist so dickes Glas. Also Schicht auf Schicht auf Schicht Glas. Und hinter diesem Glas, das übrigens Bleiglas zu sein scheint, wie du an der Tönung erkennen kannst, befindet sich eine achteckige Halle. Und in dieser Halle befindet sich irgendeine merkwürdige Maschine. Ein Laufsteg, der in die Mitte führt, durch einen Ring. Und dieser Ring. Bennett, was hast du gemacht? Ist die Montage von mehreren ineinander liegenden Ringen, die plötzlich alle anfangen, sich zu drehen. Der innerste nach rechts, der nächste nach links. Und dann beginnt sich die gesamte Apparatur in einer Kreisverankerung um den Raum zu drehen, um diese Plattform in der Mitte, während in diesem Raum rote Lichter blinken. Also wir rennen übrigens dahin, wo es jetzt so Alarm schlägt. Sie folgen dem lauten, unangenehmen Alarmgeräusch. Bennett ist zu der Tür gelaufen, auf einmal macht was habt ihr getan? Lichter gehen an, rechts, links, irgendwas, rad, klack. Ihr hört diese alten Schaltungen, also die elektrischen Relais, Schaltung, rat, und plötzlich ding, klingelt ein Telefon an der Wand. Oh, das habe ich auch gehört gestern Nacht, habe ich ganz vergessen. Ich habe ding. Hallo? Oleg hier. Hallo? Was? Sag mal, was ist denn das für euch bei euch für ein scheiß Lärm, Werner? Kannst du das mal abstellen? Ich kann kein Wort verstehen. Ja, hier ist Werner. Hansen hier. Werner. Ihr seid da, gut. Witz ist für dich. Verdammt nochmal, schaltet den scheiß Alarm ab. Ja.
mal Knöpfe. Dieselben Knöpfe wie eben. Die Bennett gedrückt. Du suchst, okay, du weißt ja, wie du Sachen reparierst, ne? Ja. Wie? Mit dem Hammer drauf. Ich hau mit dem Hammer drauf. Ja, du schlägst das Alarmding an der Wand mit deinem Hammer kaputt und es. Was Alarm war das? Ja, gar kein Problem, okay, Alarm ist aus. Okay, Werner, das ist besser. Okay, pass auf. Ihr seid gerade rechtzeitig. Wir haben jetzt hier alles in Betrieb genommen. Und wenn ihr nicht zackig handelt, ist bei euch die Kacke am Dampfen. Also, ihr müsst bei euch die Ankerstation auf Überladungsablass schalten. Ansonsten fliegt euch der ganze Laden um die Ohren. Hast du das verstanden? Natürlich, Ankerstation auf Überladung. Wir pumpen jetzt nämlich... Was? Ist alles... Kannst du mal dein Mundtuch abnehmen? Du klingst echt seltsam, Werner. Abschluss. Ich brauch das hier gerade. Hier stinkt's. Was? Hier stinkt es. Fein. Kannst du, worauf soll ich das nochmal stellen? Tut mir leid. Alter Werner, du weißt gar nicht, wie gern ich dich jetzt gerade explodieren hören würde. Du klingst genauso wie dieser scheiß Steward, den wir hatten auf der Maya Victoria. Das ist ein arrogantes Arsch gewesen. Pass auf. Also, du bist jetzt im Kontrollraum, richtig? Mhm. So, das ist Ankerstation Alberich. ihr müsst den Hauptkontrollregler auf dem Armaturenbrett von dieser Konsole, die ihr da haben müsstet, auf die Position 2 schalten. Position 2, ja. Die haben hier nämlich vor 2 Jahren alles auf Überladung gestellt. Wir glauben, dass das die ganzen Briten umgebracht hat. Und unsere Jungs auch. Sind bei euch auch überall alle tot? Ich nehme an, ja. Ja, hier sind alle tot. Fein. ganz schöne Scheiße alles, ne? Also, hast du auf Position 2 geschaltet. In diesen wirbelnden Ringen beginnt es in der Mitte plötzlich, wie aus dem Nichts, so blau zu blitzen. Blaues Licht. Flacker. Ich hab Kontakt gesehen. Geht da nicht rein? So, kannst du mir mal kurz sagen, was der Status in der, also da müsstet ihr so ein Fenster haben. Ja. Ist das geschlossen? Dann musst du nämlich die Schutzpaneele öffnen. Wenn das nicht geschlossen ist, sag mir, was du siehst. Offen. Sind offen. Sind offen, okay. Haben die Ringe schon angefangen, sich zu drehen? Es blitzt schon blau. Ich gucke durch das Fenster. Ist das Dach offen? Leuchtet grau. Ist das Dach offen? Was? Wer war das gerade? Was hast du gerade gesagt? Ist das der? Nein, ich frage gerade, ob. Dach offen, Werner, ja, nein. Mensch, das ist wie ein Gespräch mit meiner Ex-Frau. Ich gucke! Das Dach ist nicht offen. Du kannst, also wenn du reinguckst, kannst du sehen, direkt über dieser Apparatur ist so eine riesige Linse, wie so eine Kameralinse. Dach ist zu! Und dieses flackernde Licht in der Mitte wird immer elliptischer und als wenn es sich formen würde. Und Licht so einen flackert, dünnen Dach ist Faden. Dach ist zu, das ist nicht gut. Das Dach muss auf. Ansonsten kann das nicht raus, okay? Ja, er muss raus. Okay, also, da muss irgendwo ein Schalter sein, der heißt Ablass. Öffnen oder so, Ablasskontrolle. Ablasshandel wäre gut gewesen. Dann drück mal den Ablasshandel. Drück ich. So, klemmt. Es klemmt. Ja, dann mach mal was für dein Geld. Ich nehme meinen kleinen Hammer und hau vorsichtig drauf. Ja, der Hebel schnappt nach unten und direkt oben öffnet sich diese Linse. Es offen jetzt! Und aus diesem Lichtflackern ist so ein solides, also so ein halb amorphes Lichtobjekt geworden. Kein Problem. Das sich immer mehr zu einer langen, dünnen Spitze formt, aus der so eine Helix-Spindel aus Licht sich nach oben windet, wie 30 umeinander windende Würmer. Und aus der Mitte steigt diese dünne Nadel auf, die du auch am Horizont gesehen hast. Und... Wie bei der Bergkette. Die geht bis nach oben in die Spitze. Jetzt, wo die Linse oben offen ist, könnt ihr sehen, dass da drüber die von außen sichtbare, diese Pyramidenspitze aus diesen 4 zusammengreifenden Stahlplatten ist, die das nochmal verschlossen hält. Da geht dieses Licht jetzt rein und pilzt daran so auf und die Farbe blättert davon ab und das Metall fängt an zu dampfen. Oh, so, ist die äußere Verkleidung offen? Sehr heiß. Nein, die äußere Verkleidung ist auch noch zu. Ja, die muss auch auf. Ja. Und dann müsst ihr alle großen blauen Schalter alle auf Empfang schalten. Ich halte das mal kurz richtig zu, den Hörer. Alle blauen Schalter auf Empfang schalten. Ist kein Problem, ich mache. Du weißt nicht, welche. Ich helfe mit alle blauen Schalter auf. Empfang. Empfang. Ich halte ihn davon ab.
Irgendwas anderes? Ja, und wir müssen die große Abdeckung aufmachen. Kann einer von euch irgendwas... Warte mal! Deutsch, Deutsch, Deutsch! Was da, steht? Da! 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 Da drückt den Knopf einfach! Ach, ich gedacht, dass diese Sprache mal nützlich wird. Yep. Wer meinem... Wer, ja, ich hab das auf. Ja, Bolek. Du hörst einen dumpfen Knall in dem einzigen anderen Raum, der da noch zugänglich sein könnte, der durch eine weitere Tür nämlich vom Kontrollraum abführt. Und damit kennt ihr dann auch weitgehend das gesamte Layout dieses Bunkers. Und ich lege das mal hier rüber, damit einer von euch es auf die Würfelschale tun kann. Ich weiß nicht, ob die Leute es sehen können. Ich glaube, man muss es winkeln, damit man es im Chat sehen kann. Doch, das könnte gehen. Ja? So, ja, es ist wahrscheinlich nicht ganz in guter Größe zu sehen, aber das wird schon in Ordnung sein. Ach nee, das sind Schlüssel. Kannst du auf... Kannst hier auf Das gibt es dann also, in der egal. Box wahrscheinlich. Ja, in der Box gibt es das in wesentlich geiler als das da. Jetzt sind wir hier gerade. Ja, ihr seid im Kontrollraum. Jedenfalls aus dem anderen Raum dort. Wir müssen mal auf die 1 schalten, bitte. So, Flo, aus diesem Raum hier. Liebe Regie? Ja. Da knallt was. Das klingt so ein bisschen wie ein Vergaser, der Probleme Regie? Hat. Ist unsere Regie eingeschlafen? Da, ah, sehr gut, danke. Da knallt's und zischt. Und das klingt so ein bisschen wie so ein Generator oder so, der immer höher und höher und höher dreht und sich so seinen Belastungslimits nähert. So, Werner. Ist das Ding jetzt endlich offen? Ja. Ah ja, okay, ich kann euer Lichtstrahl sehen. Mann, ganz schönes Orchester hier. Danke, Regie. So. Dann schicken wir euch jetzt mal alles, was wir hier an Überschuss haben, rüber. Und wenn ihr dann soweit alles soweit gesichert habt, das heißt, seht zu, dass ihr so in spätestens 2 bis 3 Stunden wieder hier seid. Er hat Schuss gesagt. Was Schuss? Kommandant Reinhardt hat das Kommando übernommen und er ist der festen Überzeugung nach den Informationen, die er hier gesichert hat, dass das, was die ganzen Leute hier getötet hat, irgendwas zu tun hat mit unserer Maschine. Und wenn ihr bis in 3 Stunden spätestens, wenn wir das hier alles auf Volllast schalten, nicht in Gundahar seid, dann seid ihr Fish and Chips, wie der Engländer sagen würde. So, also, nicht lange rumdödeln, alles fertig machen und dann it's a long way to Tipperary, my friend. Alles klar. Was ist Gundahar? Ich stopp's dir so ein bisschen in die Seite. In welcher... Halt mich jetzt für bescheuert, aber in welcher Himmelsrichtung liegt Gundahar nochmal? Ich bin voll unter Stress hier. Werner? Hä? Wie heißt denn du mit Nachnamen? Seelenbinder. Schulz. Ja, Schulz war das Erste, was mir auch eingefallen ist. Schulz! Ich glaube, du solltest mir. Scheißdreck. Klick. Düt. 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 Fuck. Ey, hab ich den erkannt von der Stimme her? Ja, ja, klar. Wir tanzen. Ach so. Okay. Bolek, du bist den Geräuschen nachgegangen. Ja. Und du findest eine Maschinenhalle mit einem riesigen Generator, der rumpelt und dreht wie blöde. Und überall, die Wände entlang, sind Spulen. Und die ganze Zeit so von unten nach oben Blitze draußen hochwandern. Und sich Lichtbögen zwischen der einen Hälfte und der anderen Hälfte spannen. Hinten im Raum ist irgendein Kasten explodiert und in Flammen aufgegangen und qualmt gewaltig. Stinkt fürchterlich. Rohrleitungen zittern. Ein Kabelmast, der oben unter der Decke entlang verläuft, hat angefangen zu dampfen und an einigen Stellen, überall da, wo er mit den Befestigungsringen befestigt ist, glüht er leicht von innen her. Wer guckt gerade in die Kammer? Ich habe ja nichts Besseres zu tun. Ich kann weder Deutsch lesen, noch Deutsch sprechen, noch technische Dinge. Ich habe ein riesiges Maschinengewehr, ich stehe bloß rum. Durch die Scheibe? Durch das Fenster, ja. Da stehe ich ja auch immer noch am Telefonhörer etwas. Gut, plötzlich knallt es und mitten in der Mitte dieser Kammer, zwischen diesen ganzen wirbelnden Ringen, taucht plötzlich aus dem Nichts irgend so eine vage humanoide Gestalt aus blauem Licht auf. Dr. Manhattan. Ja, Mann. Verschwindet Richtung Wand und aus der Wand zurück kommt eine deutlich plastischere vage humanoide Gestalt in den Raum geflogen, prallt gegen einen dieser wirbelnden Ringe, wird gegen die Wand geschleudert, Funken sprühen, die Gestalt landet auf dem Boden, stützt sich auf, trägt, das ist so eine Art von Rüstung, kannst du so
Plattenteile sehen und Schläuche und einen Kopf mit riesigen Hörnern und stürzt sich auf und steht auf und siehst irgendwas hinten auf dem Rücken, leuchtet und pulsiert blau und die Gestalt greift Richtung Rücken und dreht den Kopf zu euch und da, wo Augen sein sollten, ist nur so ein Schlitz und ich zeig euch das einfach mal. So sieht die aus. Ah, nun. Das ist der Fallout-Tempelritter. Well, hello there. Ja, und wie sie also da Richtung Rücken greift und zu euch rüberschaut, streckt sie die Hand zu euch und winkt und fängt an, irgendwelche Regler und Knöpfe am linken Arm zu drehen und in dem Moment beginnt sie zu flackern. Wer winkt, ist immer erstmal freundlich. Und wird in die Mitte von diesen wirbelnden Ringen gerissen, in das Licht hinein und fliegt als Lichtgestalt wieder in eine völlig andere Richtung davon, durch die Wand und verschwindet. Was war das? Das war der Magic Man. Bolek macht was? Ich hab's nicht gesehen. Bolek macht echte Arbeit. Ja, in der Zeit, mich würde tatsächlich mal interessieren, ob jetzt das sich, nachdem die Lichtgestalt verschwunden ist, sich wieder beruhigt. Nein. Das läuft also Gefahr, völlig aus dem Ruder zu laufen. Ja. Aber kann man es ausschalten? Also kann ich im Kontrollraum den Off-Knopf machen? Das wollte ich ja auch noch fragen. Genau, gibt es generell irgendeine Art von Notaus oder großer roter Knopf, großer gelber Knopf, irgendwas in Signalfarben oder irgendwas, was ich sehe? Ja. Bedenke, Wahrnehmung und Intuition. Ja. Tatsächlich gibt es einen großen Hebel, so einen richtig großen Hebel, hinter einer Glasscheibe mit rot-weißer diagonal gestreifter Umrandung. Ja. Kann ich eh nicht lesen. Notabschaltung. Ja. Not was auch immer, egal. Schlage ich natürlich ein. Du gehst hin und schlägst mit dem Hammer drauf und chippst etwas von dem Glas ab. Gar nicht mal. Ich hau das Ding ein, dann drehe ich meinen Hammer um, klemm das dahinter und zieh. Ja. Weil das Zeug hält an dem riesigen Hebel. Also du schlägst mehrfach auf die Scheibe ein, bis du ein Loch kaputt ist. Bis du ein Loch hast. Einmal. Einmal. Was hast du stärker? Nein. The man. Er wurde kurz. 5. Ja, eher so 5, 6, 7, 8, 9, 10 Mal. Also oha, du drischst da also drauf, chippst daran da weg, bis das Ding schließlich bricht und du es rausgerissen kriegst. Das ist so mit irgendwas verstärkt noch. Also ein bisschen, da ist auch Draht drin in dieser Scheibe. Niemand wollte offenbar, dass man diese Scheibe leicht einschlagen kann. Aber es gelingt dir dann, sie einzuschlagen und rauszuzerren. Ja. Du hakst deinen Hammer dahinter und ziehst runter. Und in dem Moment hörst du ein fürchterliches kreischendes Geräusch, so als wenn eine schwer beladene Dampfeisenbahn eine Vollbremsung macht. Dieser Generator fängt an zu rumpeln und in seiner Montage unten zu zittern. Sicher war ich mir nicht, ob das gut war. Hinten im Raum explodiert ein großer Kondensator. Giftige Gase breiten sich aus. Die Leitung unter der Decke brennt durch und geschmolzenes Kupfer tropft daraus runter. Flammen lodern überall um dich herum auf. Diese Ringe, die ihr seht, stoppen alle plötzlich. Klang, 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 klang in der exakten Position, in der sie gestartet sind. Dieser Lichtstrahl in der Mitte beginnt zu zittern und zu wandern. Und plötzlich, als wenn du einen Laserpointer in die Hand nimmst und dann Techno tanzt, wild in alle Richtungen der Decke zu zucken und überall, wo er die Decke trifft, sprengt er den Beton weg und schmilzt Metall, schneidet durch Kabelleitungen, jagt irgendwelche Rohre in die Luft, Sigi! Auf den Dampf schießt und die Kontrollkonsolen alle, boom, gehen alle aus. Sigi rennt zu dir auf die Treppe, rennt wieder raus, rennt wieder zu dir auf die Treppe in den Technikraum. Schnapp mir Sigi, aber wirklich auch brutal. Ich schnapp mir Sigi und ich entreiße ihm seine Granate. Ja. Ja, du packst ihn, reißt ihm die Jacke auf, greifst den Stift und schmeißt die Granate nur so schnell ich kann in Richtung der Strahlenapparatur. Die Strahlenapparatur ist in einem eigenen Raum hinter Bleipanzerglas, hinter einer weiteren Schleuse. Ja, aber die hat ja gerade offensichtlich in dem Kontrollraum, in dem du warst, alles schon zerschnitten. Ergo, da kann ja an Wand in der Kammer. Aber da ist gerade gesagt, das ist eine große Linse, die wir aufgemacht haben. Nee, Kabel und sowas zerschnitten. Ah, okay, aber sie ist jetzt nicht eine direkte Gefahr für uns.
Wie du dir diese Frage stellst, ob sie das ist oder nicht, weil du kommst ja auch jetzt erst dazu, ja, geht dieser Strahl einmal wie durch Butter durch dieses Fenster. Und... okay. Macht aus wer, Bolek du bist leider, da? Nolek. Du bist da? Wir drei sind da. Und ich weiß nicht, wo Oleg ist. Ist Oleg auch da? Ihr drei seid da. Okay. Wir vier sind da. Würfelt mal jeder einen Würfel und sag mir, wer den niedrigsten Wurf hat. Oh, fick mich. Ich wette, es wird sein Oleg. Ich glaube nicht. Los, eins. Du hast eine Eins. Ich habe eine Neun, ich bin safe. Zwei. Eine Zwei. Immer noch eine besser zwei. Als Zwei. Das war knapp, Oleg. Das war knapp. Oleg gewinnt. Aber du kommst du erst. Du doch gerade erst eins. Eins. Eins, Oleg und Bolek. Das trifft immer beide. Wer hat den niedrigsten Wurf? Wir Oleg und Bolek. Eins. Oli war zuerst. Ja. Dann Stich. Was? Oleg, Bolek, Stich. Kann nur einer verdammt wir werden. Wir klären, dass wir echte Bollen. Schnack, Pnack, Knatsch. Mit einer Runde Snatsch, Knatsch, Pratsch. Snatch, 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 Knatsch, Pratsch. Pause. Ah! Euch ist klar, das ist jetzt das Meta-Snatch, Knatsch, Pratsch, weil es geht darum, wen von euch beiden es trifft. Ja, ich hab verloren. Ihr habt verloren. Okay. Mich. Hab ich gewonnen. Du bekommst 15 Punkte Schaden. Ja, geil, let's go. Vielleicht letzte Runde, Snatch, Knatsch, Pratsch. Von denen du 5 Punkte direkt umsetzen kannst in... Moment. Moment. Ich such's nochmal raus. Jetzt hab ich's. Wo ist es? 15a. So. du kannst 5 Punkte in den einen Zustand und weitere 8 Punkte in den anderen umsetzen. Ich würde gerne einen Drama-Punkt ausgeben und Bolek zur Seite stoßen und das abfangen. Also Moment, du bekommst 15 Punkte Schaden. 13 Punkte Schaden kannst du in diese beiden Zustände dumpen. Warte. Das heißt nein? Komm, 15? Mhm. Ja. Hätte die hier, dann hast du noch 2. Mhm. Ja, du kannst einen oder beide davon aufnehmen. Du kannst Ausrüstung opfern. Du kannst Statuseffekte aufnehmen. Oh, das stimmt. Gut. Und alles, was übrig bleibt, geht auf Gesundheit. Mein Problem ist, das ist richtig schlecht. Das heißt, ich kann mich nicht davor schmeißen. Nee, das hat nein, das nein, andere. Das haben wir ja ausgemacht, das trifft ihn. Aber du versuchst dich davor zu schmeißen. Es ist aus mehreren, aus wirklich vielen Gründen sehr, sehr schlecht. Also das ist verheerend schlecht. Du hast gar keine Ahnung, wie unfassbar schlecht das ist. Ah, er weiß, er hat weil kein, du er weißt weiß nicht, was ich seit 2 Spielrunden unter das meiner Jacke weißt trage. Weißt du nicht, tatsächlich. Wir sind gute Pollen. Also soll ich das, also das hat beides mit Feuer zu tun. Du, ich habe auch kein Problem damit, wenn Olli sagt, er gibt einen Dramapunkt aus, damit es ihn trifft. Ich möchte bitte, er hat etwas. Aber du musst es erlauben. Ich möchte mich bitte eigentlich möchte ich auch wissen, was gleich passiert. Ist nicht gut. Schon, dann wird beide puff. Ich möchte schon wissen, was passiert. Ist nicht gut. Nur wir beide. Nicht gut. Ist alles puff. Wirklich nicht nur wir beide. Ja, ist nicht gut. Okay, pass auf. Also es Problem ist, niemand außer Oleg und Bolek weiß was. Das wäre so witzig. Machen wir das jetzt noch oder ist es zu spät? Wir können probieren. Aber es ist auch schon spät. Ja. Okay, seid ihr bereit dafür? Also shit hit the fan jetzt, ja? Shit hit the fan. Okay, nun, also folgendes. Oleg und Bolek haben vielleicht einmalig 3 gelangfingert. Okay, also was kann ich reduziert Schaden um 5? Dann habe ich immer noch 10, ne? Ja. Wie reduziere ich weiter Schaden? Du kannst Ausrüstung opfern. Ja. Und du kannst Statuseffekte aufnehmen. Okay. Tobi erklärt dir gerne nochmal, wie das Verhältnis ist. Ich habe eine Frage an der Team. Okay, Achtung. Also ich nehme örtlich begrenzte Verbrennung. So. Also. Okay, jetzt kann ich. Nadine überlegt sich derweil die Antwort auf die Frage. Also du kannst Schaden reduzieren durch verschiedene Dinge. Jeweils 4 Punkte Opferwert von Gegenständen. Reduzieren den Schaden um 1. Du kannst 2 Statuseffekte aufnehmen. Kann mir Olli helfen? Das ist eine gute Frage. Ich meine, durch das Opfern eines Punktes Gesundheit beispielsweise. Weil es wäre zum Beispiel wichtig, es ist zu spät, also es ist wirklich urzeittechnisch zu spät. Ja, ja. Es wäre wichtig zum Beispiel, dass er mich wegstößt und es erwischt uns beide nur am Arm oder der Schulter oder so. Weil hier steht extra örtlich begrenzt. Ich würde mich jetzt auf das örtlich Begrenzte. Ja. Ich nehme sogar einen Dramapunkt. Ja. Und Ollis Dramapunkt. Ja, ich habe das ja angeboten. Ja.
damit es uns beide nur am Arm erwischt. Beide nur am Arm. Mhm. Okay. Gestattest du dies? Ja. Gut, dann haben wir hier zwei Dramapunkte. Genau. Und die Verbrennung. Das heißt, die reduziert um 5. Olli, du kriegst wahrscheinlich noch irgendeinen Malus. Also du, oder du hast das. Ja. Also du möchtest das hier nicht. Dass du brennst? Ja. Nee, das wäre, nee. Das wäre wär wohl ein Problem, ha? Huh? Das wäre ein Problem. Ja. Judy, und zwar folgendes. Was ist halt, was dabei auf jeden Fall passiert, ist, dass es meine Deckjacke am, also, nee, die will, kann ich die komplett opfern? Ja. Ihr habt 4 Punkte. Okay, gut. Für jeweils 4 Punkte. Ausrüstungsopfer insgesamt. Ja. Ist 1 Punkt Schaden weg. Sinkt der Schaden um 1 und du kannst damit auf diesem Weg bis zu 3 Punkte Schaden loswerden. Das heißt, du kannst bis zu 12 Punkte Opferwert Ausrüstung opfern. Ja, ja. Es erwischt die Deckjacke auf jeden Fall und auch endgültig den Riemen meiner Werkzeugtasche. Ja. Damit sind wir bei 10. Ja. Außerdem. Nee, ist schon in Ordnung. Also, das sind 2 Punkte weg. Damit ja. Ich bei 7 bleiben noch. Wenn du noch 2 Punkte Ausrüstungsopfer mehr kriegst, dann hast du 3 Punkte Schaden weg. Ja, wir teilen ja auf, ich habe tatsächlich meine Lederjacke so hochgenommen, ja. Um uns vor so einem Feuerball zu schützen. Ich gebe 6 Punkte nochmal dazu. Es fehlten 2. Es fehlten 2, aber ja. Dann sind das 6, dann sind es nochmal 4. Dann wären es quasi, ich meine, sind es die. Oh, der Hut, dann sind es 4. Dann hatte ich die Jacke und dann ist der Hut. Es hat den Hut erwischt. Mhm. Oh nein, nicht den Hut. Dann davon bleiben jetzt noch 7. Ja. Wie werde ich die noch los? So, du kannst Statuseffekte aufnehmen. Ja, warte mal. Ich krieg ja eh durch Verbrennung. Wie ist denn das jetzt bei Verbrennung? Ich krieg 3 Schmerz. Für jeweils 2 Punkte, Stress, Erschöpfung oder Schmerz, sinkt der Schaden um 1. Naja. Okay, ich nehme auf jeden Fall schon mal 3 Punkte Schmerz. Mhm. Same. Damit sinkt es um 1, ja? Für jeweils 2. Ach so. Na, dann nehmen wir zusammen jeder 3, dann haben wir 3 Punkte Schaden weg. Ja, ich nehme. Das klingt fair. Ja, oder? Ja. Wir nehmen beide 3 Punkte, 3 Statuseffekte. Ja. Die müssen auf Schmerz oder können die überall hin? Die müssen auf Schmerz. Alles klar, dann nehmen wir beide 3 Punkte Schmerz, dann haben wir 3 Punkte Schaden weg. Das tut sehr weh. Dann bleiben noch 4. Und die könnt ihr jetzt auch aufteilen. Ich kann 2 bis 3 tanken. Ja, du kannst 2 nehmen, aber. Das bringt blöderweise gerade nichts. Kann ich die Batterien dafür opfern? Nee. Nicht mehr. Nicht mehr. Keine Ausrüstungsopfer mehr. Ja, ich kann auch nicht mit Ausdauer noch irgendwas handeln, ne? Nein. Hast du eigentlich noch, ist Polen nicht verloren, aktuell noch aktiv? Nee, ich habe zäh wie Polen wieder, weil ich geschlafen habe. Mhm. Ah, damn. Aber ja, dann gehen bei mir halt 2 Punkte Gesundheit drauf. Mhm. So what? Dafür bin ich ja da. Dann habe ich auch garantiert danach gar nichts mehr an Medical Equipment. Du verlierst also auch 2 Punkte Gesundheit. Ja. Also dieser Strahl schneidet wie durch Butter durch dieses Glas. Ja. Und erwischt euch beide am jeweils anderen Arm, ne? Dich am linken und ihn am rechten. Korrekt. Ist richtig? Ich am linken, ihn am rechten, Und verbrennt vor allen Dingen Bolek ganz fies. Ja. Und schneidet auch einfach quer durch die technischen Geräte auf der anderen Seite des Raums. Bolek, ist gut, dass nicht dich hat getroffen. So, bleibt ein ungefähr so breites, glimmendes Loch in diesem Glas. Ist das Ding noch aktiv? Die Maschine drin? Ja. Nein, das Licht verglimmt so langsam, während dieser Strahl da rumzuckt und die Ringe drehen sich nicht mehr. Dann ist es an dieser Zeit aber Zeit für ein Geständnis. Hm? Denn warum es so wichtig war, dass ich nicht in Flammen aufgehe. Mhm. Wir waren ja an Bord der Hedy Lamarr. Ja. Yeah. Und da habe ich ja eine Schwimmweste bekommen. Ja. Die ich ja seitdem trage. Ja, meine geliebte Schwimmweste. Die habe ich aber vor allem aus einem Grund nicht weggepackt. Die Innenseite der Schwimmweste ist gespickt mit Sprengstoff. Wir haben ihn geklaut, aber niemand hat bemerkt. Wir haben ihn seit 2 Spielsitzungen, deswegen wir sind ziemlich sicher, das ist okay. Ich habe also eine Sprengweste an, die ganze Zeit.
Okay. Aha. Mhm. Gut, das, wir haben ein offizielles Dokument, die offizielle das bestätigt. Dokument. Bestätigt. Ah, natürlich, ja. Habe ich wirklich. Es steht drauf. Habe ich offizielle Dokumente? Da steht, bitte, ihr könnt lesen, ist unterschrieben. Das ist offizielle Dokument. Das ist offizielle Dokument. Offizielle Dokument unterschrieben von Oleg. Ja, aber ist trotzdem offizielle Dokument. Ist Unterschrift. Mhm. Wir geben okay. dafür auch einen Dramapunkt. Ist kein Problem. Mhm. Ah, okay. Das ich verstehe, ist der Geist des Svatopluk, ne? Oh Gott, ich hab offizielle Dokument verloren. Ja, der Geist des Svatopluk ist das. Gut, aber du brennst hier jetzt auch nicht. Nee. Das ist gut. Das ist gut. Ja, hätte ich nicht gewusst, wie das ausgeht sonst. Ich habe mich weggeduckt. Ja. Das ist knapp an dir vorbei. Es stinkt nach verbrannter Haut, verbrannten Haaren, verbrannter Kleidung. Verbrannter Werkzeugtasche, verbranntem Hut. Wir tasten uns beide, mich beide nervös ab, ob du das an der Weste bist. Also Boleks Jacke qualmt und glimmt und ist völlig dahin. Die Mütze von Oleg ist ebenfalls cool, völlig war. Ruiniert. Wie schälst du dir in zwei? Ich guck mal kurz durch dieses Fenster. Ah. Ja. Geht da jetzt alles zur Hölle oder ist jetzt alles schön ruhig? Das ist jetzt aus, oder? Ist aus, ja. Oh ja, in der großen Kammer mit den drehenden Ringen ist alles ruhig. Aha. Aber da in diesem anderen Raum mit den Generator und den Spulen und sowas, da donnert und knallt es und eine Explosion erschüttert den Boden das Licht okay. flackert. Okay. Wir müssen hier raus. Ja. Und dann geht das Licht auch plötzlich aus. Scheiße. Und direkt darauf geht rotes Licht blinkend wieder an und ihr hört und aus dem Kontrollraum, den ihr fluchtartig verlasst, noch das von dem Alarmaggregat, das Bolek da behandelt hat. Ich guck's böse an und denk mir, wie kann das noch gehen? Ich schubs die beiden so ein bisschen an, sie noch selber laufen können, ansonsten helfe ich ihnen. Geht, das hat man am Arm, nicht am Beine. Okay, gut. Was, der gute Arm oder der schlechte Arm? Ich hab nur gute Arme. Okay, Krake. Warum explodiert alles? Worin wir sind? Erst die Meier wegkommen und jetzt der Scheiß! Es hat irgendwas mit den Polen zu tun. Es hat immer irgendwas mit den Polen. Darüber habe ich auch mal mit einem alten Indio in Papua-Neuguinea geredet. Meinst du, sie glauben noch mal, dass du der Bunker? No, why? Der Boden zittert etwas. Oh, okay. Shit. Banter later. Wir rennen. Ihr rennt. Weil ich aber das mit dem Ballen stand doch im Brief. Das ist der Bornsitter und blaues Licht. Das war blaues Licht, Alter. Ihr kommt in den Wachraum. No? Was macht ihr? Zur Garage rennen. Ich rufe Lilly. Lilly hat die Autos repariert. Da geht's hin. Ich hol noch kurz die Taschen und sowas, die da rum. Also ihr rennt zu den Autos und rafft eure Ausrüstung zusammen, so schnell ihr könnt. Das ist fantastisch. Dein Arm steht, zumindest was Schmerz angeht, in Flammen. Deswegen du dich immer wieder versichern musst, dass er es nicht tatsächlich tut. Du erinnerst dich an den Bericht von einem Kameraden aus dem Widerstand, der von der Waffen-SS gefoltert wurde mit glühenden Eisen. Mhm. Und du denkst dir, ja, jetzt kannst du nachvollziehen, warum der seine Zelle verraten hat. Noch etwas mehr und du würdest es vielleicht auch tun. Sieht man das in seinem Gesichtsausdruck? Schweißnass, Augen geweitet, Adrenalin auf 180, ihm geht's beschissen. Ich meine, er ist so eine qualmende Fast-Fackel. Das Einzige, was mich daran hindert, es riecht vor allen Dingen auch noch nach verschmuggeltem Plastiksprengstoff. Das Einzige, was mich also daran hindert, nicht umzufallen, ist die Glücklichkeit darüber, dass ich nicht explodiert bin. Ich hab noch so eine Placebo-Morphin. Das ist übrigens so ein Marzipangeruch, der ist unheimlich unangenehm. Composite B ist so ein Protoplastiksprengstoff. Also ich sehe das, während wir den Gang da lang rennen, greife wie immer ganz kurz in meine Tasche, hole eine Morphinspritze raus und jag ihm einfach in den Arm. Wer fährt den Wagen? Verrückter. Natürlich und die Pilotin. War noch jemand Zweites. Okay. Ich springe auf das Kettenkrad. Also Lilly Sophie Wettermeier ist also auf den Fahrersitz gesprungen, startet den Kübelwagen Dienst und der Motor springt genauso schnurren wie eine Katze an, als du das letzte Mal gecheckt hast. Oh, geil. Drei zu mir. Das Kettenkrad macht so ein bevor es richtig loslegt. Und da drückt einen, nimm dir einen. Was? Da drück einen und dann nimm dir die Moral. Ja. Und da drückt die Schmerzkategorie. Ah ja. Und du kriegst noch durch das Morphin. Nice. Ich hab schon. Ah. Ich will nur sagen, ich habe genauso viel Gesundheit verloren. Ich unterdrück meine Erschöpfung.
Das ist eine gute Frage. Ihr habt zwei Fahrzeuge gestartet. Bennett sitzt auf dem Kettenkratt. Sie sitzt also im Kübelwagen und die Motoren laufen. Strufe macht das. Ich öffne das Tor, mir geht's gut. Du läufst zur Kurbel. Wo steigt ihr ein oder auf? Kettenkratt oder Kübelwagen? Kettenkratt oder Kübelwagen, was sagst du? Ist Schnee, ist Kette gut, oder? Ich habe bei Kübelwagen nicht gute Gefühle. Ich glaube, springt hinten von Schiff. Du kurbelst. Ah, ne, das war Kübelbock. Kling, 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 macht das Getriebe. Das Tor öffnet sich langsam zu beiden Seiten. Und plötzlich hörst du draußen badum, 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 badum. Und eine weiße, haarige Pranke kommt durch das Tor hinein und prankt nach dir. Macht der Eisbär. Du blöder Wichser! Was gib mir die Umsack! Ja. Darf ich meinem eigenen Ratschlag widersprechen und auf ihn schießen? Ja. Du. Ich höre auf. Also ich mach das meine Tor Waffe nicht auf. Weiter auf. Ja, ne? Du machst das Tor nicht weiter auf. Der krallt nach drin, die Krallen gehen, kreischen über das Metall. Du greifst nach hinten, greifst die Brand Gun, holst die Brand Gun nach vorne. Und als du gerade auf den Eisbären anlegst und abdrücken willst, verschwindet der Eisbär außer Sicht, recht ruckartig. Und ihr hört, wie der Eisbär laut brüllend sich entfernt. Okay, ich kurbel schneller. Ich kurbel wieder auf. Ich beschleunige durch, weil ich bin schmaler als der Kübelwagen. Du kurbelst, das Kettenkratz rollt also los. Hat sich jetzt bei mir raufgesetzt? Die beiden haben sich bei dir raufgesetzt. Ja, hallo. Ich bin auf der Schwester sind bei dir. Alright. Die beiden sind drauf. Siggi ist auf den Beifahrersitz des Kübelwagens gesprungen und hält seine Mütze fest. Und schaut, also Bennett, der da rausbraut, verdammt, ich bin im langsameren Wagen. Und in dem Moment ist es aber auch soweit, dass du anfahren kannst. Das Tor ist offen. Okay, ich renne. Also weit genug, dass der Kübelwagen durchkommt. Ich springe auch auf den Kübelwagen drauf. Ja. Wir haben alles dabei, ne? Setzt sich der Kettenkübelwagen den ersten Meter in Bewegung, aber dann wird er zackig schneller, als die Ketten richtig in Bewegung kommen und Traktion kriegen. Und ihr brettert da raus. Bennett rast da voraus. Viel schneller. Ja. Und du kannst noch sehen, wie zur Linken den Hang runter dieser Eisbär mit den Krallen im Boden rückwärts in den Schneewind verschwindet, brüllend und nach dem Boden krallend und irgendetwas Undefinierbares ihn davon zerrt. Verdient, du blöder Wichser! Sorry. Was war das? Aber was hat Eisbär gekrallt? Das hab nur ich Eisbär gesehen. Groß, das bleibt Eisbär. Jetzt auch erstmal mein Geheimnis. Erstmal Hass. Bennett. Es war übrigens der Vater von Old Spikey. Bennett rast also mit dem Kettenkratt so schnell, wie so ein Kettenkratt halt fährt, voraus durch den Schnee. Ein Weg verschneit, aber von hier mit Scheinwerfer gut zu erkennen, führt weg von dieser Bunkerstation. Und ein Stück weit voraus kannst du eine Gabelung sehen. Mhm. Und zwar eine Straße, also die Straße, die nach oben zu einem Pass hinführt. Und die linke Abbiegung, die sich so ein bisschen an der Felswand entlang windet, zu einer Seilbahnstation, die du in der Ferne sehen kannst. Von wo aus zwei Fahrzeuge auf dem Weg zu euch sind. Hey, sieht fast aus, als hätte ich die Wahl zwischen Nicht-Nazis und Nazis. Ja. Ich werde Nicht-Nazis. Du willst den Passweg? Ja. Okay, vor euch ist eine Gabelung, Bennett fährt nach rechts. Wohin fährt Lilly-Sophie Wettermeier? Ich fahre ihm hinterher. Du fährst hinterher. Oh ja, aufzeigen, das wäre brillant. Und erkennst unmittelbar danach auch, warum er das getan hat. Denn von dieser Seilbahn aus nähert sich ein schweres Halbkettenfahrzeug und ein weiterer Kettenkübelwagen, die Straße entlang holzen in eure Richtung. Und da sind mindestens 6 oder 7 Leute, die du allein auf die Distanz sehen kannst. Ihr rast davon. Und hinter euch hört ihr mehrere Explosionen. Es ist zischt. Rauchwolken schießen aus verschiedenen Stellen des Berges. Das Licht flackern, dieses blaue Glühen aus dem nun offenen Dom. Erlischt, flackernd. Und direkt danach schießt eine Flammen- und Druckwolke, also Flammenwolke getrieben von einer Druckwelle, mit Splittern und Fragmenten und Teilen dieser Ringe, die da überall oben rausfliegen. Das einzige blaue Leuchten in der Ferne ist jetzt noch das von den Bergen. Ihr entfernt euch so zügig ihr könnt über die Passstraße. Hey, Bollek, das hat ganz schön grau geleuchtet. Mhm. Siggi, wir haben die gesehen!
Denkt ihr, die haben uns gesehen? Meint er im Kübelwagen bei euch? Relativ sicher. Bennett! Mr. Bennett! Ruft er völlig chancenlos in den Winter. Gerade geht's cooler. Ja, bei euch hinten, könnt ihr sehen, hängen da noch so zwei Stahlhelme mit einem ähnlichen Symbol wie dem auf der Flagge. Und jeder davon hat so eine Motorradbrille obendrauf. Die hüpfen da so hin und her und hin und her und hin und her. Wollt ihr die aufsetzen? Ja, nein? Ja, besser ist. Ich bin auf Morphin, mich müsste man darauf hinweisen. Also, du müsstest mir den eigentlich hier aufsetzen. Helm, ich setz dir auf, Bub. Oh, falsch, Entschuldigung, ich stell. Ja, bitte sehr. Oh. Ihr könnt euch entscheiden, ob es die Version, wer die Version mit dem Schneetarnüberzug hat und wer die mit dem Symbol der zweiten Sonne drauf hat. Ich möchte die Symbol zweite Sonne. Gut. Ich mag irgendwie, ist schön. Ihr rast und brettert also diese Straße entlang. Aus der Entfernung in der Dunkelheit hört ihr tak, 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 tak. Sie schießen auf uns. Ja, Kugeln zischen durch die Dunkelheit, durch die Nacht. Hier und da an der Bergwand sprühen Funken von einschlagenden Kugeln. Ihr seid viel zu weit weg für konzentriertes Feuer. Aber das scheint den MG-Schützen auf diesem Halbkettenlastwagen nicht zu irritieren. Der steht da und echt viel Munition haben. Schießt weiter in eure Richtung. Der Kübelwagen, der den vorwegfährt, der biegt zurück ab in Richtung Ankerstation Alberich. Da ist ja nichts mehr. Das Halbkettenfahrzeug bleibt hinter euch. Für einen Moment verschwindet es aus der Sicht, als ihr in eine Senke fahrt. Zwei Windungen weiter ist es wieder auf Sichtweite hinter euch. Und das macht wieder... Sigi, hattest du nicht eine Granate? Was? Sigi, hattest du nicht eine Granate? Ja, ich hatte eine, aber die ist nicht mehr da. Ich glaube, Bolek hat sie. Bolek hat meine Granate. Ich habe die Granate? Ja, du hast sie noch weggenommen. Ich bin mir auch sicher, du hast den Stift gezogen und hältst sie seitdem fest. Ja, du opfert hier. Ja. Das heißt, hat er sie nicht geworfen? Nee, da wurde mir ja gesagt, das Fenster ist nicht offen. Vielleicht hat er ihn wieder reingesteckt. Also in meinem Kopf hat er sie die ganze Zeit auch nicht gezogen. Dann hat er sie immer noch in der Faust. Ja, ja. Ich mache gelegentlich das Licht aus, in der Hoffnung, dass sie die Straße verlieren. Ja. Aber nur kurz, Fritz. Als sie das nächste Mal wieder hinter euch sind, kannst du sehen, wie, also da ist dieser dreieckige Schild, hinter dem ein Typ steht und die ganze Zeit dam 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 auf euch schießt. Ja. Neben dem taucht einer auf, der hat so eine Art riesige Keule. Also so eine lange Stange mit so einer dicken, fetten Keule vorne dran. Mhm. Ja, das Ding kennst du, das ist eine Panzerfaust. Mhm. Pack das Ding drauf. Kurz Kaido, aber... Klappt das Visier hoch. Wir sind aber immer noch in unserem wunderbaren... Kübelwagen. Ja. Kübelwagen in dunklen Momenten und so weiter und so fort. Okay. Ich ziehe also endlich meinen Totschläger raus. Ja. Der optisch im Dunkeln. Du ziehst einen Totschläger bei einer Fahrzeugverfolgung gegen ein Halbkettenfahrzeug mit Maschinengewehr und Panzerfaust. Der aber im Dunkeln aussieht wie eine deutsche Handgranate. Zeig das mal den Zuschauern. Oh ja, das stimmt. Weil das ist tatsächlich wahr. Dein Totschläger sieht überzeugend aus wie eine Stabgranate. Und ich gebe auch die perfekte Gestik. Du drehst es und wirfst es. Ich verstehe. Also du kletterst, drehst dich nach hinten um. Aber so auch, dass sie das auf jeden Fall sehen. Ja. Mach's vorher, winkst du und noch mach damit, so. Und guck erstmal, was die Reaktion darauf ist. Holst aus. Ja. Sehr darauf bedacht, dass deine Finger nicht die falsche Handhaltung für einen Deutschen in dieser Zeit annehmen. Nein, das ist okay. Das ist okay. Problematisch wäre es, wenn die Finger enger zusammen. Du kannst auch natürlich die Faust machen, aber holst aus. Und der Typ mit der Panzerfaust klopft auf das Dach, brüllt irgendetwas. Der MG-Schütze, wie gesagt, der hatte so eine Brille auf und der schießt da einfach nur wie so eine besenkte Sau. Aber der Fahrer scheint das Signal gehört zu haben, denn der Kettenlastwagen stoppt hart. MG-Schütze und Panzerfaust-Typ rucken kurz gegens Blech. Okay. Ich werfe nicht. Die bleiben ja stehen. Lässt sich so ein Ding zurückdrehen? Kurz zu reden. Und... Ui. Das sind aber viele Einsen. Ja. Das sind eine Menge Einsen. Das ist doch gut für uns, oder nicht? Ja, theoretisch schon. Und, ja. Und der Typ mit der Panzerfaust legt wieder an. Ne? Und klick.
Verrückt. Dreht das Ding? Im nächsten Moment kriegt er einen Dreht das Ding und im nächsten Moment zischt die Rakete in den Himmel hoch. Der MG-Schütze schreit auf, hält sich das Bein, kippt nach hinten um. Und dann nehmen sie die Verfolgung so schnell nicht wieder auf, denn Feuer bricht in ihrem Fahrzeug aus. ihr biegt um die nächste Ecke. Ah, gute Aktion. Und weiter und weiter und weiter und weiter. Das wäre das Beeindruckendste, was ich jetzt sage. Vor er hat mit einem Totschläger gerade das ist, so, das ist so ein Moment, der einfach passiert, den er später erzählt, dem niemand glauben wird. Glaube ich nämlich niemals. Die Benzinanzeige deines Kettenkratz, wobei ich zugeben muss, dass ich historisch akkurat nicht weiß, ob es eine hat. Mein Gefühl für den Motor. Also mein Gefühl wäre jetzt, es ist das deutsche Technik aus dem Zweiten Weltkrieg, die hat wahrscheinlich eine Benzinanzeige, weil ich weiß, dass der Trabi keine hatte. Jedenfalls, wie auch immer, dein Benzin ist bald alle. Ja, das ist schön. Ich fahre, solange ich kann. Du fährst und danach fährst. Danach Möglichkeit, da wo ich fährst. Irgendwann runterfahren kann, weil da brauche ich kein Benzin. Vor euch, weit voraus. Wäre ein Blitz gewesen. Hinter der nächsten Bergkette. Ja. Die ihr gerade noch erklimmt, öffnet sich vor euch das Land, die Insel, eine Bucht, die in die Insel hineinschneidet, also ein Fjord sozusagen. Du kannst die Konturen einer Bunkeranlage am Wasser sehen. Sieht aus wie ein U-Boot-Bunker. Erleuchtet ist das Ganze nicht nur vom Polarlicht und nicht nur von dieser blauen Lichtnadel, die immer dünner werdend noch immer beim Berg da strahlt. Es ist auch erleuchtet von zwei lichterloh in Flammen stehenden Schiffen, nämlich ein Trawler und ein Frachtschiff, die da brennen am Anleger. Ein Trawler? Ja, ein Trawler und ein Frachter. Die sind da angelegt und die stehen lichterloh in Flammen. Man kann winzig kleine Gestalten sehen, die da herumwuseln, die wirken aber nicht panisch oder sowas. Kommen uns die Schiffe bekannt vor? Zeug drumherum? Nein. Okay. Tatsächlich nicht. Halt einmal kurz aber an. Das eine könnte von den Konturen her die Alfhild Sörensen sein. Ah. Von den Konturen her könnte das die Alfhild Sörensen sein. Boys, ja, ich kenne das richtig verstanden habe. Hat dieses blaue Ding da alle Tommys hier umgebracht, oder? Welches blaue Ding? Das blaue Licht auf dem Berg. Ah, das Licht, ja. Blaue Licht. Bist du, du kommst bei denen an, die sind stehen geblieben. Blau, ja, der Motor läuft nicht mehr. Ich nehme an, du hältst an oder du fährst denen vorbei. Sie hält neben euch an. Warum fährst du nicht weiter? Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Strowe hat diesen Panzerlastwagen mit einer Handgranate verscheucht, die er nicht mal geschmissen hat. Und dann stellt sich raus, das Ding ist aus Leder. Sergei. Sergei. Mach einen Schritt auf dich zu und ich fasse ihm an die Stirn. Ist sie warm? Ich weiß nicht, ich glaube, er hat Fieber. Du musst vielleicht nochmal gucken. Der Hafen brennt. Er redet wirklich Zeug. Und aus dem Berg kommt ein blaues, gewaltiges Licht. Ja. Und jetzt stellt sich auch noch raus, und der Deutsche kann zaubern. Ja. Aus der Bucht ja auch. Und wir haben einen Brief, der uns sagt, dass alle gestorben sind, als das blaue Licht kam, right? Oh. Ja. Yeah. Klingt wie eine Sache, die sich von selbst erledigt. Vielleicht wollen wir da sein, wo es herkommt. Oder wir wollen ganz weit weg von woher kommt. Ja, wie? Mit einem Kettenkraut ohne Treibstoff? Oder mit einem brennenden Schiff? Auch dem Kübelwagen geht das Licht aus. Und das Benzin, es wird dunkel um euch herum. Oh, ich kram rum. Nee, gut, warte mal langsam. Ich nehme eine Magnesiumfackel, zünde sie an. Echt? Direkt. Praktisch, wenn man so etwas hat. Bolek, zeig erstmal allen, wo wir sind. Oh, ja. Hab ich nicht drüber nachgedacht. Olli? Ja. Und nicht gegen Baum das Würfelpad weg. Wollen wir vielleicht feuern noch Signalpistole? Und nicht gegen Baum fahren. Ja, hab ich eine. Würfelpad weg. Ja, ich nehme das Würfelpad weg. Ihr wollt wissen, wo ihr seid. Wir wollen wissen, wo wir sind. Oh Paul, Gott, ich Nadine. Ja. Geht doch mal auf und geht mal um den Tisch rum. Oh, was los jetzt hier? Ein großer Moment jetzt. Entschuldigung, wir müssen gucken von einer Seite. Was jetzt? Damit ihr wisst, wo ihr seid. Noch jemand so nervös? Oh! Das ist, wo ihr seid. Oh, lol. Oh, da sind wir rechts. Ja. Oh, er hat wirklich eine Fackel. Ja. Okay. Da ist ein Zug. Da ist Geschütz. Wusstest du das mit der Fackel? Da ist Flagge. Da ist Flagge. Ich hab Helm von Flagge. Digga. Ist das Treppe oder ist das Eisenbahn? Da ist Pyramide von Flagge. Da stimmt. Da. Und da ist deine Bahn. Und Warren, warum machst du so? Da ist ein Zug.
Ich glaube, er greift sich an den Hut. Ja, ich weiß, ich wollte. Seid ihr sicher, wir wollen reingehen da? Wir wollen zum Wenn Zug. Wenn uns das davor schützt, getötet zu werden? Also das scheint die einzige Anlage zu sein, wo noch Leben existiert. Ich find's gut. Wenn ich ehrlich bin, will ich diesem Reinhardt in den Arsch treten. Das ist der Moment, wo ich sehr bereue, dass uns nicht die Uniform von den Soldaten angezogen haben. Right, du bist Pole. Die sprechen alle Deutsch. Das ist, wenn ich mich anziehe wie die. Klappt auch nicht. Alright. Mich kennen sie leider alle. Lass dir den Bart wachsen. Aber wir können jetzt nicht fahren mit Auto da rein. Auto, wir haben eh kein Benzin mehr. Alles gut. Aber ist Morphin. Stimmt, wir stehen. Dreht sich alles immer noch so komisch. Oleg? Ja? Du hast wunderschöne Augen. Danke. Ich glaube, ich weiße Helm. Der bringt meine Augen zum Vorschein. Passt sehr gut auch zu deinen Teng. Zu meine, was? Teng. Teng? Teng, wie Franzose immer sagt. Ah, ich kann nur ein bisschen. Wie Porzellan. Alles, was ich auf Französisch sagen kann, ist Tür de Bonne. Warmes, weiches. Also gehen wir da rein? Leder. Wir da reingehen? Erstmal davor. Australien, irgendwas stimmt mit Bolleck nicht. Ich würde sagen, die Details dieser Frage könnt ihr beim nächsten Mal klären. Ja. Denn der Spielleiter und die Holzkernuhr sagen, es ist ein guter Zeitpunkt, um mit dem Eindruck dieser beeindruckenden Festung der zweiten Sonne. Das ist echt groß. Und vor allen Dingen gucken die gerade raus aus all ihren Schießscharten und sehen einen so einen Idioten mit einer riesigen roten Fackel. Zu beenden. Ihr könnt da nirgendwo Bewegung bei dieser Festung sehen direkt. Abgesehen von den Flutlichtscheinwerfern beim Eingang. Und sind da nicht gerade Leute rein? Oder sehen wir den Zug nicht? Doch, ihr seht alles, was ihr da so was okay, da steht ein Zug. Könnt. Aber der ist auch echt doll erleuchtet. Wir sehen uns am Sonntag. Aber im großen Finale, Freunde. 14 Uhr. 14 Uhr. Damit es keine Verwirrung gibt, um 14 Uhr zum extra langen Finale. So ist es. Wir starten dann schon 14 Uhr. Es wird eine Überlänge. Ab 14 Uhr. Übrigens. Ja. Das 2 p.m. heißt, so als ob wir jetzt nochmal eine Pause machen würden und dann nochmal spielen. Am Sonntag ab 14 Uhr übrigens. Ja. 14 Uhr bis wahrscheinlich 21 Uhr oder länger. 21.30 Uhr, glaube ich. Wir gucken mal, wie lange es dauert, aber wir haben es versucht so zu planen, dass alle Berufstätigen davon profitieren. Ja. Ab wir hoffen, Uhr. Dass es euch gefallen hat. Ja, ja. Und um das noch einmal zu sagen, weil ich finde das immer gerade bei diesen Rollenspielprodukten wichtig zu sagen, das, was wir hier im Stream spielen, ist ein Bruchteil von dem, was ihr in der Box spielen könnt. Es gibt unheimlich viele Varianten und Optionen, die wir hier nicht bespielen. Ihr könnt andere Wege zum Ziel gehen. Es gibt andere Ziele, die ihr erreichen könnt. Es gibt völlig andere Charakterkompositionen. Das Flugzeug kann an einer ganz anderen Stelle der Insel landen. Oder es kann ein Boot sein. Man kann andere Orte finden und entdecken. Und vielleicht ist es auch kein Flugzeug, denn wenn keine Pilotin dabei ist, dann verlässt man das Schiff irgendwann, aus welchem Grund auch immer, mit einem Boot. Und all das verändert natürlich gewaltig das Spiel-Experience. Wenn ihr also die alternativen Varianten sehen wollt und erleben wollt, dann kauft euch die Box. Damit unterstützt ihr uns, den Stream, diese tollen Projekte und wir können mehr davon machen. So ist es. Rollenspiel.stream. Ja. Oder Ausrufezeichen PNP, dann kriegt ihr alle Links. Dankeschön nochmal an unsere Partner Holzkern. Denkt dran, Ausrufezeichen Holzkern, dann könnt ihr da nochmal ordentlich sparen. Danke an unsere Partner Displayed. Dankeschön auch an Ergotopia. Für die Stühle 5% gibt es mit Freud 5 übrigens bei Ergotopia. Könnt ihr auch nochmal ein bisschen sparen. Also, falls ihr gerade neue Stühle braucht, schaut da vorbei. Falls ihr neue Accessoires braucht, schaut bei Holzkern vorbei. Falls ihr gute Metallschilder wollt, stylische, schaut bei Displayed vorbei. Ansonsten schaut ihr bei uns beim Crowdfunding vorbei und vor allem in unserem shop.drfreud.de für geiles Merchandise. Und Sonntag sehen wir uns wieder. Und dann habe ich noch eine kurze Danksagung. Ja. Und danke auch an Donnerhaus. Danke. Den Hauptsponsor zusammen mit Dr. Freud. Und ja. Unsere Mitarbeiter. Denn niemand buttert mehr Aufwand und Geld hinein als wir alle hier. Ich möchte mich aber noch bei unserem Team bedanken. Ich wollte gerade sagen, und nämlich, Zeit. Weil das bei immer noch Lurch und Lama für den großartigen Crowdfunding-Management-Support von Jens Ballerstedt. Und ich danke auch nochmal spezifisch D20 Sounds, die uns mit einigen spezifischen Musikstücken unterstützt haben. Und mit denen wir vermutlich in Zukunft auch enger zusammenarbeiten werden. Geil, sehr schön. Danke an D20 Sounds für diese kostenlose, tolle Unterstützung. Die Erwähnung, finde ich, habt ihr verdient. Auf jeden Fall, ich wusste das nicht. Und was Pen & Paper Rollenspiele übrigens angeht, mache ich bei der Gelegenheit noch einen ganz kurzen Shoutout, wenn ich das darf. Wenn ihr Rollenspiele spielen wollt, die nicht unsere sind oder
ihr unsere Rollenspiele schon habt und andere Rollenspiele auch spielen wollt. Nein. 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 Dann kauft ihr euch ein T-Shirt. Dann kauft sie zumindest bei Lurch und Lama und nicht irgendwo sonst. Denn Lurch und Lama tut eine Menge für uns, unterstützt uns gewaltig und führt auch unser Spiel. Auch von Anfang an. Lurch und Lama ist einer von wenigen Händlern, die von Anfang an uns geglaubt haben. Schön. Und ich finde, das hat einen gewissen Respekt verdient. Absolut. Muss man wirklich mal sagen. Das ganz, ist ganz dann Grüße. Auch an Erwähnungen für heute. Nein, das ist nicht wahr, denn wir sagen natürlich noch Danke an Liz zum Beispiel, die uns das ganze Versorgungspaket hier hingestellt das hat. Das Team. Fabi, Domo, die ganze Zeit in der Regie hocken. Bis spät. Und der Jan, der die ganze bis zum Ende gerannt ist, weil irgendwas war. Der mein die ganze Schiff Technik gebastelt hat. Ohne seine Mannschaft. So. Ja, und seine Freundin. Ja. Wir sehen uns am Finale am Sonntag, Freunde. Wir freuen uns am Sonntag. Und euch. Danke euch.